We look like a bunch of rockstars in der zweiten Session vom F1 Tech Tournament. My Sharona. Mach das nicht länger, sonst kommt der Content-Claimer hier. Oh, das wollen wir natürlich nicht. Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe unseres kleinen F1-Dramaturniers. Gregor, schön, dass du wieder da bist. Colin, schön, dass ich wieder da sein kann und du natürlich auch und ihr da draußen ebenso. Bevor wir starten, wollen wir einmal kurz Danke sagen an unseren Partner Codemasters. Kleiner Hinweis für euch, vom 27.10. bis Ende des Monats gibt es eine spezielle Preisaktion für das Formel-1-Spiel, unter anderem auf allen Plattformen. Bis zu 50% Rabatt bei Steam, Origin und dem Xbox Store und checkt gerne. Unten in den YouTube-Kommentaren ist das alles nochmal mit Infos und so weiter verlinkt. Ja, so, nicht wenn, genau, und wenn ihr noch nicht ganz überzeugt seid, ob das was für euch ist, dann haben wir jetzt, glaube ich, 3 Stunden spektakuläre Überzeugungsarbeit für euch. Denn wir haben dieses Turnier schon mal gehabt, vor einem Vierteljahr ungefähr. Wir haben 3 Teams ins Rennen gesteckt und was am Anfang so ein bisschen, ja, können wir ja mal machen, gucken wir doch mal, wurde dann am Ende nach gespielten 3 Grand Prix, beziehungsweise auf halber Strecke zum Ende, zu einem richtig krassen, schweißtreibenden Nervenkitzel, der allen Beteiligten richtig Spaß gemacht hat. Er hatte in diesem Fall, in dieser zweiten Iteration, packen wir noch mal eine Schippe drauf. Ja. Ein Team mehr ist am Start. Team mehr, genau. Nicht nur 3 Teams, 6 Personen, sondern jetzt insgesamt 4 Teams, respektive 8 Personen. Wir haben natürlich jetzt hier nicht eine neue Location gemietet oder angebaut und so weiter. Wir haben deshalb eines der Teams dann remote mit dabei. Das sind unsere Champions vom letzten Mal, Team Mercedes mit Krogi und Edel. Die werden mit dabei sein, aber dann entsprechend online dazu machen. Aber dafür haben wir dann 6 andere Personen oben in unserem Fahrerlager. Genau, und vielleicht können wir da auch direkt mal hinschauen, beziehungsweise hinschalten, dann kriegt ihr schon mal einen kleinen Überblick über die, die da fahren werden. Wir starten vielleicht mal ganz kurz mit der Vorstellungsrunde. Ganz links ein altbekanntes Team, zumindest zu 50% für Ferrari treten an. Fabian Krane und Neuzugang Lars Seifert aus dem Sales Team. Moin, ihr zwei. Wie sieht's denn aus? Ihr habt euch ein bisschen warm gefahren. Fabian, aufgeregt? Lars, hast du was zu verlieren als Neuling? Nö, absolut nichts. Fabian und ich haben schon gesprochen, wenn wir nicht letztes Team werden, dann haben wir gewonnen. Oh, Fabian, siehst du das genauso? Ich meine, letztes Mal hat das ja, glaube ich, recht erfolgreich funktioniert. Ja, letztes Mal waren wir solides Mittelfeld, glaube ich. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin froh, dass ich überhaupt hier heute antreten kann, weil ich habe mich am Wochenende auf meine Brille gesetzt und bekanntlich ist ja klar, dass man, ich darf ohne Brille gar nicht mehr in den Straßenverkehr. Ja, ich pinkel aber auch nicht im Stehen, ne? Okay, ja, super, ja. Aber schön, dass du dabei bist. Also der Wille zu gewinnen klingt wie beim echten Ferrari, muss ich sagen. Muss man sehen, wie es dann weitergehen wird. Aber wir haben natürlich noch ein weiteres Team mit dabei und ich glaube, direkt zur Seite können wir gleich die Neulinge begrüßen, oder? Ja. Denn zumindest im Formel-1-Reigen nicht Neulinge hier in der Show oder in dem Format, weil wir hatten ja auch nochmal mit anderen Rennspielen hier was. Aber Kuro und Trante sind dabei als Team Alpine. Hallo, hallo. Moin jetzt. Ja, guten Tag. Hallo. Ja, danke für die Einladung. Fühlen uns geehrt, dass Team Trant Kurismo bei diesem Formel-1-Turnier mitmischen darf. Und ja, ich hoffe, das wird gut. Ja, sagt mal ihr beiden, wie ist es, da ihr natürlich sowieso sehr, sehr viele andere Rennspiele dann spielt. Seid ihr drin in Formel 1? Ist es eine Transferleistung, die ihr bieten könnt, jetzt in diesem Spiel mit dabei zu sein? Oder ist das für euch auch eine sehr, sehr große Herausforderung? Ich antworte mal, für mich ist das eine sehr große Herausforderung, weil ich mit Formel 1 tatsächlich gar nichts am Hut habe. Ich habe erst vor ein paar Wochen erfahren, wie Mick Schumacher überhaupt aussieht. So. Ich habe gesagt, so, ey, wer ist das? Ja, das ist Mick Schumacher, ja, okay. Also das ist mein Knowledge-Level und ich kenne zumindest 2 der Strecken, die wir heute fahren. Mhm. Ja, das ist doch schon mal was. Ja. Fairerweise sei an dieser Stelle schon mal gesagt, egal welches Team sozusagen draufsteht, innen sind alle gleich. Das heißt, wir haben natürlich die Leistungen der Fahrzeuge egalisiert. Deswegen einmal kurz die Frage, wieso habt ihr euch für Alpine entschieden? Ja, die haben so ein bisschen rosa auf der Lackierung. Ja. Das kann auch ein Grund sein. Absolut. Ja, das ist ein guter Grund. Wie deine Bäckchen.
Guru wollte das. Ja. Mir ist so warm. Oh, es ist da ist so Etienne. Warm. Da ist Etienne. Vielleicht nutzen wir die Gelegenheit mal, denn wir sehen, Aufmerksamkeit ist auch bei den Remote-Zugeschalteten, denn die beiden Titelverteidiger haben freiwillig gesagt, wir kämpfen unter schlechteren Bedingungen, wir bleiben zu Hause. Da haben wir Etienne fürs Team Mercedes. Zu Kuro schalten wir gleich aus. Auch Ede, wie sieht's aus? Letztes Mal warst du am Anfang ja so ein bisschen und hinterher total begeistert und hast gemeinsam mit Kuro den Sieg geholt. Mit Krogi. Krogi. Geht Schade. Das heute so weiter? Also ich möchte erstmal sagen, es war natürlich letztes Mal eine, ich möchte fast sagen, eine hinterhältige Attacke von Florentin, der mich aus dem Rennen geschossen hat und dann einfach ohne eine Miene zu, der saß ja direkt neben mir, ihr könnt euch das nicht vorstellen, der ballert dich raus, ohne eine emotionale Regung, einfach weitergefahren, so nach dem Motto, ah ja, dann geh halt nicht, sei halt nicht in meinem Weg, so ungefähr. Ich hoffe, dass ich dementsprechend heute einfach durch den Start, durch die ersten zwei Kurven komme, ohne von irgendwelchen fiesen Konkurrenten hier rausgeballert zu werden. Und ansonsten verlasse ich mich auf Krogi. Ja, aber ob du, das hängt ja davon ab, vom Qualifying am Ende des Tages, je nachdem, wie gut man da ist, denn wir spielen eben hier ja eben eine verkürzte Saison. Das heißt, wir machen ein Qualifying, erst 10 Minuten Zeit, die schnellste Runde zu fahren. Alle sind gleichzeitig unterwegs. Darf ich euch noch was zeigen? Ja, sofort. Lass mich das kurz zu Ende bringen. Und je nachdem, wer eben die schnellste Runde fährt, holt die Pole Position, also den ersten Platz. Und so geht es dann mit abnehmenden Rundenzeiten entsprechend weiter. Hast du auch schon 10-mal erzählt jetzt. Ja, aber ja, bitte. Was hast, du denn Neues, was hast du denn Neues zu zeigen, lieber Etienne? Ja, das mein Freund Colin Gäbel. Den Hammer. Hier. Aber warum? Ja. Das ist die Frage. Warum hast du denn einen Hammer bei dir? Und Nägel. Weil mir ist nämlich das letzte Mal ja immer die Pedale unten weggerutscht, weil ich zu feste gedrückt habe. Ich habe 2 Nägel in meinen Holzboden gehämmert. Okay. Kein Scheiß. Der Vermieter wird sich freuen, aber er wird es ja auch erst beim Auszug erfahren. Mit, wenn ich drücke, damit das nicht die Pedalen wegschieben, ja, weggeschoben werden. Sehr, sehr smart. Okay. Ja. Dedication to the craft. Ja. Krogi, wie sieht's bei dir aus? Hey. Hey ihr zwei, ja, ey, was soll ich sagen? Ich bin heute ein bisschen aufgeregt, muss ich ganz ehrlich sagen. Letztes Mal war das noch alles so schön entspannt und hat mir Spaß gemacht. Und jetzt labert ihr die ganze Zeit davon, ja, Titelverteidigung, dies, das. Ich will doch einfach nur eine gute Zeit haben. Und ich dachte, dafür sind wir alle da. Aber ich habe wirklich... Gewinnen ist eine gute Zeit. Ja, ich merk schon wieder das Gewehr von Etienne Gade im Anschlag. Aber ich hab wirklich extrem viel Bock. Und ich freue mich wirklich auch darauf, dass wir dieses Mal 2 Leute mehr sind auf der Rennstrecke. Und ich glaube, das könnte einiges ändern. Ja. Ich möchte mich aber nicht weiter dazu äußern. Dann schauen wir einfach mal, denn wir sind nicht nur mehr auf der Strecke, wir haben auch noch Frischlinge. Und damit kommen wir zu unserem letzten Team, denn auch das besteht aus einem Veteranen. Berti ist wieder am Start für das Team Red Bull. Ja, Walle kann leider nicht genauso wenig wie Florentin. Aber Berti, du bist nicht alleine. Du hast dir richtig PS-Power an die Seite geholt. Ich habe kompetenten Ersatz. Denn wir haben in der Redaktion gefragt, so Leute, wir hatten hier noch Formel-1-Erfahrungen. Und da hat sich der gute Vitus gemeldet, hat gesagt, so, ja, ich habe 50 Stunden F1 2021 gespielt. Da habe ich natürlich gesagt, Vitus, komm ran, du bist jetzt in meinem Team. Und ich sag's mal so, mit seinen 50 Stunden F1 21 Erfahrung, das ist schon eine Ansage. Und ich würde sagen, Vitus, wenn wir heute nicht mindestens den 2. Platz holen, bin ich ein bisschen enttäuscht. Da hat er dann aber im Training mit zurückgehalten, oder? Ja, das ist richtig. Stunden. Also ich muss da ein bisschen, ich muss die Erwartungen dämpfen bei euch nachher. Ja. Wird dann das Gekloppe zu groß, glaube ich. Ja. Vitus, 2021 hast du also viel 2021, Zeit. 2021, den Vorleger. Ja, kannst du sagen, hast du jetzt bei den Trainingssessions mit 22 Unterschiede gespürt schon? Weil die Autos sind ja schon einigermaßen anders. Ja, ich muss ja sagen, ich habe nicht mit Lenkrad gespielt vorher, sondern immer mit Controller. Und das ist natürlich eine Riesenumstellung. Deswegen kann ich aber gleichzeitig auch nicht sagen, das fühlt sich anders an, weil mit Lenkrad fühlt sich sowieso anders an. Ne? Ey, weißt du, was mir gerade erst das auffällt? Ja. Wir sind Team Schnubbi. Ja. Schau dir das an. Der Schnurrbart, der Red Bull verleiht Schnurrbart. Yes, ja, das zählt auf jeden Fall viel auf der Strecke. Das ist, glaube ich, für die Downforce sehr wichtig. Ja, das ist Schnurrbart. Aerodynamisch sind wir dann. Ja, dann danken wir euch schon mal kurz für eure Aufmerksamkeit, weil wir wissen, ihr müsst euch gleich natürlich richtig darauf vorbereiten, dass es losgeht mit dem ersten Rennen. Macht ihr gerne schon mal. Wir können Colin kurz mal die Strecken zusammenfassen, damit die Zuschauer Bescheid wissen, wo wir heute unterwegs sind. Letztes Mal hatten wir ja ein Dreiergestirn aus
Monza, wir hatten Silverstone aus England und wir sind nach Belgien gefahren, zu Spa. Mhm. Nach Spa, ja, zu Spa, weil vielleicht haben die schon... Hat schon zu. Ladenschluss, hat schon zu. Wir haben diesmal uns drei andere Strecken ausgesucht. Genau. Eine Mischung aus, wir wollen so ein bisschen mit der Meisterschaft, die ja im echten Leben jetzt quasi zu Ende geht, und eine weitere Strecke, die einfach gut passt, weil sie schön ist, weil sie gut zum Reinkommen ist, starten, die schon gefahren wurde. Wir starten also unsere kleine Session Nummer 2 in Österreich, in Spielberg auf dem Red Bull Ring. Ich kann mal kurz hochhalten, weil wir haben es natürlich standesgemäß ausgedrückt. Ich finde, diese Anfängerstrecke wird dem ein bisschen unfair, weil die hat durchaus ein paar anspruchsvolle Sachen hier mit dabei. Allerdings ist es eine vergleichsweise kurze Strecke und hat einiges an sehr schnellen Abschnitten hier. Und ich glaube, so zum Reinkommen, weil du auch wirklich einmal fluffig fahren kannst, ist es eigentlich ganz gut geeignet. Genau. Und das, es tut mir leid, Ede, dass ich mich ein weiteres Mal wiederhole natürlich. Wir fahren hier die verkürzten Grand Prix, das heißt ein Viertel der offiziellen Distanz ungefähr gilt es auf dieser Strecke nach dem 10-minütigen Qualifying zu bewältigen. Das ist Rennen Nummer 1 und danach starten wir sozusagen in das vorletzte Rennen der Saison, was demnächst ansteht. Denn wir reisen nach Brasilien. Interlagos is the place to drive. Absolut. Eine absolute Klassikerstrecke, hat schon häufig Entscheidungen herbeigeführt auf der Strecke für viele Meisterschaften, ist teilweise mit recht breiten Straßen und Kurven ausgestattet, hat eine sehr interessante Vista und gerade trotz der schnellen und breiten Abschnitte, man hat hier auch in Sektor 2 dann einfach dieses Geschlängel nochmal. Es werden also unterschiedliche Skillsets abgefragt. Exakt. Und das könnte eben sehr spannend werden, weil das Ganze noch ein bisschen in Brasilien, da weiß man, da ist das Wetter ein bisschen anders vielleicht als in der Wüste zum Beispiel, wo es noch hingeht. Soll heißen, hier könnte es durchaus zu Niederschlag kommen. Es könnte, der Barrichello könnte weinen. Ja. Wie schön, ja. So könnte es sein. Ja. Und zum Abschluss gehen wir dahin, wo dann eben auch die wirkliche Formel-1-Saison ihr Saisonfinale findet. Wir reisen nach Abu Dhabi in die Wüste quasi und haben ein Rennen, was als Nachtrennen ausgelegt ist. Die Kulisse ist eigenwillig. Im echten Kalender ist es durchaus streitbar, aber ich glaube, so als Abschluss ist diese Mixtur aus wirklich harten Kurven teilweise, viel Rechtwinkliges, aber auch so schönen Vollgasmöglichkeiten durchaus ganz reizvoll. Genau, und man sieht es teilweise nicht ganz so geschlängelt wie jetzt bei Interlagos, also dass du dir mal ein bisschen Raum lassen kannst in den Kurven. Es wird teilweise auch in Richtung 90 Grad mal hier hingehen und du musst schon ganz sehr schnell umschalten von Vollgas auf mal eine Spitzkehre mitnehmen. Also hier hatte ich auch meine Größenprobleme als jetzt Casual F1-22 Fahrer und es ist natürlich auch von der Vista her nochmal wieder komplett was anderes durch das Nachtrennen und wir haben ja auch häufig traditionell dann die Feuerwerke, die dann nochmal abgelassen werden. Genau, vielleicht ja dann auch hier, das werden wir rausfinden, denn damit ist in der Theorie alles gesagt. Wir schalten vielleicht noch einmal ganz kurz rüber, denn im Prinzip sind der Worte genügend gefallen. Wir könnten jetzt direkt starten. Also liebe Leute, einmal die Aufmerksamkeit. Machen. Was ist das? Was ist das? So hab ich nicht geübt. Was geht denn da ab? Da wird noch diskutiert. Hieß, die sind so wie beim letzten Mal. Ja. Oh, das kannst du einstellen, Eddie. Fahrerbriefing verpasst. Da wird noch diskutiert darüber, wie zu fahren ist. Besser, wir machen das jetzt als das auf der Strecke. Dann stell das ein unter Einstellungen. Ja, ich kann dich jetzt gesagt. Einstellen, Eddie. Ich glaube, seine Einstellung. Ich habe nicht bestellt, bei mir war es ja nicht. Passt nicht. Naja, wenn du eine Einstellung, wenn du sie nicht mit noch einem Nagel durch den Holzboden lösen kannst, wird es ein bisschen schwierig. Ja. Aber lass uns das wirklich dann hier regeln, weil wir haben es ja auch gesehen bei Ede, da kann die Emotion sehr schnell. Ich lese nur im Chat gerade. Ich habe mich schon gefragt, wie lange es dauert, bis sie wieder rummotzt und wir schalten einmal rüber. Irgendwo geht ein Praktikant vorbei und nimmt den Zettel dann vom Schild. Zero Days with Ede Flip Out. Ja, aber nutzen wir die Gelegenheit vielleicht ganz kurz, um darüber zu reden. Also, wenn man möchte, kann man heute komplett ohne jede Fahrhilfe absolut simulationsintensiv fahren. Also nach oben ist sozusagen regeltechnisch alles offen oder nach unten. Je nachdem, ob man sich auf den Kopf stellt. Je nachdem, genau. Also man muss die sanften Hilfen, die wir dann zugelassen haben, ich glaube, es ist eine leichte Bremshilfe drin. Man hat die Möglichkeit, zumindest bei den Kurven sich ein bisschen helfen zu lassen, um zu sehen, weil es ist wirklich auch selbst mit Gewöhnung sehr schwierig, in den flachen Sitzen der Autos, je nach Kameraperspektive, da mitzugehen. Also man kann sich aussuchen, diese Hilfen in Anspruch zu nehmen. Wenn man es nicht macht, Team Trans Turismo hat schon gesagt, hey, wir machen manuelle Flügelschaltung, wir haben gar keine Bremshilfen.
ich kenn's auch bei solchen Sachen, wenn du sowas wie Rocksmith mal gespielt hast. Ja, dann gib mir bitte das richtige Lied vor auf der Gitarre, anstatt mir drei Noten zu zeigen, weil es ist viel blöder für mich für einen. Ja, absolut. Wenn man das schon so drin ist, dann irritiert einen das viel mehr, wenn du natürlich so ein Gefühl dafür hast, wie du wann zu schalten hast. Exakt. Und sowas. Dann braucht man den ganzen Schnickschnack nicht. Schadensmodell. Haben wir uns geeinigt auf die niedrige Einstellung. Ja. Also man kann nicht komplett wild gehen und auch wieso? Ja. Die Leute sind schon im Qualifying, höre ich gerade. Dann schalten wir doch mal ins Qualifying zu Runde Nummer 1. Check it out. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich muss mal sehen, ob hier. Ich weiß nicht, warum wir als McLaren hier mit dabei sind, weil ich bin eigentlich Spectator, wollte ich jetzt sagen. Das ist doch cool. So, da geht es auch schon raus aus der ersten. Es kann natürlich, es kann sein, dass ich jetzt einen Fehler gemacht habe und ich bin als Spectator gejoint, aber nicht als Spectator, sondern als Fahrer namens Spectator. Oh ja, ich glaube wohl, du bist Fahrer Nummer 9. Vielleicht solltest du dich hier einfach mal an den Rand stellen und wir schalten einfach mal zu einem beliebigen anderen Fahrer. Das ist jetzt ein bisschen ungünstig. Mhm. Das haben wir jetzt nicht schlecht vorbereitet, denn wir wollen eigentlich ja nur zuschauen. Ja, stell dich doch genauso hin, dass das Rennen direkt abgebrochen werden muss. Ja, am besten. Ich glaube, da müssen wir tatsächlich einmal weitergeben bei Vitus, weil der steuert den Rennanfang oder so. Ich kann sonst jetzt hier nicht rein als Spectator, glaube ich, im Nachhinein, sondern ich müsste vorher eingeladen werden, ob der mich dann nochmal mitnehmen kann. Vielleicht können wir da eben nochmal einmal ganz kurz schauen, was denn gerade auf dem im Rennen selbst eigentlich abgeht, respektive versuchen nochmal einen Neustart zu machen, wenn es denn nicht schon zu weit fortgeschritten ist, um diese Änderung irgendwie mal einzustellen. Ich weiß noch nicht, ob Vitus uns überhaupt hört, während wir hier reden oder nicht. Aber der ist natürlich auch jetzt ganz groß beschäftigt. Sonst kann die Regie gerne mal auf die internen Sachen schalten, wenn wir hier schon die TV-Kamera erstmal für das Qualifying nicht haben. Gebt uns gerne mal ein Rennsignal von irgendwen, dass wir mal wissen, wo wir gerade eigentlich stehen, wer gerade fährt. Boah, die Kurve ist so brutal. Und wie das Ganze gerade aussieht. Ich glaube, das müssen wir vielleicht dann wirklich zeitig lösen, weil sonst haben sie noch ein McLaren-Team drin mit dem Rennen, was nicht viel Sinn ergibt, nachdem sie das Qualifying gemacht haben. Ja, das stimmt. Ja, Regie, könnt ihr uns zu Vitus mal durchschalten? Welche Kurve? Ist das möglich? Ja, liebe Spieler, wir haben ein Problem. Wir sind nicht nur als Spectator dabei, sondern mit einem 9. Auto im Rennen. Ein dummer Fehler, das müsste der liebe Vitus einmal ändern, respektive wir werden das Qualifying dann wohl nochmal starten. Okay. Müssen wir dann nochmal starten? Die müssen wir nochmal starten, aber das heißt ja auch ernsthaft gute Gelegenheit, Ede, nochmal alles zu nullen. Einfach mal auf Beende die Session zu klicken, weil dann bleiben die Lobby-Einstellungen. Okay, alle bei Beende die Session. Genau, ich entschuldige mein Versäumnis. Wir haben natürlich einmal getestet und ich bin dann gejoint, aber ich habe wahrscheinlich noch einen Button mehr geklickt beim Testen, der mich dann als Spectator markiert hat. Ich gebe auch zu, ich war gerade leicht irritiert. Ich auch. Ich sage, wieso fährt denn da jetzt ein McLaren raus? Und da ist das eine Sonneneinstrahlung, das ist eigentlich ein Red Bull und das Orange ist gar nicht so. Es ist der, Ricciardo-Wagen, der bleibt immer grundsätzlich in der Boxengasse. Ja, lohnt sich ja auch wirklich nicht mehr rauszufahren. Ricciardo hat wenig Spaß, macht, glaube ich, seinen Fans diese Session auch wenig Spaß. Aber das wollen wir ja sozusagen nicht an die Session eben weitergeben. Also hier wird nochmal geklappt. Der Krogi entweder... Ich bin nicht sicher, ob denn jetzt schon wieder gefahren wird oder ob da noch irgendwas offiziell zu Ende gefahren wird. Restart. Einfach Session beenden. Einmal bitte die Session beenden. Ganz genau, das müssen wir nochmal machen. Aber können wir die Ideallinie wieder komplett einblenden? Ja, stelle ich ein. Jo, stellt Vitus ein, die Ideallinie. Genau, weil Vitus ist sozusagen der Host, der hätte die Möglichkeit, ein paar Sachen grundsätzlich einzustellen und zu sagen, was man vielleicht nicht einstellen, also was man sich auch nicht leichter machen darf. Entsprechend ist er ja der Master. Aber mit 50 Stunden ist er ja nicht nur ein Experte mit dem Controller auf der Rennstrecke, sondern auch was die Menüführung und Struktur des Spiels angeht. Total, total. Also das ist ja nochmal was Separates jetzt hier, vor allem wenn du dich einmal mit Online-Gaming und den ganzen Sachen auseinandergesetzt hast. Es ist super, dass man Spectator sein kann, aber man muss natürlich auf die Kleinigkeiten dann nochmal achten. So, gehen wir mal raus. Ja. Ich gehe mal zurück zum Hauptmenü. Ja, einfach mal zurück. Es ist eine spannende Geschichte. Jetzt wird geladen. Ich glaube, wir sind dann auch tatsächlich gleich kurz davor, dass es dann auch losgehen kann. Also wie gesagt, um 10 Minuten geht es jetzt. 10 Minuten beim Qualifying bedeutet, alle Fahrer können raus und rein, wie sie wollen. Also, ob man sagt, ich bin so gut, ich brauche nur eine richtig schnelle Runde, ich bin eh besser als der Rest, den restlichen 9 oder 8 Minuten oder was, wie viel auch immer bleibt, genieße ich einfach. Mhm. Oder man übt noch ein bisschen, fährt man lieber raus, wenn richtig Verkehr ist, oder wartet man, bis alle vielleicht gerade mal wieder in der Pause sind, antizyklisch fahren.
Wird hier alles spannend. Der Vorteil ist es hier, da ja natürlich nur 8 Autos anstatt 20 dann bei einer normalen Session dieses Jahr dann fahren, du hast nicht ultra viel Verkehr dann meistens. Weil das ist ja auch nochmal die Entscheidung, wenn wir vor allem mit den Qs haben, Q1, Q2, Q3. Viele der großen Teams gehen auch erst ein bisschen später raus, nachdem auch ein bisschen mehr Gummi auf der Strecke ist. Und es lohnt sich kurz vorher nochmal die schnellsten Zeiten zu setzen. Hier, glaube ich, wenn sie sich vernünftig verteilen, da wird der Gummiabrieb auf der Strecke nicht so viel dann da ausmachen, aber dass man eine freie Strecke hat. Ja, genau. Und das ist eben, ich glaube, das ist eben besagtes offizielles Niveau, was man hier nicht ganz verifizieren kann, was wir auch nicht erwarten können. Da geht es dann eben schon mal darum, du hast ja nur eine begrenzte Anzahl an Reifensätzen für so ein Wochenende. Ja. Und und die Reifen halten auch nicht auf jeder Strecke gleich viel aus. Also wenn diese roten Reifen die softeste Mischung klassischerweise den besten Grip bietet und damit oftmals eben eigentlich als schnellste Mischung gilt, ist sie auch die am schnellsten verschleißt. Und das kann dazu führen, dass so wie beim letzten Rennwochenende, dass es dann so heißt, eigentlich taugt dieser Reifen wirklich nur für eine Runde am Maximum. Danach baut er schon so ab, dass er eben nicht mehr für Top-Zeiten reicht. Und, ja, die werden dann beim Qualifying, der Großteil wird durchgeballert, sozusagen. Ich habe mich auch mal ein bisschen damit beschäftigt, da gab es ein paar schöne Berichte. Weißt du, was so ein Reifensatz kostet? Also so ein vier Reifen von denen bei der Formel 1? Ich befürchte relativ viel. Es ist so in Richtung $5,000 oder so. Und die haust du in der Runde weg, ne? Ja. So, F2-Zuschauermodus. Ja, Wahnsinn. Also ich glaube, weil er natürlich auch so viel Spezialgeschichte, so ein Schlagschrauber kostet 100.000 oder irgend sowas oder das ist vielleicht sogar noch das Sparen. Das kann sogar sein, ja. Und da hatten wir ja auch zuletzt was. Das war ja der Grund, warum Max Verstappen beim letzten Rennen auch so einen sehr schlechten Boxenstopp hat, weil diese Wheelgun dann gestreikt hat. Und das ist gleich auch schon mal, das geht raus aus dem Catering-Budget. Ne? Ja, ja, ja. Ja, ja, definitiv. Da musst du dann halt irgendwie die Erfrischungsbrausedosen vom Hauptsponsor saufen anstatt den Champagner. Oder das Rosenwasser, was natürlich traditionellerweise in Abu Dhabi gereicht wird. Oh ja. Anstelle von Champagner. Anstelle von Champagner. Hier natürlich quasi auch. Mal sehen. Aber Spritzen tut's ähnlich. Ja, nee, tut's nicht. Tut's Sprit nicht. Beschissener, ne? Deutlich ja, beschissener. Aber vielleicht kann man selber noch mal durch einen von diesen Soda-Streams da durchjagen und dann kannst du es bitzeln, wie du magst. Das ist wirklich so ein Do-it-yourself-Sekt. Ne? So ja. Sirup zum in Sprudelwasser gießen. Das ist echt das, was noch fehlt. Und wir sehen auch gerade, die Lobby im Spiel füllt sich. Das könnt ihr jetzt nicht sehen. Und wir sind wirklich nur als Spectator genau, dabei. Ich habe vergessen, F2 zu drücken. Ich dachte, wir sind F1, aber ich habe F2 drücken müssen. Ach, sehr, sehr gut. Wer hat gewonnen? Drugovic, glaube ich, ist jetzt der F2-Champ, oder? Oder war der F3? Ich weiß es nicht. Ich meine Felipe Drugovic, der jetzt Testfahrer bei, oh Gott, ist er bei Aston? Ich weiß, dass einige der Leute jetzt nochmal als Testfahrer untergekommen sind. Wir haben ja leider nicht mehr den direkten Weg von F2 und F3 zur Formel 1, weil einfach die Plätze so wenig sind. Und da werden wir uns, Colin, auch bei Zeiten nochmal drüber auslassen. Heute stehen natürlich unsere Fahrer und unser Turnier im Mittelpunkt. Aber was mit Piastri passiert ist, wie es bei Ricciardo ausschaut, wo fährt Alonso jetzt gerade? Das sind alles Sachen, die man aufarbeiten muss. Ja, ich lese es gerade im Chat. Hollywood09 fragt, Gregor, wieso fährst du eigentlich nie mit als Formel-1-Experte? Die Sache ist es, also ich könnte natürlich auch mitfahren, wobei das ist immer so ein Invest. Gerade auch mit dem Lenkrad bin ich nicht so besonders versiert. Muss ich sagen, ich bin mehr so ein Analogstick-Fahrer oder bist du auch damals mit Negicon gefahren auf der PlayStation ab und zu. Das ging ganz geil. Ja, bei Wipeout und so. Genau, bei Wipeout und solche Sachen. Also ich bin da so mehr traditionell. Aber ich habe momentan ein bisschen mehr Spaß am Kommentieren. Und vielleicht irgendwann mal werde ich doch wieder auf die Strecke wechseln. Ich habe gehört, wir sind bereit. Vielleicht sind wir als fünftes Team irgendwann mal dabei. Schauen wir mal, jetzt geht's wirklich los. Die Session beginnt, wir sehen es eingeblendet in wenigen Sekunden. Und dann bin ich mal sehr, sehr, sehr gespannt, was uns hier gleich geboten wird. Ein kurzes Qualifying in Österreich, wie gesagt. Gegenüber den 3 Sessions in der offiziellen Formel 1 fahren wir hier nur eine 10. Exakt. Und wir hatten es auch vorhin schon ausgeführt, es zählt das Teamergebnis am Ende mit den Punkten, wie die verteilt sind. Also ja, natürlich kann eine Person dann mehr Punkte für das Team holen, aber am Ende steht, was drunter steht. Das ist das Wichtige. Ja, exakt. Und da wollen wir noch mal schauen, wer sich jetzt das Beste sichert. Denn das Qualifying startet. Es sind aber 18 Minuten, die wir fahren, wie wir gerade hier sehen. Für uns, das Schöne ist, mit unserer TV-Cam haben wir noch ein bisschen Telemetrie und Rundendaten, die wir zuschalten können. Wir wollen natürlich die komplette Streckenkarte haben. Die seht ihr unten auf der rechten Ecke. Da haben wir auch die Position jeweils, wer noch in der Box ist und anderswo. Ja, aber liebe Regie, schaltet, mixt einfach mal so ein bisschen durch, dass wir mal so ein bisschen was gesehen bekommen hier an bunten Bildern von der Fahrt. Ja, lass jetzt hier mal kurz bei Berti, dass wir hier mit dabei sind, F1 Zuschauermenü.
Ist gerade rausgefahren. Wir sehen, alle fahren gleichzeitig heraus, sind auf ihrer Outlap noch. Die zählt natürlich noch nicht hier für das finale Ergebnis, weil du bist ja erst aus der Box rausgefahren. Das heißt, sie müssen erstmal einmal um den kompletten Kurs und dann geht es erst auf die fliegende Runde. Hier haben wir die erste Kurve in Österreich, wo sehr viel mit Track Limits das Problem gegeben hat im echten Rennen. Ja, Track Limits für alle, die es noch nie gehört haben. Also, es gibt natürlich die eine oder andere Möglichkeit, sich in der Theorie zumindest unfaire Vorteile zu erhaschen, indem man zum Beispiel, ja, wie soll man sagen, so innen über Curbs bei so engen Kurven abkürzen würde oder manchmal auch zu weit nach außen sich tragen lässt. Das wird knallhart geahndet in dem Moment, wo alle vier Reifen des Wagens jenseits der weißen Linie sind, die man da findet, bedeutet das, du hast die sogenannten Track Limits eben verlassen, verletzt und dann wird dir die Rundenzeit egalisiert, respektive sie zählt einfach. Exakt, ja, im Qualifying hat es natürlich eine direkte Strafe, dass deine Runde nicht gezählt wird. Im richtigen Rennen ist es so, dass du dreimal die Track Limits quasi verlassen darfst, auch wenn du um einen Unfall zu vermeiden, von der Strecke abkommst. Das heißt ja nicht immer, dass du einen Unfall hast. Das bedeutet auch nicht impliziert, oh, dreimal ist erlaubt, das heißt, ich kürze einfach einmal ab und gehe erst kurz vor Ende des Rennens wieder da drauf. Aber wenn du das zu häufig machst und dann kriegst du eine Durchfahrtsstrafe oder 5 Sekunden werden drauf gerechnet. Ja. Schauen wir gerade mal, denn der Erste, der jetzt auf seiner gezeiteten Runde auf der ersten unterwegs ist, das ist Kuro. Wir sind jetzt gerade mit Kuro hier unterwegs, der die erste Duftmarke setzt. Ihr seht es oben rechts, S1, S2, S3, so eine Formel-1-Strecke, die ist in 3 Sektoren unterteilt. Mhm. Und je nach Farbcode kann man sehen, wie gut oder schlecht man sozusagen im Vergleich zum restlichen Feld, aber auch zur eigenen Leistung man unterwegs ist. Ja. Und der Erste, der jetzt gleich eine Zeit setzen wird, das ist Kuro. Denn, du hast es schon gesagt, Spielberg, das ist eigentlich gar keine lange Strecke. Der offizielle Quali-Rekord, um mal schon mal eine Zeit zu nennen, liegt bei einer Minute 2 Sekunden 9:39 von Valtteri Bottas im Jahr 2020. Bist du? Ich habe hier Carlos Sainz bei. Das ist der in die Rennrunde. Ach, die Rennrunde. Denn die Quali-Runde ist natürlich noch mal ein bisschen schneller. Genau. Entschuldige. Also, absolut. Das bedeutet im Umkehrschluss, Krogi ist aktuell der schnellste. Unlimited, aber halt 18 Minuten begrenzt, ne? Ah, okay. Da werden noch ein paar Sachen ausgetauscht. Ja, wir waren kurz mit dabei. Wir können gerne auch auf die TV-Cam mal schalten. Da sehen wir auch die Übersicht gerade, wie die Zeiten sind. Ja, Kuro hat sich eigentlich ganz gut geschlagen auf seiner Outlap. Trant war direkt hinten dran die ganze Zeit. Wir sind jetzt auch gerade bei Kuro. Aber Krogi hat tatsächlich noch mal 6 Zehntel schneller gleich auf seiner ersten richtig gezeiteten Runde gemacht. Man sieht bei Berti und Krane, das sind noch die Schlusslichter, 4 Sekunden. Hey, der Vidos, ey. Das ist nicht eine riesige Welt für die Niveauverhältnisse, die wir hier haben. Aber die müssen auf jeden Fall noch zulegen. Auf jeden Fall. Aber trotzdem für mich auch erfreulich, dass ich Platz 1 bis 8 jetzt innerhalb von 4 Sekunden Differenz bewege. Da sehen wir direkt den. Ja, die Boxen einfach, die willst du natürlich auch finden. Und da wird auch direkt Geld gegeben. Ich hatte eh kein Benzin mehr, deswegen. Also, kann man wirklich nur für 2 Runden Benzin? Für 2 oder 3, aber ich war schon. Ja, da muss man ein bisschen aufpassen, denn gelb auf der Strecke bedeutet zum Beispiel, dass hier gerade ein Ausritt stattgefunden hat, dass ein Auto nicht auf der Strecke ist. Das bedeutet für die Fahrer, du darfst hier keine Bestzeit. Du musst ja merklich das Gas reduzieren, um Unfallgefahr sozusagen zu reduzieren. Ja, das sind doch mal so Angaben, weil so ein Unfall in der Formel 1, die Autos werden natürlich immer sicherer mit den Jahren. Nicht zuletzt vor ein paar Jahren durch die Halos, den Schirm, den wir bekommen haben, der wirklich auch sehr, sehr viele Verletzungen vermieden hat, auch in dieser Saison. Allerdings, es muss noch mal aufgepasst werden. Du willst ja nicht, dass, weil ein Auto kurz weggerutscht ist, dass jemand auf einer schnellen Runde ist und dann da reinkracht. Exakt. Da sind ja schon die ein oder anderen Unfälle passiert. So, jetzt geht's los. Kuro war an der Box. Die Heizdecken werden abgenommen. Und wir beobachten Vitus. Ja. Nein, es ist Trant. Entschuldige mal, meine Augen sind so schlecht. Es ist natürlich Trant. Befindet sich momentan auf Platz 4. Ja. Hat einen Rückstand von ungefähr 1,5 Sekunden auf Vitus. Und es ist gelb in den Sektoren 2 und 3. Okay, können wir mal gucken, wer das sein könnte. Ede fährt noch. Ja, es kann sein, dass jemand kurz abgekommen ist von der Strecke. Ich glaube, das war ein Ferrari, der da kurz weg war. Dann gehen wir zu Krane sich jetzt. Und ein Alpine.
Ja, und auch das ist halt so, ne? Ich weiß nicht genau, wie das jetzt in der Simulation geahndet wird. Aber all das gilt es zu bedenken. Wenn du natürlich sagst, ey, ich spare mir das auf, ich fahre nur mit halbem Tank und gebe richtig Gas dann und dann und dann. Und dann ist die Strecke voll und dann passiert ein Unfall, die Zeit geht weiter, dann hast du unter Umständen Pech gehabt. Absolut, ja. Und wenn dir Strafen auferlegt und alles drum und dran. Wir sehen hier zum Beispiel, wenn wir hier bei Krane. Nee, bei Lars mit dabei sind, seine Tankanzeige blinkt auch schon. Das heißt also, er hat schon so ziemlich das Maximum für das Benzin, was er drauf hat. Der muss ein bisschen aufpassen, wenn er nicht gleich in die Box reinfährt. Der probiert es nochmal, um die Zeit zu setzen und hat sich Lars auf Platz 6 momentan gehievt. Aber ich hoffe, der schafft es noch in die Box. Ja, schauen wir doch mal Lars, denn der ist eben gerade im ersten Sektor unterwegs. Ich hoffe, das hat er überhaupt auf dem Schirm gehabt. Jetzt gerade oben, das, was du beschrieben hast, da oben kommt eine wunderbare Spitzkehre. Mhm. Da musst du so wirklich von über 300 so auf die ist 70, 80 runtergehen. Du kannst so enorm viel an Schwung verlieren. Du musst an Schwung verlieren, aber ich mach's da auch immer regelmäßig, dass ich viel zu langsam werde und trotzdem nicht richtig den Scheitelpunkt treffe. Ja, nochmal kurz, weil ich die Frage auch im Chat gelesen habe. Nein, es fahren nicht alle mit denselben Setups. Die durften, also es gibt, du darfst es nicht komplett auf easy stellen, aber wie schwer du es dir machst, jetzt mal so ganz pauschal. Mhm. Das hängt davon ab, wie schwer du es haben möchtest. Ja. Interessant zu sehen gerade, also während Lars nochmal hier es probiert, wobei er müsste eigentlich für mein Verständnis jetzt auch gleich in die Box damit reinfahren. Trant ist der Einzige, der noch nicht wieder reingefahren ist, hat 4 Runden schon auf den Softs drauf, also bei dem müsste es auch schwierig werden. Vitus hat sich aber auf Platz 1 momentan gesetzt. Ja, und er fährt wieder an der Boxengasse vorbei, der gute Lars Seifert. Er ist nicht in die Box abgebogen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob er sozusagen hier auch stehen bleiben kann, weil wie du sagst, der Tank einfach leer ist. Ne? Mal gucken, wie das Spiel damit umgeht. Ja, vielleicht gibt es einem noch mal ein bisschen Kulanz, aber ich kann mir vorstellen, dass es dann sagt, okay, Session Ende für dich jetzt, mein Freund. Sieht ja auch nicht so dein anderes aus. Kuro ist auf seiner nächsten gezeiteten Runde. Er hat, wie gesagt, von Vitus die Führung abgenommen bekommen. Vitus ist knapp 2,5 Zehntel dann vor ihm, also ist ordentlich dafür. Wenn Kuro jetzt noch mal ein paar Stellen gefunden hat, wo er ein paar Zehntel rausholen kann, dann könnte es durchaus schaffen. Ja, mich freut auch Ede, das muss ich einfach mal sagen, der ist auch eben nicht so weit weg von der Musik. Befindet sich gerade in der Box, aber der will es bestimmt gleich noch mal wissen. Da fährt er raus. Ja. Und oben ist ein bisschen Bäumchen wechseldicht, ne? Da sind wir im Bereich von 500. Ach, schau mal, wie schön da der Mercedes aus der Box gekommen ist, aufgepasst hat. Und es gibt Gelb in Sektor 3. Ja, ich glaube, er ist schon recht langsam. Jetzt auf seiner Outlap hier. Aber ja, Ede, man merkt es, also nicht nur den Schwung vom letzten Mal mitgenommen, weil so ein bisschen das Benzin im Blut ist übergeblieben. Der Einzige, der noch so ein bisschen ab vom Schuss ist, würde ich tatsächlich sagen, Krane. Der ist knapp 4,5 Sekunden weg von Vitus als Führendem. Und ansonsten befindet sich alles knapp so im 2 bis 2,5 Sekunden Bereich. Ja. Aber Krane ist natürlich trotzdem auch ein Kämpfer. Also der dann nicht einfach die Flinte ins Korn beziehungsweise irgendwie den Controller in die Ecke pfeffert, sondern der bleibt bis zum Ende dran. Und da, und das haben wir ja vorhin schon gesagt, heute zählt die Punkte, die Teamwertung, also die zusammengenommenen Punkte, die geholt werden, machen den Unterschied. Und so hat sich ja Etienne letztes Mal eben auch bei einer hervorragenden Leistung, das soll nicht verschwiegen werden, vor allem natürlich dank Krogis richtig fetter Punkte, als Erstplatzierter in der Solo-Wertung, in der Kombination dann auch den Teamsieg sicher. Genau, die Kombination, wie du schon gesagt hast. Selbst wenn Ede nicht gleich die gleichen Leistungen wie Krogi abgeliefert hat, der einfach super konsistent seine Runden da abgespult hat, ohne seinen Beitrag hätte sich Mercedes nicht nach vorne gesetzt. Ja. Er hat den Bottas gemacht. Vielleicht fahren wir jetzt mal eine Runde mit Ede mit. Der hat gerade seine Outlap beendet, ist in Sektor 1, fährt gerade hoch auf die Spitzkehre. Und jetzt wird es ganz spannend, wo er sich denn da einfindet. Wenn wir mal auf die TV-Cam gehen, dann sehen wir Ede da auch. Genau. Die mag ich einfach nicht, die Kurve. Er mag die Kurve nicht, wir hören es. Die mag ich auch nicht. Es ist schön, dass wir den Boxenfunk, den können wir ja auch in der richtigen Formel 1 hören. Und den kriegen wir jetzt hier direkt mit. Ja, exakt. Also, die Sektorenzeiten waren jetzt noch nicht so berauschend im ersten. Das muss man sagen. Also immer, wenn es oben rot leuchtet, bist du sozusagen schlechter. Wenn es grün leuchtet, besser. Pink unterlegt heißt eben, du hast die absolut beste Zeit gefahren. Wie das ist eine Runde Zeit gefahren, Bestzeit. Gefahren. Ja, das wurde gerade noch festgestellt. Das gucken wir, Ede nimmt die Curbs nicht so sehr mit hier. Das soll man natürlich dann auch sehen, was sich die Ideallinie so würde sein. Das kann alles Hundertstel bis Zehntel bedeuten, dass du nochmal einen Plus haben kannst.
So, Ede geht noch mal um die Kurve rum und hat eine. Oh, leider nicht verbessert. 1:11.318. Deutlich schlechter als in seiner besten gezeiteten Runde. Könnten wir eigentlich theoretisch immer sagen, ey, aber es ist interessant zu hören. Der hessische Bleifuß kommt hier. Der hessische Bleifuß. Steht das ja auch dran. Immer wenn. Es ist interessant zu hören, dass Vitus wirklich nur eine gezeitete Runde gemacht hat und seitdem in der Box verweilt. Das ist auch Selbstvertrauen. Ja, na, absolut. Aber warum auch höher springen, als man muss? Ne? Also das ist jetzt kein unbequemer Vorteil, diese fast 4/10, die er da eben einen Vorsprung hat. Das ist schon nicht richtig schlecht. Und Ede befindet sich direkt auf der zweiten schnellen Runde. Mhm. Das würde mich jetzt auch interessieren. Das ist ja schwer zu sagen. Es wird bestimmt alles irgendwie simuliert. Also das Abbauen der Reifen. Das ist jetzt nicht so einfach, dass du eine schnelle Runde nach der nächsten irgendwie abspulen kannst auf solchen Reifen in der echten Formel 1. Aber ob sich das hier auswirkt oder eben letztendlich die, wir haben 3 Sekunden Unterschied gehabt zwischen der eben und seiner besten, vielleicht egalisiert sich auch dieses Feintuning der Reifen. Ja, und es ist, ich würde auch fast sagen, es ist so, dass die fahren natürlich jetzt nicht so knallhart am Limit, wie es richtige Formel 1-Fahrer machen könnten. Gegebenenfalls werden die Reifen vielleicht ein bisschen weniger in Mitleidenschaft gezogen, dass sie nicht sofort merken, oh scheiße, mir fehlt die Wärme in den Reifen. Und oh, wow, wow, das war aber knapp. Das war für Ede wahrscheinlich wieder Flug. Da sehen wir auch, das sind die gelben Flaggen. Er zieht aber durch. Und er macht eine nächste gezeitete Runde. Wir können aber auch mal, okay. Gucken wir uns doch mal vielleicht eine Fahrt von Herrn Kraner an. Der kommt jetzt gleich rein und ist leider nicht so. Er verschlechtert sich. Er kommt von diesen 1, 12, 6, 9 nicht runter. Ja, aber seine Reifen haben jetzt auch schon 5 Runden drauf. Ja. Ich würde fast für mein Gefühl in die Box und mal die Leute haben noch ein paar Sätze rote Reifen, die sie nehmen können. Das sollte mindestens jetzt der Einzige, der bisher noch mit einer Runde noch gute Reifen hat, ist Vitus und der steht seit einiger Zeit in der Box. Ach schön. Gehen wir mal zu Kuro schnell. Der beklagt sich darüber, dass jemand vor ihm auf der Strecke sei, wenn ich das gerade richtig gehört habe. Ja, und das ist ein Ferrari, den er gerade quasi überholt hat. Und das sind eben diese schönen Sachen. Da kannst du natürlich als Vitus auch einfach mal ein bisschen gemein fahren. Vielleicht wird das nicht gleich geahndet. Und ja, machst du eine gemütliche Outlap. In der Hoffnung, die anderen Fahrer ein bisschen zu irritieren. Ja, anstelle von Vitus, aber das ist schon ordentlich. Selbstvertrauen, er ist ja 2,5 Zehntel jetzt nur vorne. Also nur, muss man sagen. Die sind, wenn die Strecke sich verbessert durch den Gummiabrieb, nicht so viel. Ja. Und jetzt sehen wir das bei Kuro gerade. Vor ihm ist Krane, der einfach jetzt überholt wird. Hey, die racen. Die racen. Ja, die racen schon im Qualifying. Ach Leute, jetzt habe ich wieder eine Kackrunde. Aber trotzdem, ey, man lässt halt einfach auch mal jemanden vorbei beim Training hier beim Qualifying. Okay, Kuro verbessert sich auch nicht. Also ich würde wirklich echt allen empfehlen, fahrt an die Box, tauscht die Reifen, Freunde. Selbst wenn ihr gut fahrt, das wird nichts mehr von den Zeiten hier. Man muss auch Stand jetzt sagen, es knabbert auch so niemand so richtig an der Bestzeit von Vitus. Wir fahren gerade mit Krogi mit, der ist auf dem dritten Platz. Und nein, das reicht bei mit Abstand Stand jetzt nicht. Genau, Krogi fährt jetzt in die Gasse. Jetzt gucken wir mal, ob er auch die Reifen wechselt oder nicht. Genau, gucken wir uns das mal an. Ich weiß noch nicht, ob die Reifen jetzt limitiert sind. So. Ja, oder ob du die richtige Taste noch drücken musst, ne? Sonst stehen die da, du wirst hier aufgebockt. Du bist erstmal kurz reingeschoben. Wir haben noch ein paar Minuten, glaube ich, hier. Wir können gleich auch nochmal schauen, wie viel das ist. Das geht jetzt bei. Das sind natürlich jetzt lange Sekunden, die er hier sozusagen in der Cutscene abwarten muss. Ja. Ja. Und ich glaube, wir von ihm, jetzt müsste er eigentlich die Menüarbeit. Ich brauche mal gucken, ob er die Reifen wechseln kann oder ob es gemacht wird. Da werden auf jeden Fall die Heizdecken draufgepackt, die Kühlkanonen, damit das Auto auch nicht überheizt. Das ist auch nochmal wichtig, weil das kann auch sehr schnell die Bauteile kaputt machen. So, Tranterich gerade. Macht nicht viel. Macht nicht viel. Er ist auf Platz 4. Wird sich aber hier leider nicht verbessern können. Im Gegenteil. Das hat er sich wahrscheinlich auch ein bisschen anders vorgestellt. Da ist keine Verbesserung, aber er zieht durch. Vielleicht fahren wir die Runde mal mit ihm mit, denn Klapp 4, das wird ihm nicht reichen. So ein Start im Mittelfeld ist nicht attraktiv. Erster Sektor,
was soll man sagen? Er fährt gegen seine Beste gerade an. Aber da ist ein Ferrari bei ihm in der Nähe. Ja, vielleicht ist das auch schon dahin mit der schnellen Runde. Ja, du meinst, die Ferrari sind einfach nur so als Störwagen mit auf der Strecke. Also es war so ein Ding, das muss man natürlich dann nicht immer als Klischee da nehmen, aber es hat schon eine gewisse Prellbock-Tendenz gehabt. Ja, das, bei der letzten Session. Das stimmt. Ja, und beim Qualifying ist das natürlich hochgradig ärgerlich. Ne? Das muss man einfach mal sagen. Also erster Sektor. Noch 2,5 Minuten. Ich fahre in die Box, glaube ich. Das ist die Arroganz, die ich hören möchte, dass man einfach sagt, 2,5 Minuten, ich fahre in die Box. Jo, Videos, was geht? Colin, du bist tatsächlich, du hast ja bisher auch nur mit Controller gefahren, du hast dich mal ans Lenkrad gesetzt. Oh ja. Wie war das Gefühl? Ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und ich will jetzt nicht sagen, dass es leichter war oder irgendwas. Dran fährt an die Box, das hat keinen Sinn mehr. Es ist ganz, ganz anders. Es ist wirklich, ich hatte fast das Gefühl, aber das liegt, glaube ich, auch daran, wenn du dich daran gewöhnt hast, an den Controller, dass es deutlich schwerer war mit dem Lenkrad. Aber es ist natürlich toller mit Force-Feedback und vor allem das Bremsen. Also die Pedale hier, vielen Dank nochmal an. Gehen wir mal kurz auf die TV-Cam, weil Vitus fährt weiter. Ah ja, sehr gut. Erzählen. Vielleicht kann er sich verbessern sogar noch. Ja. Logitech hat uns, vielen Dank nochmal an euch, hat uns hier nochmal die Pedale und die Lenkräder zur Verfügung gestellt. Und das Bremsen, ey, das ist schon richtig körperlich harte Arbeit. Das ist körperlich harte Arbeit, vor allem wenn das Force-Feedback dann noch mitarbeitet. Aber Vitus geht nach der, okay, er macht die gezeigte Runde nicht zu Ende, hat gesehen, er ist aber auch schon, enorm weit weg. Ja. Beide fahren sogar gleichzeitig an die Box, beide Red Bulls jetzt hier. Also irgendwas ist es, wir müssen mit den Jungs nachher nochmal reden, wie das mit den Reifen ist oder nicht. Ja, genau. Seid ihr bereit? So, jetzt wird's aber auch schon richtig eng. Also jetzt langsam, denn das ist eben das Regelwerk. Solange du vor Ablauf der Uhr noch über Start und Ziel kommst und sozusagen eine neue Runde startest, kannst du diese noch als gezeitete Runde fahren. Ja. Wenn du aus der Box kommst und sozusagen erstmal die Outlap machen musst, dann reichen jetzt 40 Sekunden Restzeit halt eben mal nicht aus, um noch eine schnelle Runde zu fahren. Da kannst du jetzt eben auch in der Box bleiben, wenn du denn da bist. Absolut. Ich kann mal checken, es kann natürlich auch sein, dass wir hier nicht die Reifen plus die Runden auf den Reifen sehen, sondern die allgemeinen Runden, die sie gemacht haben. Aber da gibt es ja einige Sachen, die man sich hier angucken kann. Genau, das wissen wir nicht. Krogi versucht sich nochmal an einer Verbesserung jetzt auf der letzten Rille und das wird aber leider, leider auch nicht reichen für ihn. Ja, er war schon ein paar Zehntel bei dem ersten Sektor hinten dran. Also wenn er sich noch gut geschlagen hätte, hätte das für eine Verbesserung gesorgt, aber tatsächlich, das, was Vitus und Krogi und Kuro dann gesetzt haben am Anfang, das steht schon. Und Trans ist das schon mit einem Abstand in der Sekunde hinterher, hinter dem Mittelfeld. Leider weder Krane noch Lars konnten sich groß verbessern. Ich lese es auch gerade, die Bestätigung, das sind die allgemeinen Runden. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Das konnten wir in der Form halt auch im Vorfeld nicht checken. Aber das ist natürlich krass. Vitus zwei Runden draußen. Krogi will es auch noch mal wissen. Also jetzt wirklich letzte Möglichkeit für Krogi, sich zu verbessern. Vielleicht schalten wir noch mal einmal bei Krogi in die Fahrzeugperspektive. Dann haben wir so ein bisschen besseren Überblick über die Sektoren, ob sich da vielleicht was tut. Er ist einer Verbesserung gerade unterwegs gewesen. Ne? Das muss man mal sagen. Da hat es kurz grün geleuchtet oben. Etienne ist ausgeschieden aus der Session. Okay. Oh, was ist denn da schon wieder passiert? Aber eigentlich ist er ja schon... Au, ja. Da müssen die Mechaniker über Nacht arbeiten, auf jeden Fall. Das ist natürlich ärgerlich, wenn du auf Platz 5 liegend dann offensichtlich das Auto nochmal kaputt haust. Huiuiui, ja. Ich hatte gesagt, die Session ist beendet. Die Session ist beendet, das heißt, wir haben jetzt das offizielle... Dass wir aus der Regie das Go kriegen. Wir haben jetzt das offizielle Plasmon auf Platz 1. Auf der Pole wird gleich starten Vitus. Auf Platz 2 Kuro. Nein, ich werde nicht danach auf der Pole starten, leider. Was haben wir da gehört? Ich habe eine Gridstrafe, weil Lars und ich, wir hatten da so ein bisschen Techtelmechtel auf der Strecke. Und, okay. Ja, bin ich aus Versehen hinten in ihn reingefahren, deswegen. Nee, du bist auf Q5, alles richtig. Plus 5. Das heißt, Gridstrafen auch sehr groß in der aktuellen Saison der Formel 1. Dann können wir tatsächlich Kuro zu seiner ersten Pole der Saison gratulieren. Ja, also ich weiß nicht, ob wir jetzt irgendwas einstellen müssen. Keine Ahnung. Ja. Müssen wir im Rennen auch Chat hier? Weil da steht halt Ende, ist das nochmal? Okay. Also ich denke mal, es wird gleich automatisch zur Session weitergehen. Wir wissen es, ich erinnere mich, ich sag nicht mehr ganz genau. Ja, ich denke auch schon. Das steht ja in 10 Sekunden. Ja. Ja, wir haben die beiden Ferrari leider hinten mit Lars und Krane. Durch Vitus Strafe kommt er auf P5. Dann nochmal dadurch aber direkt vor Berti, sodass die Teams aneinander sind. Nur Mercedes und Alpine sind gut durchgemischt. Ja, und jetzt geht es dann auch gleich los. Ich möchte mal wissen, was jetzt eigentlich mit dem Ede war. Dieser Totalschaden, was das jetzt bedeutet, weil...
ob da die offensichtlich die gezeitete Runde, die er gesetzt hat, dann doch noch gilt. Oder ob er jetzt auch eine Versetzung bekommt. In 20 Sekunden geht es los. Ich würde auch sagen, von der TV-Kamera den Start. Das würde ich auch sagen, den schauen wir uns von der TV-Kamera an. Viel Spaß, ne? Wir drücken euch die Daumen, falls ihr uns hört. Gut Kick, Leute. GG hat schon. Okay. Bin mal gespannt sein, ob Red Bull den Vorteil. So, gleich hier die Ampel auf Rot. Wenn alle Lichter ausgehen, startet er der große Preis von Spielberg und. Los geht's. Da geht es dann auch schon los. Okay, guter Start von Mercedes. Ja, sehr guter Start von Mercedes und die Pole. Oh! Krogi gleich. Das wird eine Strafe nach Martin. Da darf man sicher gehen. Was ist bei Krogi? Ja, guck mal, was bei Krogi, genau. Was bei ihm da angezeigt wird im Zweifelsfall. Krogi ist tatsächlich verbremst. Krogi ist tatsächlich dadurch ganz nach hinten gekommen. Ist zwar jetzt gerade am Weiterfahren, aber... Ja, du hast das ganze Rennen kaputt gemacht, Krogi. Oh, was ist denn da für herrliche Szenen, die sich da abspielen? Du Arsch. Checken wir mal hier kurz weiter. Ja, alleine dieser Stoß, also erinnert sehr stark an das letzte Rennen, was wir gerade in echt gesehen haben. Da hat ja Carlos Sainz rausgehauen. Hier hat Krogi tatsächlich, ist also schneller durch die, in die erste Kurve gekommen, dann aber beim Einlenken direkt nebenrein. Ja, und das wird sicherlich nicht straflos an ihm vorbeigehen, unabhängig davon, dass er so viele Plätze gerade verloren hat. Weil so kannst, das kannst du natürlich nicht bringen, ne? Das geht halt überhaupt nicht. Aber vielleicht ist es auch schon der erste Frust. Ja. Da sehen wir auch Trant, leider ein Leitträger, der sich trotzdem jetzt an Krogi nochmal vorbeigezogen hat. Der ist in dem zweiten Crash gewesen und der Leidtragende, dass er ganz nach hinten gekommen ist. Die beiden müssen jetzt das Rennen von hinten aufzäumen. Ja, schalten wir doch gleich mal direkt in die Krogi-Perspektive. Oh, da ist Gelb in Sektor 3. Da war ein Red Bull gerade. Auffällig langsam, sag ich mal so. Und jetzt aber das ist jetzt ja spannend. Gucken jetzt auf einmal Vitus auf Platz 8. Oh ja. Die machst du sehr gut. Ja, Vitus ist ja als letzter gestartet. Den haben wir vielleicht vorhin einfach nicht angezeigt bekommen. Naja, er ist nur P5 gestartet, eigentlich nicht als letzter. Also ist er von Platz 5 gestartet mit der 5. Das stimmt. Also irgendwo ist er jetzt gerade noch mal ganz nach hinten gegangen. Aber noch mal kurz zurück zu Vitus. Berti, Digga, ja, da ist er. Kannst du uns noch mal bei den Einstellungen, dass wir den aktuellen Fahrer, den wir gerade sehen, auch angezeigt bekommen? Ja, der wird eigentlich angezeigt, aber checken wir mal kurz hier. Genau, ich glaube, das wird natürlich hier noch mal wieder ausgestaltet. Was ist denn Detail? Mach doch mal bitte. Ja, den nehmen wir doch alle mit, ne? Positionsänderung. Ja, die nehmen wir mit, genau. Ja. Ansonsten haben wir wie viele Stops, das ist egal. Nein. Streifen und Strafen sind noch keine verteilt worden, interessanterweise. Hey. Hätte ich mir gedacht, vielleicht crasht es jetzt hier. Aber die Strafen angezeigt zu bekommen, genau, das ist, ich glaube, Position ist eine ganz schöne Geschichte. Ja. Das finde ich auch. Wir checken mal die Gesamtzeit, das ist also der Abstand zum Führenden. Kuro hat gleich 7 Sekunden rausgefahren. Tatsächlich, ups, falsche Taste, brauchen wir natürlich nicht. Kuro 7 Sekunden rausgefahren zu Berti, der sich, fährt in die Box rein. Vitus fährt in die Box schon in Runde 2, hat er denn? Krane hat Totalschaden. Oh. Ach, Krane, heiliger Birnbaum. Ich schnapp mir den. Das ist natürlich smart gewesen. Wer war das? Was ist da passiert? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ey, ich glaube, ich war es gerade. Es tut mir leid. Da hat der Tranterich offenkundig. Woher weiß ich, was das Delta-Tempo ist? Hab's auch nicht. Den Kran. Jede Frage. Ich war doch super weit vorne. Ja, aber schaust du. Oh, um da durch die. Oh, gerade eine Strafe für Kuro hier mitbekommen. Ja. Kuro hat eine Durchfahrtsstrafe aufgebrochen bekommen, weil er Gas gegeben hat unterm Safety Car, weil Kran ist ausgeschieden und das Safety Car ist rausgekommen. Hat er nicht darauf geachtet. Einfach einholen, Leute. Einfach ach, was schön. Ich habe jetzt eine Durchfahrtsstrafe. Ja, genau. Ist das. Warte mal. Leute. Wir müssen halt überholen den Abstand oder nicht? Halten. Nee, darfst du nicht. Nein, es ist das Safety Car. Soll ich jetzt fucking in die Box oder was? Ihr dürft jetzt natürlich Reifen wechseln, wie ihr mögt. Genau. Aber Safety Car heißt, hinterm Safety Car einfahren, überholen ist verboten. Weil ich nicht weiß, was das Delta-Tempo ist. Es ist eigentlich ganz sinnvoll, während des Safety Cars dann Reifenwechsel zu gehen, weil man da weniger Zeit verliert als normal auf der Strecke, da alle relativ langsam sein müssen. Allerdings, wir sind erst in Runde 4 von 18. Ja. Wie sinnig jetzt eine Boxeneinfahrt ist, kann ich nicht sagen.
Ja, jetzt verstehe ich natürlich auch, was die Frage von Eder hatte nach dem Delta-Tempo. Mhm. Also das Tempo, das er jetzt sozusagen fahren muss, respektive darf. Genau. Wenn es gibt zwei Unterschiede. Es gibt ein richtiges Safety Car, wo wirklich physisch ein Auto rausfährt, oder das Virtual Safety Car. Dann wird den Autos angezeigt, hey, du musst in diesem Abstand bleiben, das Delta. Also entsprechend die Sekunden, die du einhalten musst. Also langsamer und schneller fahren, je nachdem. Und ja, einfach drauf halten, was auf dem Lenkrad steht. Ja. Wir haben eine herrliche Situation, dass Berti tatsächlich gerade Führender hinter dem Safety Car ist. Und da wird auch nichts mehr bereinigt, wenn ich das gerade richtig im Hinterkopf habe. Oh, da kommen die nächsten Strafen schon. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Hören wir ja, einfach mal rein und genießen. Nein, ich war nur ganz kurz davor. Das geht doch nicht. Was hat der denn getan? Schau, schau, diese Kolonne. Das ist ja fantastisch. Das ist unser Bro. Ich hab's auch kein Auge. Alles durcheinander gewirbelt. Gehen wir auch mal kurz auf die TV-Kamera. Da sehen wir, wie alle am Schnürchen dann aufgereizt sind in ihrem Safety Car. Ich denke, je nachdem, wie lange es dauert, bis Kranes Auto von der Straße geräumt wird, könnte sein, dass das Safety Car schon nächste Runde reinkommt. Dann entscheidet der Führende ab einer bestimmten Stelle, wann er Gas gibt. Erst dann ist das Rennen freigegeben. Genau. Wie du sagst, wer weiß, wie lange das jetzt dauert. Ich meine, es ist Runde 4. Wenn das jetzt in Runde 17 passiert wäre, es kann auch schon mal sein, dass so ein Rennen unterm Safety Car zu Ende gefahren wird. Absolut, wir hatten das dieses Jahr auch schon mal. Genau. Also das war jetzt komplett unnötig. Da regt sich der Kuro richtig auf. Das freut mich ehrlich gesagt ein bisschen. Ja, man könnte meinen, noch eine Runde bei Red Bull, so wie der sich aufregt. Ja. Und auch hier gibt es natürlich Regeln zu beachten. Also überholen ist verboten. Du darfst aber auch die Lücke zum Beispiel nicht zu groß werden lassen. Wenn du mehr als, zehn Autolängen Abstand lässt zwischen dir und dem Vorfahrenden quasi, dann gibt es dafür auch wieder eine Strafe. Ich glaube, Pierre Gasly hatte es im letzten Rennen erwischt. Genau, und ich glaube, jemand anderes sogar im Rennen davor, oder jetzt aktuell nochmal. Und ja, das konnte durchaus auch mal entscheidend sein. Weil man muss natürlich darauf achten, was ist. Oh, das haben wir auch schon gesehen. Wir erinnern uns an ein etwas. Alter, hinten reinfahren unterm Safety Car. Ich halte auch gut Abstand. Unglaublich. Wir haben echt, haben bei den Besten gelernt. Das ist halt einfach ein Witz. Wenn du während des Safety Cars unabhängig natürlich von Platzwechsel und alles in die anderen reinfährst, wir haben ja ein kleineres Schadensmodell drin. Es hat ausgereicht, dass Krane weggezimmert wurde. Aber dein Frontflügel kann sehr schnell kaputt gehen. No. Und das benötigt wieder eine Box. Exakt, guck dir mal die Alpine, die können es auch kaum abwarten, wie die aneinander kleben. Letzte Runde Safety Car. Okay, dann gehen wir doch mal auf Berti, den Führenden, dann gucken wir mal, wie er das Rennen freigibt. Es wäre interessant zu sehen, ob er tatsächlich jetzt diesen Vorteil halten kann oder ob die Mercedes vorbeizieht. Ja, jetzt sollten wir das in der TV-Cam gleich aber anschauen. Wenn es weg ist, dann sehen wir so ein bisschen, was da abgeht. Genau. Ich muss doch auf den vor mir acht, was soll ich denn machen? Ich hab Puss getrödelt. Das gibt's doch gar nicht. Hä? Kann sein, dass ich keinen Sprit mehr hab? Nee, du hast Sprit. So, jetzt. Ich kann gerade irgendwie nicht mehr so Gas geben. Achso, Mann, die Geschwindigkeit halten aus. Jetzt schauen wir uns das doch mal an. Vielleicht schaltet ihr jetzt nochmal die TV-Perspektive Berti entscheidet. Das ist natürlich nicht. Und jetzt wieder durch. Da kommt 5 Sekunden Strafe für ihn. Schwere Kollision mit Berti. Ist es krass. So, wenn er. So, Alter, so Alter. Wir gehen einmal kurz zurück zu Ede. Auf geht's. Und sehen da, okay. Da wird hart gefightet da hinten. Kogi wird schon überholt. Da kann sich mal am Arsch lecken, kann mich das Safety Car. Ja, ich glaube, er hat die 5-Sekunden-Strafe noch nicht registriert. Ja, die wird bei der nächsten Boxen-Einfahrt in Wiederport abgewartet und am Ende draufgerechnet. Nicht. Ja, du kannst weiterfahren. Nee, du kannst auch weiterfahren. Okay. Ja, das ist dieser. Also, es gibt natürlich viele Regelfeinheiten, gerade jetzt, wie die so eingestellt sind. Das wissen wir alle nicht so genau. Man bekommt auch nicht so genau mit, wer jetzt was hat. Ede und Kuro haben halt beide noch Strafen. 5 Sekunden bei Ede, Kuro eine Durchfahrtsstrafe. Ne? Wir können das sonst wird die hinten drauf addiert. Genau, wir können das nochmal checken bei den Strafen. Genau, Durchfahrtsstrafe, das bedeutet, Kuro muss einmal durch die Boxenkasse durch, inklusive dem zwangsweise auf 80 km/h runter beschleunigen. Bei Ede werden diese 5 Sekunden, wie gesagt, entweder bei dem nächsten Boxenstopp oder am Ende draufgerechnet. Ja, vielleicht lassen wir die Strafen sogar aktiviert. Was meinst du? Du meinst hier, damit wir sehen, wie viel Strafen. Genau, dass man einfach so weiß, was passiert, weil das ändert dann ja viel, gerade auch bei der. Ja, aber du das können wir natürlich machen. Unter Berti, wie wir alle.
Weil ich weiß nicht, ob zum jetzigen Zeitpunkt die Reifenwahl noch so entscheidend ist bei den fahrerischen Leistungen, die wir haben. Ja, wir werden sehen. Also manche sind ja schon an die Box gefahren unterm Safety Car und sich da was erhofft haben. Die könnten in der Theorie durchfahren, wenn die Reifen... Und da, Alter! Oh, das gibt doch die nächste Strafe. Und schaust dir an, Etienne führt. Das wird nur zusammengestraft. Eddie hat sich die Pole Position geholt. Weil ich das mit Kuro verursacht habe, was? Ey, das ist ein blauer Panzer. Tschüss, Jungs. Ich also. Bin vorne. Ja, so, Eddie. Wir gehen zum Führenden. Etienne zieht seine Runden. Eddie ist geil. Das wird doch Strafen geben. Eddie, mach ruhig. Holst du dir wieder die Position. Einfach chillig fahren. Unglaublich. Der arme Berti, also derjenige, der hier am wenigsten dafür konnte. Ede hat von hinten Kuro angeballert. Ne? Und Kuro ist in Berti rein. Ja, es ist gesehen. Es wird Billard gespielt da auf der Strecke. Unglaublich. Aber also wenn Ede, und da fährt Kuro dann an die Boxengasse. Aber Durchfahrtsstrafe ist nicht Boxenstopp. Genau. Ja. Das heißt, da muss er jetzt einfach langsam durchfahren, verliert entsprechend Zeit hier mit dieser Durchfahrt. Und man sieht, wie langsam es ist. Du hast wirklich dieses Limit auf 80 km/h. Das hört sich vielleicht in der Innenstadt nach viel an. In der Boxengasse von der Formel-1-Strecke ist es nichts. Ja, absolut. Das und ist übel, aber es reicht. Mal sehen, wo er rauskommt. Höchstwahrscheinlich wird er nicht allzu gut wieder auf die Strecke zurück. Ja, wir haben dadurch, dass wir natürlich mit Berti, Krogi und Lars Leute haben, die viel Zeit verloren haben. Ja. Es ging noch für ihn aus, aber er ist weit weg von Ede. Ja. Ede ist jetzt 3 Sekunden vor Vitus. Die 5 Sekunden würden bedeuten, dass er immer noch aber auf Platz 2 im Moment runter geht. Aber das kann doch nicht, also es ist ja im Echten auch so, da kommen diese Strafen, werden gerne mal später ausgesprochen. Da müssen die Rennkommissare sich noch unterhalten, wer war schuld, wie ahnen wir das Ganze. Deswegen wundert es mich ein bisschen, dass Ede nicht schon die nächste Strafe aufgebrummen bekommen hat. Ja, wir haben ja was gehört, Berti hat sich ja stark aufgeregt. Das wird uns hier natürlich nichts angezeigt Neues. Er hat anscheinend keine Strafe bekommen. Ede ist der Einzige, wo sie nochmal drauf geht. Naja, Berti war halt der Leidtragende. Du kriegst natürlich keine Belohnung, wenn du Opfer eines Schadens bist, so wie Berti jetzt gerade. Der wurde ja komplett rausgedreht als Führender. Es kann natürlich nur darüber laufen, dass die anderen, die die Fehler machen, die Strafen bekommen. Und du hoffentlich dann damit einigermaßen ja, vielleicht den Nachteil wiederherstellst. Kannst, aber das sehe ich halt momentan nicht. Ich glaube, Vitus setzt jetzt zu dem Angriff an, weil wir sehen, der Abstand zu Ede wird immer geringer. Wir sind bei 1,7 Sekunden im Moment und der hat ganz gute Deltas. Also man fährt auch mit die schnellsten Runden für sich jetzt bisher. Ede hat natürlich keinerlei Referenz, wenn er als Erster fährt, an dem er dranbleibt. Das kennt man ja auch vom Fahrradfahren, ne? Wenn du dann Leute hast, die nochmal den Pacegeber machen. Hier muss Ede sich selbst auf sein Gefühl verlassen. Das wird schwieriger. Merkt nicht, wenn Leute von hinten dann volle Pulle anrauschen. Ja, und das Schöne daran ist, wenn es so bliebe, also der Vitus, der müsste sich jetzt gar nicht den Stress mit Überholen machen, weil diese 5-Sekunden-Strafe, die Ede aufgebrummt bekommt, die reicht dann natürlich nicht, um als Erster durchs Ziel zu fahren, aber eben als Erster gewährt zu werden. Aber ich glaube, das will der Vitus nicht. Vitus sagt hier 9 von 18, da kann doch so viel passieren. Jetzt eine freie Fahrt, jetzt auf Pole gehen. Und da ist er dran. Und Ede hat die Kurve nicht richtig gekriegt. Vitus hat gleich das Überholmanöver mitgenommen. Und er ist schon fast 2 Sekunden vorbei an Ede. Wir gehen mal zu Ede kurz zurück. Ja, aber auch Trant konnte gerade kein Nutznießer davon sein. Er hat auch einen Fehler gemacht. Ich hätte jetzt gedacht, dass der Trant da noch ein bisschen nachballern kann. Wir werden gleich sehen. Eventuell kommt Trant Zeit noch. Ja. Wir sehen, Ede versucht jetzt wieder auf Linie zu bleiben. Aber das ist so der Druck des Führenden auch. Ne? Das kann dir vielleicht so der kleine Floh im Ohr jetzt keinen Fehler machen. Jetzt habe ich ausgerechnet einen Fehler gemacht. Jetzt gucken wir mal eben hier oben. Ist nämlich diese anspruchsvolle Spitzkehre, wo man viel wegwerfen kann. Ja, aber beide kommen zumindest sauber durch. Das ist ja schon mal die halbe Miete an dieser Stelle. Ja, wir sind übrigens auch, apropos halbe Miete, etwas über Halbzeit im Rennen mit 10 von 18 Runden. Exakt. Und vielleicht schalten wir doch mal zu Kuro. Der ist nämlich hinter Tranterich. Und der sieht den Tranterich. Da haben wir Kuro. Moment, da. Ja, so, sehen wir er sieht hier. Ihn. Wir haben, also nochmal zu den Abständen, die wir da links sehen. Das ist jeweils die Sekunden, in Sekunden gerechnet, der Abstand auf den Führenden. Exakt, ja genau. Wir können natürlich auch die Abstände untereinander anzeigen, aber so hat man ein ganz gutes Gefühl darüber. Ja, ich meine, die spielen in einem Team. Das wäre jetzt natürlich Quatsch bei so einem Fahrfehler. Er lässt ihn ziehen, denn die gemeinsamen Punkte, die zählen. Ich glaube, aber Trant hat es trotzdem ein bisschen aus der Fasson gebracht. Trant hat es ein bisschen, auf jeden Fall. Also
Ja, hier in diesem Spiel ist es wahrscheinlich nicht so eine große Relevanz, aber der Windschatten ist natürlich auch noch mal etwas, ne, was die Autos sich gegenseitig geben könnten. Ich habe eine 5-Sekunden-Straße, so eine Scheiße! Jetzt hat er es gemerkt. Jetzt hat er es gecheckt. Ich meine, wenn jemand eine jemals verdient hat in einem Rennen, möchte ich behaupten, dass er das war. Oh, okay, er hat gesagt, er fährt in die Box, oder? Du kannst mir gar nichts sagen, Alter. Ich sag dir gar nichts. Okay, er wollte nicht an die Box fahren, dadurch, dass er wollte den Schumacher machen und die Durchfahrt oder die 5-Sekunden-Strafe in der letzten Runde in der Box machen. Vielleicht gehen wir mal in-game bei Krogi gerade, denn da ist ein Überholmanöver. Oh ja, die beiden fighten jetzt hart, nicht zu hart natürlich. Eine gute Gelegenheit hier, wenn du mit ordentlich Schwung hochkommst. Ja. Und das hat dazu geführt. Ich auch nicht. Oh, lass zurück! Nein, voll verbremst, das war dann doch zu viel des Guten. Mein Auto ist schwach. Eddie, mein Auto ist schwach. Ja, was wir bei Krogi sagen könnten, durch seine Konsistenz beim letzten Mal hatte bewiesen, wenn er jetzt einfach die Nase sauber hält und einfach durchfährt, seinen Stiefel runterfährt, wir sehen, was Fehler gemacht werden vorne. Das kann ihn direkt wieder nach vorne spülen und Strafen konnten auch noch dazu. Ja, absolut. Nochmal kurz zu Trantreich. Ich habe gerade gelesen, ihm scheint der Frontflügel zu fehlen. Ui! Warte mal, gucken wir mal, ob da die Kamera umschaltet. Ja, tatsächlich, Trant hat seinen Frontflügel abgefahren. Ja, aber dann sollte man dann vielleicht doch mal in die Box kommen, weil, gut, ich meine, er setzt jetzt drauf, dass die anderen so schlecht fahren, dass er vielleicht sogar ohne Frontflügel einigermaßen safe nach Hause kommt. Also, vielen, vielen Dank für den Hinweis. Nee, ist, Tatsache. Das ist natürlich krass. Dann hat er den verloren? Und er war auch gerade erst an Startziel rüber. Das heißt, er hätte durchaus in die Box rein können. Vielleicht hat er das auch selber. Hat er gesagt, hey, ich brauch den nicht. Zack. Aber schau dir, ach, was macht jetzt Rambi sich dagegen? Was ist das denn, Trant? Trant räumt den eigenen Teamkollegen ab. Das wegkriegt, das nervt mich. Grüne Flagge heißt einfach ganz normal weiter. Mann. Jetzt geht's bei Kuro aber wirklich nicht mehr richtig gut. Oh Mann. Gott. Also schaust, er versucht sich elegant rauszudrehen, aber er macht lieber ein Rasenballett, anstatt schnell auf die Strecke zurückzukommen. Geh noch mal auf die TV-Kette, da sehen wir es auch, wie er gerade den Rasen neu pflügt. Aber das hat ihn wirklich aus der Fasson auch nochmal gebracht. Also ich weiß es nicht, ob das die gute Entscheidung von. Und noch weiter, natürlich. Da ist mehr jetzt los. Der muss unbedingt an die Box. Der muss an die Box. Da gibt's ein Issue. Ich gehe davon aus, dass dieses rot unterlegte Werkzeugsymbol bei ihm auch so viel heißt wie komm bitte schneller an die Box. Ja. Hat er gerade ein Damage gehabt. Oh Mann. Mal gucken, hält er wenigstens nochmal die nächste Runde, weil das könnte jetzt wie auf Eis fahren sein. Ja. Weil das ist natürlich ganz Stress bei einem Crash. Ganz bitte. Ei. Ich kann nicht mehr fahren. Oh. Da geht ja gar nichts mehr. Ja, ab an die Box, ab an die Box. Jetzt in die Box rennen. Nee, nicht zum dritten Mal in die Box. Also er will jetzt wirklich dicht in die Kuro will jetzt wirklich durch. Er fährt durch. Also er hat keine Kurve, quasi. Wir sind doch erst in Runde 13, Kuro. Das ist wirklich eine Das ist super gewagt. Ja, du musst die Reifen einmal wechseln. Wenn du noch nicht warst, musst du rein. Wird man sonst was wir gesagt haben, ein fossiler Reifenwechsel ist drin auf eine andere Mischung. Ja. Wir sehen ja auch schon einige, die mit gelben Reifen jetzt hier unterwegs sind. Siehst du, Etienne, ich wollte dir nur helfen. Stark! Ja, also so wirst du natürlich nur durchgereicht. Und das, was er jetzt auf der Strecke verliert, also das bin ich mal gespannt, was da die Strategie ist. Ja, dafür, dass Kuro eigentlich so gut drauf war, sein Auto lässt ihm jetzt einen Stich. Konstant einfach easy weiterfahren. Das bedeutet aber für Lars, dass er sich tatsächlich mal am Platz nach vorne gearbeitet hat als Sechster. Ja. Aber wie kann ernsthaft Kuro denn nach drei Ausritten mit einem defekten Auto sagen, wir wechseln einmal. Krogi hat es tatsächlich auf die 3 geschafft mittlerweile. Ja, also er hat sich durchgearbeitet und an Etienne vorbei. Genau, bleiben wir vielleicht mal eine Runde bei Krogi. Ja. Gehen vielleicht mal bei ihm on Kamera. Denn eben Krogi ist relativ nah dran an Berti. Er sieht ihn schon da vorne. Und Krogi ist natürlich auch aus dem letzten Rennen dafür bekannt gewesen, konzentriert bleiben zu können und dann seine Chance zu nutzen. Wenn sie wirklich safe ist. Ja, wie Vitus da 28 Sekunden Führung rausgefahren hat, also auch wirklich großer Respekt davor. Aber Krogis einfach Hartnäckigkeit und ich glaube, also ich will Bertis Leistung auch nicht zu sehr schmälern, aber der ist fällig nächste Runde. Das ist aber eigentlich auch, wir überlegen nochmal oder wir erinnern uns, Berti lag in Führung und ist dann unfair rausgekickelt worden. Mhm. Das ist schon toll, dass man ihn jetzt wieder auf Platz 2 sieht.
Das freut mein Gerechtigkeitsherz dann doch. Ist ja doch komplett anders. Oh, da haben wir wieder. Da gab es die Glaube. Da. Oh ja, da hat's. Oh, das ist Kuro, der steht jetzt. Ja. Was ist denn da passiert? Ja, weil ich irgendwie zum vierten Mal rausgeschossen werde. Okay, haben wir. Shit. Die anderen sind wieder. Aber ist gut, wobei ist gut. Wieder Eieieiei. Also, Kuro könnte jetzt einfach frustriert aussteigen. Guck mal, die gelben Flaggen werden. Muss das sein? Oh, Durchfahrtsstrafe. Wir haben das Safety Car wieder bekommen, weil Kuro da jetzt steht. Hey, ja, kommt Kuro jetzt nicht mehr weg? Also, fair. Gucken wir mal bei. Ey, aber. Das Safety Car, okay, Kuro wurde disqualifiziert, weil er geparkt hat, weil er da gestanden ist. Aber das Safety Car jetzt bedeutet, dass dieser 30 Sekunden Abstand weg ist von Vitus. Das bedeutet, wir haben jetzt gleich wieder eine spannende Info. Ja, auf jeden Fall. Also, ist denn, aber die Info, dass das Safety Car raus ist, die haben wir noch nicht. Ja, das hieß, ich meine, es wird schon kommen. Das kann natürlich sein, dass es nur. Okay, ich meinte, das hatten wir gerade gesehen, aber du hast recht, das steht nicht mehr da, ne? Vielleicht ist das eine verspätete Strafe, die ausgesprochen wurde. Aber wenn ein Auto auf der Strecke fährt, steht. Und er steht wirklich sehr gefährlich. Ja, genau. Da muss der Kran hin und alles in der Theorie, also. Da steht ja schon der Kran, der wartet. Ja, guck dir da mal an, da. Das ist Safety Car. Da ist das Safety Car. Ey, wartet. Und also Vitus. Vitus, 30 Sekunden sind weg. Sie sind weggeschmolzen jetzt hier. Eventuell, da wir in der 16. von 18 Runden sind, das, was du vorhin gesagt hast, könnte es unter dem Safety Car beendet werden. Dann könnte Vitus nochmal Glück gehabt haben. Aber eventuell hauen Berti und Krogi dem dann nochmal rein. Ja, das kann man so sagen. Ja, gucken wir mal. Okay, Lars, nimm trotzdem mal ein paar Ausflüge. Wenn ich kann, überhole ich den Eddie. Und er hat auch noch die Durchfahrtsstrafe eben für den, die Kollision mit Kuro. Also Lars braucht sich auch nicht mehr allzu viel Mühe geben, muss man sagen. Ey, guck dir das mal an. Da wird schon wieder gerammt unterm Safety Car. Und es ist Krogi, der wieder dem armen Berti reinballert von hinten. Bei Safety Car in dieser Runde heißt es, kommt in dieser Runde rein. Safety Car kommt rein. Ich hab das noch gar nicht gesehen. Es wäre ja auch oll, wenn das jetzt. Also, jetzt werden wir es gleich mal beobachten können. Denn Berti. Ja, ja. Wir sind gerade mit Krogi unterwegs, oder? Genau. Krogi, wir können aber auch. Wir bleiben mal. Ist eigentlich egal, weil ich glaube, Berti wird es nicht drauf ankommen lassen. Er ist 13 Sekunden entfernt, aber für den Restart ist eben Krogi direkt hinter Berti. Und das kann natürlich jetzt die entscheidende Gelegenheit sein. So, knapp 7 Sekunden, 6 Sekunden, die ersten beiden oder 2 und 3, Platz 2 und 3 sind an Vitus rangekommen. Das heißt also, das Rennen selber bleibt noch spannend, wenn das Safety Car jetzt reinkommt für das Finale. Ja. Ede hat es leider nicht zeitig geschafft im Trans. Die werden wohl nicht den Rutsch machen. Oh, okay, und jetzt geben sie Gas. Okay, Krogi, jetzt geben sie zieht vorbei an Berti. Und er, jo. Ja, er macht es. Nein. Nummer antauschen, Nummer ein bisschen anzeigen. Das ist aber auch richtig, nicht in dieser Kurve, in den Geraden überholen. Ey, ich jetzt so, aber jetzt den Berg hoch, jetzt natürlich die richtige. Aber nicht den Fehler von Lars machen, ne? Dann zu spät bremsen und glauben vor der Spitzkehre. Da ist es nämlich jetzt. Nee. Aber da ist Krogi einfach. Ja, und hat er super gemacht. Er hat ihn. Ja, Berti natürlich auch sehr unelegant, möchte man sagen, durch die Kurve gekommen. Gut gemacht, Krogi. Tolle Sache. So, der Kampf Berti und Krogi hat Vitus aber nochmal eine Chance gegeben, 2 Sekunden vorbeizukommen. Also ist Krogi aus dem DRS-Fenster raus. Ja, aber guck dir das mal an. Dieser Abstand von Vitus, der schmilzt. Ne? Ja. Also, eben noch bei 2, jetzt sind wir schon bei 1,6. Vielleicht ist das so der Druck, den der Vitus jetzt auch spürt. 1,3. Und wir erinnern uns, ne, unter einer Sekunde bist du im sogenannten DRS-Fenster und dann kannst du noch ein bisschen extra Power, sag ich jetzt mal. Also genau. Darfst du noch ein bisschen schneller werden. Und dadurch, dass wir hier wirklich auch große Gelegenheiten haben, DRS vernünftig zu benutzen. Also Krogi könnte sich damit einen unschätzbaren Vorteil rausholen. 1,4 Sekunden, 1,2, er ist gleich in DRS drin und 0,8. Ja, sensationell. Gut rausgekommen. Also tatsächlich, er profitiert jetzt von gutem Fahren. Und unter einer Sekunde finale Runde. Jetzt könnte das noch packen, ey. Ja, das kann jetzt richtig spannend werden. Und ich weiß jetzt nicht, ob dem Vitus das überhaupt bewusst ist oder einfach nur sagt, ich fahre jetzt hier mein Ding. Nichts gibt. Ihr müsst Rocket Beans gucken, dann wird er es wissen. Ja. Mach du einen Fehler, Krogi. Also, sehr, sehr gut. So mag ich das. Man unterhält sich miteinander. Und jetzt wieder hier die und. Oh, die Reifen haben sich berührt, die Reifen. Ja. DLRS. Präsentiert in DLRS. Okay, aber
vielleicht nächste Kurve gleich. Jetzt kommt die Spitze, oder? Doch, doch. Also man merkt schon, der Berti ist ein bisschen nervös an der Bremse, ne? Also der Vitus. Entschuldigung, der wird aber Vitus. Krogi, Krogi ist erster, Krogi ist vorbei. Krogi schafft es in Krogi ist vorbei, in nur noch ein paar Kurven über. Ja, aber bei 50 Sekunden kommt, ne? Aber Krogi ist ein Mann mit Nerven. Nee, und das sieht nicht so aus. Nach wenigen Kurven schon wir gehen mal raus. Zurück zu Vitus. Und guck mal, Krogi hat schon Abstand rausgefahren, 2 Sekunden. Also bei Vitus war ein bisschen mehr mit der Berührung der Reifen. Wir gehen zurück zu Krogi, weil wenn er das jetzt rausfährt, auf Stau und Zielgerade und Krogi fährt dem Sieg hinterher vom letzten Platz aus und Krogi hat gewonnen. Krogi, Vitus und Berti gewinnt. Ich sage es die einfachste. So. Digga, das war sehr nice. Das war, Digga, du bist Dritter. Das Rennen ist aber noch nicht ganz vorbei, allerdings. Nee, wir haben noch, wir müssen noch Tranterich und Etienne im Ziel begrüßen. Ja, ja, also selbst wenn es da nicht mehr, also die Punkte sind klar verteilt. Oh. Ja. Und Lars nicht zu vergessen, aber der ist noch einigen Abstand hinterher. Ich glaube, wir schalten trotzdem schon mal rüber. Vitus. Ey, was war los? Vitus, was war denn da los gerade? Kannst du uns mal mitnehmen? Wir haben nicht alles so perfekt verfolgen können. Aber in der letzten Runde ist dann der Krogi mit eisernen Nerven an dir vorbeigezogen. Hattest du ein Problem im Auto oder was war? Ich hatte tatsächlich ein Problem im Auto. In der ersten Runde bin ich ja direkt gecrashed. Musste reinfahren, neuer Frontflügel und direkt neue Reifen. Das heißt, gegen Ende des Rennens waren dann meine Reifen schon ein bisschen abgenutzt. Und das ist der eine Grund. Und der zweite Grund ist, dass mein Frontflügel dann nochmal beschädigt wurde, weil mir jemand reingefahren ist. Ich weiß gar nicht mehr, wer. Und das fährt sich natürlich schwer mit kaputtem Frontflügel. Aber Zweiter und Dritter, also wir können nicht zufriedener sein. Nee, das könnt ihr in der Tat nicht. Respekt auch nochmal kurz an Krogi, du hast das Rennen gewonnen. Danke schön. Bei dir wirkte es so, als ob deine eisernen Nerven sich mal wieder ausgezahlt hätten am Ende. Nicht gierig werden, gut fahren und dann kommt die Chance. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, ohne dass sich das nicht komplett bejahend anhört, aber ich wollte einfach nicht aufgeben. Ich war auf dem letzten Platz irgendwann, weil ich auch selber Scheiße gebaut habe. Ich möchte mich wirklich entschuldigen. Ich habe wirklich viel Scheiße gebaut am Anfang des Rennens und dachte, ja gut, auch zu Recht bin ich jetzt hinten. Aber ich habe dann auch gedacht, naja, wir sind ja alles so Scheißebauer. Vielleicht zahlt sich das auch einfach am Ball zu bleiben. Ich würde sagen eigentlich, dass Vitus und ich ziemlich sauber gefahren sind die meiste Zeit. Ich habe es versucht, ja. Das Problem ist, wenn man so eine gewisse Geschwindigkeit hat und man fährt dann immer so auf die Autos drauf und die machen keinen Platz, weil sie einen nicht sehen, das ist ein bisschen schwierig einzuschätzen, aber Ich würde gerne mal fragen, Kuro, gegen Ende hin hatte ich dein Auto ja richtig im Stich gelassen. Du konntest ja kaum noch mehr eine Kurve vernünftig fahren. Du hast wirklich das Pech an den Hacken. Wie ist das Befinden? Naja, das Problem ist, wenn man halt einmal irgendwie, keine Ahnung, das ist so wie Mario Kart. Wenn du einmal mitten im Pulk bist, dann hast du halt verloren. Und dann wurde ich halt, also 3 Fahrzeuge sind reingefahren. Dann bin ich einmal auch von der Strecke geflogen und hatte irgendwie das komplette Grün auf all meinen Reifen und dann war halt einfach vorbei. Ja, also sind reingefahren. Ich würde ja sogar an dieser Stelle behaupten, da müssen wir gar nicht weit gucken. Einer von denen war ja dein Teamkollege, Trant, der ohne Frontflügel das Beste versucht hat, aber unter anderem mit dir gecrashed. Trant, was war denn da los? Ich hatte keinen Frontflügel. Der war weg irgendwann. Wir wurden im Chat darauf aufmerksam gemacht, so in der Mitte des Rennens. So, du fährst da durch, ab und zu mal schön in Kuro reinballern. So, in den eigenen Teamkollegen. Also, ich bin nicht reingeballert, Kuro. Natürlich muss ich mich bei Kuro entschuldigen, aber ihr habt es gesehen, das war ein ganz leichter Touchierer. Aber in so einer Spitzkehre ist das halt fatal. Und ich habe ihn so hinten auf den Arsch geküsst und er ist explodiert. Tut mir leid. Also, den Kuss nämlich, den habe ich sehr gerne angenommen. Im nächsten Rennen vielleicht nicht. Ja, was wir gesehen haben, entschuldige, aber wir haben natürlich gleich mindestens 2 Safety-Car-Phasen hier gehabt. Das ist natürlich etwas, was das Rennen nochmal komplett durcheinander würfeln kann und hat euch tatsächlich auch nochmal einiges an Strafen beschert, weil da hier gilt es ja auch, dann entsprechend zu bremsen und die Abstände einzuhalten. Also das wäre, glaube ich, was, wo wir alle noch mal ein bisschen sensibilisiert werden sollten für die nächsten Male. Sensibilisiert, wir können es ja nicht groß ändern. Wir haben so ein bisschen den Eindruck gehabt, dass das Spiel sehr eigenwillig, also eher sehr großzügig auf jeden Fall mit den Strafen umgeht. Ja. Da gab es so das ein oder andere Mal Situationen, wo man dachte, also hallo, holla die Waldfee, Ede zum Beispiel, der so ein bisschen auch das gute, ich ramme mich mal durch, da diese eine Szene, ein Berti in Führung liegen. Ein super Teampartner. Also völliger Quatsch, was du da erzählst. Super hier. Teampartner, wirklich. Was der, wo hat, ey,
Das ist ja wirklich mal wieder so eine komplett andere Sicht auf die Dinge, ne? Ich war, der Trant hätte mich niemals gekriegt, wenn nicht das Safety Car gekommen wäre, was ja von irgendjemand anderem wohl verursacht wurde. Und ich konnte nicht mehr bremsen, weil vor mir irgendwelche Leute gecrashed sind. Oder weil Kuro wie so ein Metzger in die Kurven fährt, überehrgeizig. Und dann feststellt, oh, ich muss aber jetzt mal langsam bremsen. Und dann knallt's halt. Wenn sich alle einfach an die Verkehrsregeln halten würden, würde ich auch niemanden rammen. Oder ich wäre der erste Platz überhaupt nicht drin gewesen, sag ich dir ganz ehrlich. Also du bist wirklich ein guter Teamkollege. Da ist viel passiert, das gefällt mir. Das erste Crash, da stand sogar mein Teammate. Du standst doch, Krogi, du standst quer auf der Piste. Ich habe mich doch entschuldigt. Ich meine, aber Colin sucht mich raus als Kamikaze-Typ. Ja, sagen wir mal, ich habe die ein oder andere strittige Szene durchaus gesehen. Ja. Aber du warst in guter Gesellschaft oder in schlechter. Je nachdem, ob man Entertainment oder Sportlichkeit hier in den Vordergrund der Beurteilung stellt. Haben wir Colin denn die Möglichkeit, mal einen Zwischenstand zu sehen? Weil wäre natürlich interessant nach dem ersten Rennen, wie gerade die Standings sind. Es war ja ein bisschen verteilt, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob wir die Punkte schon zusammenzählen können oder ob das alles mental gemacht werden muss. Ich kann hier auf jeden Fall meinen Rechenzettel bemühen an dieser Stelle, weil wir haben noch kein Signal, ob wir es digital vorliegen haben. Ja, liebe Bella, wir haben dich gerade auf dem Ohr, denn wir haben da leider mit dem Punkterechner leichte technische Probleme an dieser Stelle. Gib sie uns doch mal durch. Erster Platz, Krogi 25. Mhm. Vitus hat 18, das stimmt. Mhm, der Berti 15, Trant 12, Ede 10 und Lars 8. Genau, und die letzten beiden haben nicht die Ziellinie gesehen. Ja. Kuro hat noch unsportlich geparkt. das war so, dass wir bei Did Not Finish auch nicht Punkte verteilen für Plätze 7 und 8 oder so, ne? Weil die würden ja normalerweise auch was vergeben. Colin? Ja, nee, Did Not Finish. Did Not Finish. Colin? Ja. Darf ich mal wirklich eine Verständnisfrage stellen? Dieses Delta-Ding. Ich habe das schon beim letzten Turnier nicht verstanden. Da steht, also ich war so teilweise so verwirrt mit den Ansagen. Erst heißt es Safety Car nicht überholen, dann heißt es überholen und die Kolonne einholen, dann heißt es Delta Geschwindigkeit halten. Ich weiß überhaupt nicht, was die Delta Geschwindigkeit ist und wo sie mir angezeigt wird. Das können wir, also ich kann das leider nicht. Wir sehen das nicht, wo die angezeigt wird. Aber natürlich gilt es beim Safety Car, sich einzureihen. Das heißt, da darf man dann mal überrunden, je nach Position, um eben eine Rennordnung wiederherzustellen. Und da gilt es, eine gewisse Geschwindigkeit zu halten, dann innerhalb dieser Kolonne nicht zu überholen. Aber wie das genau angezeigt wird, ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Ich würde auch denken, dass wenn mit dem Delta angezeigt wird, in welchem Bereich du bleiben musst, damit du dann safe bist von der Geschwindigkeit. Und natürlich, wenn überrundete Autos nochmal mit dazukommen, bevor das Safety Car beendet wird, sollten die in der Theorie sich entrunden, indem die dran vorbeifahren und hinten sich wieder einreihen in der Reihe, wie es ist. Genau. Das ist ja auch das Problem, was wir letztes Jahr mit Hamilton und mit Verstappen hatten. Und so ist das. Hatten wir ein Virtual Safety Car? Nee. Da gibt's ja natürlich, Es waren zwei richtige. Ja. Da reiht man sich ja ein. Beim Virtual Safety Car, da heißt es eben, du musst in einer gewissen Geschwindigkeit bleiben. Da ist kein echtes Safety Car, sondern da, wo du dich gerade befindest, darfst du ein gewisses Delta nicht überschreiten. Genau, der Chat sagt nochmal, das ist diese Zeit da rechts, die dann, wenn du zu schnell bist, dann wird die, wenn du zu schnell bist, wird die rot. Wenn du sie einhältst, wird sie grün. Genau, ja. Dann ist es so, also es wie ist gar nicht eine Geschwindigkeit, sondern es ist eine Zeit sozusagen. Ja. Genau. Ja. Also in Zeit wird es gemessen, dann, genau, wenn es bei euch so angezeigt wird, ist wie beim Qualify, also am Ende des Tages ähnlich, dann müsst ihr euch offensichtlich im grünen Bereich halten. Würde ich jetzt mal denken. Okay. Ansonsten, Colin? Ja. Kann man nachvollziehen, wer mich da aus dem Rennen geworfen hat? Aber eigentlich? Ich hab's doch schon gesagt, dass ich der Böse war. Ach ja, stimmt. Wir wollten es nochmal hören, dran. Da kommt's raus. Ja, ich glaube, vor der Zielgerade bin ich auch in Fabian reingefahren. Da war der Frontflügel anscheinend in Fabian. Das kann aber sein. Ist denn immer der schuld, der reinfährt? Ist nicht auch ein bisschen auch der schuld, der komisch fährt vorne? Das unberechenbar ist bremst. Aber wie hier das teilweise bewertet wird, das ist nicht ganz klar. Ja. Aber traditionellerweise. Ich glaube, es ist aber auch, wir können natürlich sehr lange dieses Rennen aufarbeiten. Wir wollen uns natürlich auch vorbereiten auf die nächste Quali-Runde. Wollen wir schon mal machen, dass ihr schon mal losstartet? Wir können ja noch mal die Teampunkte zusammenrechnen, wäre eigentlich ganz interessant. Und wir haben, glaube ich, auch eine kleine gemütliche Pause. Uns alle verdient. Wir können noch mal durchschnaufen, noch mal gucken, ob das alles so seine Ordnung hat, wie wir gerade fahren. Dann sind wir gleich wieder da mit Session Nummer 2 vom großen Formel 1 Tech Tournament. Yeah.
Da sind wir wieder zurück. Es geht weiter mit der Session 2 des F1 22 Tag Tournaments. Wir haben kurz nochmal durchdiskutiert und geschaut, wir wollen natürlich euch auch die richtigen Punktzahlen nochmal geben, wie sie gewertet wurden. Und du hast zusammengezählt, Colin. Exakt. Dann nochmal fürs Protokoll sei es gesagt. Erstplatzierter Krogi mit 25, Vitus mit 18, Berti mit 15, Trant 12, Ede 10, Lars 8, Kure und Krane beide Nullinger, did not finish, beide haben es nicht ins Ziel geschafft. Das heißt, in der kombinierten Wertung haben wir aktuell auf dem 4. Platz Ferrari mit 8 Punkten reingefahren von Lars Seifert. Mhm. Alpine auf dem 3. Platz 12 Punkte reingefahren von Trant ohne Frontflügel. Ohne Frontflügel. Mhm. Ja. Red Bull auf dem 3. Platz 33 Punkte und mit leichtem Vorsprung auf dem 1. Platz Ede und Krogi mit 37 Punkten. Weil du siehst, es wäre eigentlich ein deutlicher Red Bull-Vorsprung, wenn Krogis einfach geniale Überholmanöver nicht abgewiesen werden. Ja, und die Frage kam gerade auf, die schnellste Runde. Wir haben sie, ich weiß nicht, ob sie gerade gewertet wurde. Mhm. Also normalerweise gibt es einen Punkt extra, wer die schnellste Rennrunde fährt, zumindest bei den Fahrern in der Top 10. Hier sind wir sowieso nur 8. Wir werden mal darauf achten, wenn jemand das mitgezählt hat, dann würden wir das hier einfach Wir haben nochmal Screenshots von dem Tableau gemacht, also wir werden das nochmal gegenprüfen, wenn dann irgendwo das Zünglein an der Waage diese schnellste Rennrunde ist, ob sie angezeigt wird oder nicht oder hier reinzählt, aber wir werden das natürlich dann nicht übersehen. Ja, genau. Und nochmal für den 4. Platz, weil ich gerade gelesen habe, gibt es 12 Punkte, nicht 10. 10 gibt es für den 5. Platz, deswegen sind es 37. Erster Platz 25 und 4. Platz 12. Früher war es einfach. Das sind die ersten 6 Punkte. Ja, das war deutlich. Aber irgendwie auch nicht spannend. Nee, es war auch bei einem Feld von 24 Autos und nur die ersten 6 kriegen Punkte. Holy shit. Ja, definitiv. Gut, ich glaube, wir sind dann langsam soweit. Wir schauen doch mal ganz kurz in die Sportarena und die angeschlossenen Streams. Yeah, da sind sie wieder. Wie ist die Stimmung bei euch? Let's go, Leute. Geil. Wir sind heiß. Ja. Wir warten nur auf euer Go. Alle ready und gut gelaunt. Dann würde ich sagen. Jetzt greifen wir an. Alles klar, dann, es wird spannend werden. Das zweite Rennen der Saison steht an. Startfrei für Interlagos. Okay. Wir rocken das Ding jetzt. Das ist ja, als ob noch eine Bauchbinde kommt. Eine Animation. Aber ja, werden wir mal gucken, ob Vitus gleich eine ähnliche Qualifying-Leistung macht. Also einmal raus, allen zeigen, wo der Ziegenbock den Honig hat und dann wieder rein und Däumchen drehen. Ja, exakt. Also das könnte wirklich sehr, sehr, sehr spannend werden. Ganz andere Strecke, also auch viel hoch und runter, so ein bisschen wie in Spielberg. Das ist da ja durchaus auch der Fall. Ja. Und wir werden eben gucken, ob der Regen hier nochmal alles durcheinander wirbeln wird. Kann natürlich durchaus sein, dass wir im normal mit Sonne Qualifying und dann auf einmal ist Regen beim Rennen angesagt oder andersrum. Wir haben die Chance auf Regen uns erhalten für diese Session. Also mal sehen, was die Computergötter entscheiden. Genau, also wir hätten glaube ich auch einstellen können, dass es auf jeden Fall pisst, so wie in Spa, da hatten wir das letzte Mal, aber so ein bisschen Zufall ist ja auch schön. Ja, also bei Spa finde ich garantierter Regen ist schon ganz gut, bei den anderen Strecken kannst du mal schauen. Ja, da bin ich vollkommen bei dir. Ja, Sao Paulo eben 12 Kilometer entfernt von der Rennstrecke in Interlagos, deswegen ist auch nicht so ganz ohne das Ganze. Nee. Ich erinnere mich, Jenson Button, der wurde ja mal von maschinenbewehrten Gangstern da tatsächlich in die Mangel genommen, in Anführungsstrichen, und konnte dann gepanzerter Limousine dieser Situation entgehen, 2010 oder so. Das wundert mich nicht, muss ich sagen. Da kriegt man aber echt schon Panik. Also, wir haben wieder ein verkürztes Qualifying. Das sind übrigens 18 Minuten, ihr habt es natürlich schon gemerkt, es sind nicht 10. Ja, interessant. Ich hätte gedacht, es wären weniger gewesen. Ja, habe ich auch gedacht. Aber wir bleiben dabei. Man hat sich hier bereits eingestellt und wir gucken mal, noch sind alle Autos entsprechend in der Box. Überlegen sich das wahrscheinlich gerade, was man jetzt am besten tun sollte. Es ist noch niemand rausgefahren. So. Wir gucken. Es geht nach links raus. Das ist richtig. Da geht's schon los. So. Da geht's los. Alpine, der erste Kuro, ist der erste, der rausgeht. Denn, das sei auch erwähnt an dieser Stelle, Interlagos in Brasilien ist einer der wenigen Kurse, die entgegen des Uhrzeigersinns gehen. Wir fahren quasi hier Reverse Track gefühlt. Ja. Also mal anders, als es vorher gewesen ist. Und das, was wir hier sehen, wir bleiben mal im Auto drin bei Kuro. Am Anfang alles noch relativ breit mit ganz, ganz großen Auslaufzonen, bis wir dann eben in Sektor 2 reinkommen, wo dann viele kleine, ja fast schon serpentinenartige Kurven zusammen sind. Genau, und die sind auch so unterschiedlich, dass man sich da nicht so richtig so, also hatte ich zumindest den Eindruck beim Selberfahren, nicht so ganz dran gewöhnen kann, sondern jede Kurve ist neu. Mhm, ja, absolut. Und wenn du da einmal durch bist, da kommt dieses herrliche Vollgasstück dann da eben im dritten Sektor Richtung Start und Ziel. Und da kann man sich vor lauter Begeisterung dann aber auch schnell wieder vor der ersten Kurve verbremsen.
Das wird, glaube ich, spannend, auch gleich beim Start werden. Ja, und hier, da sind wir gerade, schön genau, bei den kleinen Kürfchen. So, und ab jetzt ist quasi richtig schön Spaß am Gas angesetzt. Er jagt da nach oben. So, kommt gut durch, geht gleich über Start und Ziel. Und Kuro ist jetzt der Erste, der seine erste gezeitete Runde in Interlagos fährt. Schauen wir doch mal, was dabei so rauskommt. Mal schauen, hier. Und direkt gelb. Vom Lachen her würde ich denken, es war ein Mercedes. Ja, lass uns mal bei Kuro erstmal bleiben, genau, bevor dann einer rausfällt, weil wir wollen noch mal gucken, was Kuro jetzt gezeitet aufs Tableau zaubern kann. Ja, da hat er sich gleich den ersten Sektor Purple, glaube ich, geholt. Das hatten wir gerade. Mhm, genau, Purple ist, bedeutet, der ist der allerschnellste in dieser aktuellen Session in diesem Sektor gewesen. Ja, ist ein bisschen schade, dass das hier nicht besser angezeigt wird, so, ne? Also diese, ich weiß nicht, ob man es einstellen kann, aber so dieser Sektor, die Sektorenvergleiche. Rundendaten aktiviert, kann man da noch mehr aktivieren? Nee, nur aktivieren, deaktivieren. Aktiviert, deaktiviert. Ja, ich hätte gerne auch wirklich wie beim richtigen Qualifying das mit den entsprechenden Daten gesehen. Es kann sein, wenn man tatsächlich in den Fahrer, in die Fahrerscreen schaltet, kann die Regie nachher auch gerne mal rüber. Weil wir haben hier natürlich nur die TV-Cam, dass die nochmal diese extra Daten bekommen. Ja. Aber auch Purple im zweiten, also ich lese es jetzt gerade so, dass er die Bestzeit im zweiten Sektor ebenfalls hatte. Also logischerweise ist der Erste, der es eine setzt. Aber ob die bleibt, ob er die Top, das wird uns hier jetzt leider nicht so angezeigt. Aber er setzt die erste Zeit. 1:10 ist sozusagen die Duftmarke, die hier gesetzt wird. Und auch hier habe ich die Information von euch, dass die beste Quali-Runde in Brasilien bei 1:07 liegt. 1:07.281 von Lewis Hamilton 2018. Krogi hat sich auf die 2 jetzt gesetzt, aber immer noch knapp 1,5 Sekunden hinter. Ja. Fede 1:14. Ja, Berti wird es auch nicht schauen. Oh, wer steht denn da? Wer steht denn da? Lars. Was ist Lars? Was hat denn Lars da schon? Oh, das könnte Abbruch der Session bedeuten, oder? Gebe ich dir was. Oh, oh, oh. Also das. Ist der USB-Verbindung durch? Was? Das ist gefährlich hier. Das ist gefährlich, ja, was da passiert. Lars, was ist passiert? Lars, was ist los? Ja, und ja! Er wurde disqualifiziert. Also ich kann mir vorstellen, dass der Computer jetzt für ihn übernommen hat, weil der Controller nicht mehr wollte. Ich wurde von der Session disqualifiziert, weil ich am Rasen geparkt habe. Warum hast du am Rasen geparkt? Du musst immer fahren. Aber lieber Lars. Das hatte ich letztes Mal auch, ey. Lars, wenn wir dich mal kurz haben. Warum hast du denn geparkt? Was war da los? Das haben wir nicht im Bild gehabt. Boah, diese Doppelkurve. Er hört nicht, er parkt nicht. Einfach. Ja. Er war aber auch ganz ehrlich, da ist das halt der nicht Lars. Am Rasen. Lars, oh, jetzt hört er uns offensichtlich. Lars, hörst du uns? Ich hab nicht mehr genug Benzin. Lars, kannst du uns hören? Ja, ich höre euch. Sag doch mal ganz kurz, du bist jetzt disqualifiziert worden nach wenigen Minuten. Du hast geparkt, hast du gesagt, was man natürlich nicht einfach darf. Warum hast du geparkt? ich wollte mir Stuhlbremsen anbauen. Ach, weil Lars. Ich beim Bremsen immer nach hinten fliege und dann nicht mehr richtig bremse. Aber hätte man dafür nicht einfach in die Box fahren können? Genau, dafür ist die Box leider da. Nein. Ja, ja. Und du standst ja auch nicht am Rasen, sondern du standst mitten auf der Strecke, muss ich leider sagen. Ja, das war so, jetzt sind die Politessen hier unterwegs oder was? Du, das ist ein Formel-1-Rennen. Du kannst zu Matsch zerberstet werden, wenn du Also muss ich dann folgt wieder um die Ecke komme. Ich nehme meine Niederlage auf jeden Fall an. Es bedeutet aber auch nur, du startest erstmal von hinten. Wir haben gesehen, das muss nicht viel heißen im Moment jetzt hier gerade. Aber ja, Lars, dann drücken wir dir die Daumen, dass es im Rennen besser läuft und du jetzt deinen Stuhl annageln kannst. Ja, Ede weiß ja Bescheid, wie sowas funktioniert. Wir gehen einmal zurück und sind bei Ede mit dabei, der in der nächste gezeitete Runde fährt. Er ist noch ein kleines bisschen hinten, knapp 3 Sekunden hinter Kuro ganz vorne dran. Ich bin schon versucht, immer zu gucken, wer gerade rausgedreht ist. Ja. Bleiben wir noch mal kurz dabei. Die nächsten kritischen Fragen musst übrigens du, Ede, stellen. Ich fühle mich jetzt schon so ein bisschen wie Peter Hardenacke und Günther Steiner. So nach unserem letzten Gespräch. Der vermeintlichen unfairen Behandlung meinerseits. Absolut. Aber bleiben wir mal. Wir bleiben mal dabei. Ja, wobei, Ede sah gar nicht so schlecht aus. Nee, war jetzt nur ein Sekündchen dahinter statt 3. Und 0,7. Ja. Festigt Platz 6, möchte ich sagen. Ja. Aber nicht so gut wie seine erste. Das kann jetzt leider nicht. Schwer zu sagen jetzt so aus der Ferne. Und ob es jetzt am Fahren lag oder am abbauenden Reifen hier vielleicht schon in Runde 3. Das weiß man nicht genau. Können wir mal schauen. Krogi ist auf einer Outlap gerade. Das heißt also, er bereitet sich vor. Er will den nächsten Angriff gegenüber Kuro starten. Und ja, ey, Kuro hat wirklich eine Hausnummer hingelegt, weil der ist über eine Sekunde schneller als die anderen.
Ja, wenn er das denn dann auch mal nach Hause fährt. Aber wie du hast angesprochen, sowas passiert natürlich schnell, so ein Rennunfall. Du denkst, du hast die Pole erst im letzten Rennen, Carlos Sainz, der dann in der ersten Kurve tatsächlich mit Mercedes Doppel-Bowling-Kugel mehr oder weniger. Er wurde gerusselt, muss man leider sagen. Ja. Entweder ist es, es ist Regen, Reifenverschleiß, Latifi oder Russell. Ja. Das muss unglaublich frustrierend sein. Hatte die dritte Pole in seiner gesamten Formel-1-Karriere hingelegt und dann bist du wirklich nach 30 Sekunden raus aus dem Rennen. Und das war ausnahmsweise nicht Ferrari schuld. Ja. Unglaublich. Also Kogi ist auf der gezeigten Runde drauf. Ja, dann schauen wir doch mal, was er hier so leisten kann. Das ist gut, wie gesagt. Er hat nicht viel Abstand nach hinten. Da sind schon die Plätze 2 bis 4 alle gerade sehr, sehr nah beieinander. Ja, nicht viele Leute auf der Strecke gerade. Also sollte freie Fahrt haben. Ja, aber jetzt war er schon ein bisschen. Also ich gehe davon aus, dass oben wurde gerade eine plus eine Sekunde und ein paar zerquetschte angezeigt. Mhm. Dass das nicht auf seine letzte Runde ist, sondern auf die Runde des Führenden. Würde ich bin aber nicht ganz sicher. Ich bin mir auch nicht ganz sicher. Wir werden es gleich sehen. Hoffe ich mal. Nein, ey, ich dachte, die schiebt mich schon wieder. Aber wo sind denn die Sektorenfarben? Die wurden uns doch vorhin auch mal angezeigt, dass man wenigstens weiß. Die Regie kann sonst auch mal direkt in die Kamera schalten, weil das ist natürlich meine Übersicht jetzt, die ich benutze. Vielleicht sehen wir da ein paar mehr Informationen. Dass da die Sektoren vielleicht besser angezeigt werden. Ah, guck mal, das ist da oben, in der Tat nämlich der Fall. Okay. Ah ja, guck mal, da siehst du. Ja. Verstehe nicht, warum das in der TV-Kamera nicht drin ist, weil das ist viel, viel spannender nochmal für uns. Sektor 1 ist Purple, ne? Ist das Purple oder ist das Rot? Das ist Purple. Es sieht rot aus für mich irgendwie. Ja, ich kann es auch nicht. Hab ich auch noch nicht. Ja, okay. Rot bedeutet, der ist leider langsamer dort. Grüne hat sich verbessert und Sektor 3 war Purple. Ja, jetzt sieht man es eindeutig auf. Ja, definitiv. Hat also nicht ganz gereicht. Also er hat sich verbessert. Unter eine Sekunde geschmolzen, der Rückstand, aber insgesamt hat es dann noch nicht gereicht. Und er hängt gleich noch eine zweite Runde hinten dran. Ja, schauen wir doch mal, wie er hier fährt. Ob das von den... sehr, sehr gut. Er holt sich Infos von der Boxengasse, die man sich natürlich dann auch nochmal... Die wird da gerade gerappt im Hintergrund. Ja, irgendjemand vor dir ist. Wer kann, der macht. Er ist gerade in der Box, deswegen ist Ede gerade da ganz entspannt unterwegs. Berti ist auch in der Box. Und Krogi glaubt dran, dass er jetzt warm gefahren ist, aber das nicht so. Delta, was wir hier sehen, ist, glaube ich, dann die Anzeige gegenüber seiner besten Runde, weil Kuros beste Runde ist ein bisschen schneller noch als dieser 1:11:630. Genau. Das heißt aber, also für meine Achten, da muss er eigentlich gleich in die Box rein. Ja, aber wenn er da jetzt nicht viel rausfährt, das ist Quatsch, da jetzt nochmal rauszubleiben, vor allem mit den Reifen. Ja, schaust dir an. Ah, jetzt schaltet er mal in die Ansicht bei. Das ist natürlich schön bei Krogi. Wir sehen es gerade. Er hat jetzt einfach mal geguckt, liegt es an meinen Reifen oder liegt es an mir? Reifen scheinen noch gut zu sein. Also es ist leider ein bisschen klein und ich knipse schon. Ja, aber, die Reifen sind tatsächlich noch eine Runde erst gewesen, aber ich weiß nicht, ne? Der Speed war nicht da. Nee, der war in der Tat nicht da. Wir gehen mal zu Ede. Ede ist gerade auf seiner Outlap, ist also eben aus der Box gekommen. Und muss natürlich jetzt eine Verbesserung anpeilen. Platz 6, das kann jemandem wie Ede, einem Fahrer von seiner Klasse, natürlich nicht reichen. Natürlich. Auch mit so einem prestigeträchtigen Auto unterm Hintern. Das ist dein Commitment, wenn du einfach in den Holzboden deiner Mietwohnung Nägel reinhaust und das im öffentlichen im Fernsehen bei uns. Ja, Lars macht das live während der Sendung im Studio und wird disqualifiziert. Mindestens. Ich habe doch nur geparkt. Ja, kurz. Wunderschön, wunderschön. Da hätte man aber auch von alleine drauf kommen können, ne? Dass man da nicht einfach den Wagen abstellt. Gut. Ja, eigentlich, ja. Edis Delta ist nicht so schlecht, sich selbst gegenüber. Knapp 3/10 hinten dran. Nichtsdestotrotz, 3/10 schon nach im ersten Q. Ne? Also hat er auch rot. Leider war er da schon mal um einige schneller, wie wir sehen. Und es wird nicht besser. Gleich nochmal 2/10 drauf. Ja. Was wir übrigens den Leuten auch nochmal übergelassen haben, war die Wahl Automatik oder manuell. Also die Lenkräder, die wir hier haben, haben eine Flügelschaltung hinten dran. Funktioniert eigentlich ganz gut. Aber das ist nochmal extra Denkleistung. Du hast mehr Kontrolle, aber mehr Denkleistung. Ja, der Rhythmus von der Strecke ist echt schwer. Ja, da sind sich alle einig. Aber das sagt sich natürlich, wenn man auf Platz 2 liegt, ist deutlich gönnerhafter als vielleicht, wenn du hinten rum. Genau. Ede ist leider auch jetzt knapp eine Sekunde hinter seiner besten Zeit hinterher. Man hat manchmal einen Fahrfehler. Beides rote Sektoren für ihn, also langsamer, als er schon mal da gefahren ist. Ja. Und er fährt trotzdem nicht rein. Er hat die Hoffnung, weil er hat ein bisschen was rausgeholt gegen Ende. Tatsächlich, und da sieht man, noch ist er vorne, wenn wir hier nochmal auf das Delta achten. Wir werden auch gleich sowieso nochmal wechseln, aber solange Ede noch gut dabei ist,
Da bleiben wir mal da. Also wie gesagt, das ist zumindest die Verbesserung gegenüber seiner eigenen besten Runde, die wir haben. Und da ist er auf einer leichten Verbesserung. Das hat nichts gebracht, natürlich schnell. Also er scheint es besser drauf zu haben. Das Delta geht nicht so weit weg. Ja, er ist immer noch hinten leider. Ja. Also Berti ist ja nicht so weit weg von ihm. Insgesamt so im 13. Sekunden entfernt. Nein. Also Berti ist gerade auch dabei, ist bald bei der Minute. Ah, jetzt zoffen sich hier natürlich. Oh ja, die, okay, Red Bull und Ferrari kommen sich nah an der Strecke. Da können wir natürlich auch nochmal auf die Hawkcam schauen. Oh, da, genau. Das ist aber gefährliches. Das war wirklich super gefährlich jetzt. Das, ich weiß nicht, ob es Strafen gibt, auch im Qualifying, außer jetzt eigentlich gefährlich parken. Ja, für so gefährliches Fahren ja, das müsste es eigentlich das geben. Und er zerstört hier die Runde effektiv ja damit. Also das Junge. Ja, Tunnel, Alter. Ich bin im Tunnel. Okay, für Berti waren das 10 Sekunden mehr damit. Ja, also das würde natürlich eine ganz klare, also das geht ja gar nicht. Spitze. Ey, ich fahr grad wieder können wir mal checken, was Krogi gerade macht. Der ist von dem Führenden jetzt auf einer gezeiteten Runde. Was ist denn bei Krane los? Die beiden Ferrari, wir haben es nicht gesehen. Och, das gibt's doch nicht. Ja, Krane müsste, ist der in der Box? Ja, ne? Ich oder weiß ist, nicht, er ist auch mal zu Krane. Ja, deswegen wurde er gerade... Moment. Jetzt einmal. Ich kann gar nicht zu Krane schalten. Er wir schalten mal zu Krane. Ja. Falls Krane uns hört, dann können wir ihn mal fragen, was passiert ist. Was bei ihm vielleicht angezeigt wurde. Krane, Fabian, hörst du uns? Ja, aber wo sehe ich denn, wann das Qualifying vorbei ist? Lieber Fabian, hörst du uns? Ach da, ja. Fabian? Ja. Sag mal, was ist denn da gerade passiert? Wir haben es nicht gesehen. Wir sehen nur, dass du nicht mehr bei der Party bist. Ich bin gegen eine Wand. Ich kann es nicht ganz erklären, Kolle. Das tut mir wirklich leid. Ich dachte, das Qualifying wäre vorbei. Ja. Aber du bist doch gerade auch. Du bist doch ins Grüne ausgeritten und dann wieder gefährlich auf die Straße gekommen. Mhm. Ja. Und danach passierte der Unfall. Ja, dann bin ich in eine Wand rein, ja. Okay, ja, das ist natürlich so eine Mischung aus, du hättest wahrscheinlich Strafen bekommen, die hast du dann selber abgeholt. okay, das ist natürlich dramatisch. Beide Ferrari also nicht mehr mit dabei. Wir drücken euch natürlich trotzdem die Daumen gleich fürs Rennen. Danke, Colin, danke. Ah, dramatisch, dramatisch. Ich sag mal, absolut. Tiefrote Stunden für bei dir Ferrari. Ich wollte mir diese... Wir haben auf jeden Fall schon mal Plätze 7 und 8 fix für das Startaufgebot. Interessant, wenn wir jetzt mal auf die... Ja, wir haben ja jetzt die TV-Cam, wenn wir da mal auf die Rundenanzahl neben den Reifen gucken. Ich glaube, es ist doch wirklich auf Reifen dann gewählt, ne? Weil wenn wir Krogi sehen, der ist doch viel mehr als eine Runde bisher gefahren. Der weiß also mittlerweile, wie man die Reifen wechselt. Ja, das stimmt. Weil die anderen bleiben alle immer mehr auf ihren roten Reifen drauf und hat sich zwar immer noch nicht verbessert, Ede ist weit auf einer gezeiteten Runde. Ja, Ede ist momentan der Letzte und der Abstand ist nicht groß. Also das, seine beste Zeit zeigt, dass er da durchaus in der Schlagdistanz ist, zumindest dem Berti noch den Rang abzulaufen, möglicherweise sogar dem Tranterich, der jetzt in der Box ist. Also ich denke mal, Krogi und Trant, die werden jetzt nochmal alles geben in der Box, um dann nochmal mit einer richtigen Knallerrunde möglicherweise gleich versuchen, sich zu verbessern. Besser. Ich würde Ede empfehlen, genau das zu machen, was er jetzt gerade macht. Er war fast 2 Sekunden jetzt drüber. Der muss einmal durchatmen, Reifen wechseln, eine neue Outlap dann machen und dann die letzte gezeitete Runde einfach mal nach vorne setzen. Das Auto. Ja. Schauen wir vielleicht mal kurz zu wer ist denn da eigentlich? Ah, Krogi fährt jetzt gerade raus. Wir haben aber, ja, das ist ja erst die Outlap, aber Berti verbessert sich ein bisschen sich selbst gegenüber. Und es sind 2 Zehntel, die ihn von Trantrich trennen. Also jetzt kommen sie natürlich alle raus. Da sehen wir eben, wie alle letztendlich... Oh, oh, oh. Da ist der Nachbar hochgekommen. Ja. Da gucken Nägel aus der Decke raus. Hast du mal auf die Zeit geguckt, Junge? Guck mich nicht so an. Guck mal, wie er guckt. So selbstzufriedener Penner, ey. Verdient wahrscheinlich $30.000 im Monat nur, um irgendwas zu schrauben, ey. Drei Muttern musst du lösen im Monat. Das nennt man Liebenswert. Okay, ich fahr jetzt noch mal ein bisschen. So, dann schauen wir doch einfach mal. Berti ist jetzt aber auch in der Box. Auch rein? Okay. Das wird aber. Au, der Austritt von Kuro. Ich meine, kann er sich leisten? Er ist gerade der Führende. Und das Schild hat er nicht mitgenommen, sehr. Das Schild, ja, das wird natürlich nichts werden. Vitus ist gerade noch unterwegs. Oh, und wir haben noch mehr.
jemand mal bitte zum Vitus, was gerade bei ihm so abgeht. Denn das wird keine Verbesserung. Eine halbe Sekunde. Ja, er ist auf Platz 2. Wahrscheinlich wird er jetzt noch mal versuchen, durchzuziehen. Vielleicht Gelegenheit für uns noch mal zu Krogi zu gehen, der ja eben seine Outlap beendet hat und relativ frisch im Rennen gerade ist. Also, aktuell auf Platz 3, nicht mit viel Abstand. Krogi ist nicht weit weg von seinem Delta, auf jeden Fall. Genau das. Oh, und da trifft er aber leider auf Edo. Oh, Edo, der erstmal schön warm fährt. Ja, ja. Respektive teaminterne Behinderung. Er macht es clever, das Warmfahren der Reifen ist sehr, sehr wichtig. Absolut, aber es ist auch wichtig, fair zu sein. Aber mit den Strafen scheint man hier ja im Qualifying, nicht so ganz ernst zu nehmen. Ja, muss auch sagen, wer 2022 einen Mercedes fahren muss, ist eh gestraft. Ja. Ja, das stimmt. Auf der F1-Strecke. Mittlerweile, ja, das stimmt. Es fährt sich ja so langsam. Fährt man sich ja wieder warm bei den Silberpfeilen. Ja, insofern. Das wäre vielleicht so noch meine letzte kleine Hoffnung. Ich würde trotzdem nach all den Jahren der Dominanz gerne einen Lewis-Sieg nochmal sehen, diese Saison. Ja, ich hätte jetzt kein Problem damit drauf zu verzichten, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das ist nur nebensächlich. Krogi jetzt auf den letzten Vollgasmetern hier Start und Ziel. Wie gesagt, ist jetzt hier leider nicht angezeigt. Wo bleibt die Uhr stehen? Ist bei. Und das wird nichts bisschen schneller als seine letzte Runde. Gute Zehnte. Der Kure ärgert sich wahnsinnig gerade. Okay, Krogi. Oh, was macht denn der Krogi jetzt da? Okay, der zerstört einfach all die Runden hier. Können auch alle einfach in die Gasse fahren. Gerade, ne? Gönn dir doch den Spaß und schmeiß ihn von der Strecke weg. Ja, oh, gönn dich mal. Ne? Oh, Eddie, wo bist du? So, ich will, genau, schauen wir mal bei Ede. Der führt gerade da den Pack an. Alle versuchen sich zu verbessern. Also wir sehen kurz hinterm Ede natürlich den nächsten Alpin. Ja. Das ist auch die letzte Chance. Wir sehen schon, Vitus und Berti haben quasi ihr Qualifying schon beendet. Und Ede und die anderen sind noch auf einer letzten fliegenden Runde. Ziehen die sich gemeinsam hoch oder ist es ein... gemeinsam runterziehen? Ja, ziehen sich gemeinsam runter. Das kann es natürlich auch sein. Ja, ich meine, Ede hat nichts zu verlieren, viel zu gewinnen. Die anderen letztendlich auch nicht so. Aber so, Ede liegt nicht so schlecht, er könnte sich ein bisschen verbessern, wobei, ja gut, es ist ja seinem Delta gegenüber nochmal plus 7 Zehntel. Auch diese Angst, dass so ein Kran einfach sagt, scheiß drauf, ich fahr halt hinten rein. Ich kann das nicht gebrauchen, wirklich. Also ja, Ede, leider keine Verbesserung. Keine Verbesserung dabei, aber wir haben Verbesserungen gesehen. Eben Vitus hat sich auf Platz 2 vorgeschoben mit dieser letzten Runde. Mhm. Krogi dadurch nur auf Platz 3. Ja, und beim Trant... Da kommt er jetzt noch rein, wobei der liegt schon 2,5 Sekunden. Das wird auch nichts mehr werden mit Abstand. Schlechte Runde. Wir haben also unsere Startaufstellung. Kuro im Alpin holt sich die Pole an dieser Stelle. Vitus auf Platz 2, Platz 3 Krogi, dann Trant, dann Berti, dann Ede und die beiden Ferrari durch. Mhm. Also muss man einfach an dieser Stelle mal so hart sagen, durch eigene Dummheit. Ich wollte gucken, ob du ein anderes Wort hast, aber ja, nee, Dummheit. Also man muss die Sachen manchmal auch so benennen, wie sie sind. Das war nix. Der eine parkt auf der Strecke, um eben seinen Stuhl zu richten. Und der nächste denkt, das Qualifying ist vorbei und fährt in die Wand. Wenn ich es richtig antizipiert habe. So. Also das war nicht viel bei euch, ne? Ist das jetzt eure Strategie, liebe Ferrari? Also was macht denn jetzt aus dem Rennen? Naja, die Strategie ist, dass die anderen unsere Strategie nicht kennen. Das hat schon mal Vorteil. Also ey, Leute, mega. Wir geben natürlich jetzt nochmal alles, was soll die Scheiße. Das war kacke, Fehler macht man, Fehler hackt man ab, weiter geht's. Super, so, nehme ich. So, stark. Stark. Null die Emotionen. Die Emotionen. Kuro, du hast recht früh deine wirklich sehr, sehr tolle Lap dann gesetzt und die auch halten können. Wie fühlst du dich? Ja, ich fühle mich gut. Also das mit der frühen Runde, ja, das stimmt, weil ich war halt als Erster draußen, hatte direkt diese Panik von hinten und vom letzten Rennen, weil auch andere hinter mir waren. Und dann bin ich, hab gesagt, okay, ich muss ballern. Ja. Mhm. Gutes Thema. Es wird jetzt natürlich sehr, sehr, sehr spannend werden hier, denn der Start ist in wenigen Sekunden da. Das Ding ist ja auch, Pole Position ist ja wahrscheinlich in diesem Rennen auch eher schlecht, weil
bist halt vorne in der ersten Kurve. Es kommt auch an, wer hinter dir ist, sag ich mal so. Ne? Ja. Du siehst, wer hinter ihm ist. Ja, aber es ist spannend, es ist eine wilde Team-Durchmischung, die wir da tatsächlich haben auf den Plätzen 1 bis 3. Es ist sofort soweit. Konzentriert ihr euch ruhig auf den Start. Wir werden das jetzt gemeinsam mit euch genießen. Ja, Contenance, Freunde. Ja, ja, ja. So, alles möglich. Okay, ich bereite mich auf potenzielle Berührungen vor. Wir bleiben erstmal vorne mit dabei und wir schalten zur Not durch, wenn es sein muss. Oh, ich bin richtig aufgeregt jetzt. Also nach dem letzten Mal, das war wild, wild West. Das war wirklich wild West. Ich muss sagen, gegenüber dem letzten Mal ist es nicht so viel raffinierter bisher geworden. Ja, jetzt geht's los. Gleich ist los. Und? Okay, also, der Alpin kommt sehr, sehr gut weg. Ja. Ja, er kann sich nach vorne setzen, aber da haben wir schon die erste Kurve. Oh, und da wurde sich schon wieder berührt da hinten. Ja. Und da wurde sich auch berührt. Ich könnte so kotzen, aber ich ganz hinten. Ja, Kuro und Vitus sind gut vorangekommen, aber hinten durch die Berührung, da sieht man auch die Ferraris und alles. Das muss man einfach mal sagen, Krane auf Platz 5 durchgeschoben. Oh, und der Kegel da hinten war wieder Autoscooter-Action. What the fuck? Wo bremst du denn in dieser Kurve, Alter? Okay, wir gehen zu Ethan. Ich wusste, dass es mit Krane Kollision gibt. Krane zwischen. In deinem Leben noch nie was anderes als ein Auto, ein Fahrrad gefahren. Also offenkundig hat Krane so gebremst, dass Ede ihm reingefahren ist und sich jetzt lautstark darüber beschwert. Ey, das ist unglaublich, dass du das hier gerade auf mich abhältst. Was ist denn da los? Da konnte ich nichts für, Lars. Da konnte er nichts für, Lars. Danke. So, Lars. Ja, ich gebe mir Mühe. Lars und Krane gerade Stallorder, man hat es gehört, die haben sich aneinander vorbeigelassen, wissend, dass sie nicht miteinander kämpfen. Sondern gegeneinander. Nein, ich meine natürlich nicht gegeneinander. Absolut. Ja, wir gehen mal kurz nach vorne und wir sehen, also Kuro hat tatsächlich es ganz gut überstanden, hat den Platz gehalten. Vitus knapp 2 Sekunden hinten, Trant nochmal 2 Sekunden drauf. Aber es geht eigentlich in den ersten 3 Plätzen, sind die recht sauber angekommen. Ich check mal kurz, ob man noch was zuschalten kann hier. Geometrie, wir machen mal die Positionsänderungen. Wir machen dann mal den kompletten Abstand zum Führenden. Und ja, da sehen wir die einigen Wechsel. Das ist rauf und runter gegangen im Mittelfeld. Aber ansonsten, die Ferraris haben hinten sich gefestigt. Ja. Nein. Und Kuro bleibt Führender. Ist halt wirklich schade an dieser Stelle, dass wir hier nicht, dass das Spiel das natürlich nicht anbietet, logischerweise auch, weil man da als Spectator jetzt im Live-Geschehen bleiben möchte. Also Wiederholungen zu sehen, wäre natürlich eine super nice Geschichte. Ja. Jetzt für die Berichterstattung. Ich bin gespannt, ob da jetzt vielleicht noch die ein oder andere Strafe kommt oder ob das alles als Racing Incident sozusagen abgetan wird. Es ist, glaube ich, der Eindruck, den ich von dem Spiel habe, ist, dass wir haben natürlich reduzierten Schaden und wenn kein Schaden am Auto verursacht wird, dann ist es vielleicht auch keine Strafe, die verteilt wird. Kann obwohl du rausgeschoben wurdest. Das ist schwierig. Also Kuros macht die schnellste Runde, ne? Das ist nicht so. Ich weiß. Wenn hinten geschrien wird, wird vorne richtig geil geraced. Vitus klebt mehr oder weniger dem Kuro hinten drauf. Ja, wir gucken mal kurz bei Ede rein. Also für so viel Aufregung sind die noch alle auf der Strecke. Ja. Die beiden Mercedes fahren gleichgeschaltet gemeinsam. Kuro zieht Ede noch ein bisschen mit. 1-7. Berti, interessanterweise, hält sich noch angenehm zurück. Ja. Vornehm zurück. Aber ich meine, wenn du zwei Ferrari hinter dir hast, ist das so, ich meine, ich sag mal so, wenn es später so bei Wikipedia steht, konnte über mehrere Rennen zwei Ferrari hinter sich halten. Ups, da gab es gerade einen unschönen Austritt. Ich hab's doch nur gehört. Ja. Aber bei Ferrari, wenn Ferrari hinter dir sind, du musst aufpassen, weil irgendwann sind die Ferrari wieder vor dir. Oh, Krogi da ganz, ganz schlecht. Und Ede dadurch vorbeigezogen. Ja. Da muss ich mir das nicht anhören. Ede. So. Oh, aber auch Berti hinter Krogi. Bleiben wir da vielleicht noch mal ganz kurz dran, ob er da jetzt, so viel kannst du natürlich im Beschleunigungsduell nicht gewinnen, wenn du das im Gras machst. Und da ist der Angriff. Da ist der Angriff. Oh, ob das jetzt was wird? Mal gucken. Also eigentlich, ich würde Krogi so einschätzen, dass er den Platz zumindest halten kann. Das war jetzt ein Racing-Incident, wo er an Ede den Platz verloren hat, aber Berti fährt gar nicht mal so schlecht bis jetzt. Ja, und wenn Berti jetzt, wie gesagt, auch so ein bisschen entspannt bleibt, ne? Also nicht zu schnell zu krass möchte. Krogi sagt es gerade. Und da sagen wir es doch nicht. Und da haut die Bande raus. Ja. Gehen wir mal zu Ede rüber, denn der ist gerade an Tranterich vorbeigefahren, aber
hat direkt den wilden Ausritt. Jetzt wird's spannend, ob sich Trant den nächsten Kotflügel abwehrt. Frontflügel. Ja, gehen wir zu Trant und schauen mal, ob Trant dann rankommen kann. Nee, aber es zieht Trant auch raus. Ja. Ja, gut, hier sucht man sich halt andere Gelegenheiten. Schön aus der Kurve kommen und dann. Ja, man muss sagen, aber Etienne tatsächlich, der Nutznießer, hat drei Plätze gut gemacht. Das ist gegenüber. Fast schon kriminell. Du stellst ihm gleich die Frage, wie es dazu ob das berechtigt passiert ist. Falls es noch Relevanz hat in einigen Plätzen. Wir wollen natürlich nicht unterschlagen, wie es ganz vorne ausgeht, aber da zieht Kuro momentan einsam seine Runden. Ja. Vitus hält sich einigermaßen. 4,5 Sekunden sind zwar nicht wenig, aber verglichen mit den anderen, es geht schon. Wenn du einen Abstand unter einer Sekunde hast, du Vordermann. Da geht's. Ja, DRS sind alle überhaupt nicht im Fenster. Ja, wie Krogi gesagt hat, man muss innerhalb einer Sekunde und in der Detection Zone das haben. Dann kriegt man noch diesen Bonus, den zuschaltbaren, mit Flügelstellung mehr Downforce und höhere Geschwindigkeit. Aber kann bisher noch keiner aktivieren hier. Was machen die Ferraris? Sie ziehen ihre Runden. Ja, man muss sagen, mit Blick auf die Zeiten, da ist jetzt nicht gerade so wahnsinnig spannendes. Also zwischen Berti und Krogi, da ist es noch so mit am engsten. Da können wir natürlich mal ein bisschen dranbleiben, ob jetzt Krogi wirklich, er sagte es, ich finde hier nicht meinen Rhythmus. Ob das etwas ist, was Berti unter Umständen... Der Rhythmus hier passt nicht. Er sagt es wieder. Schon raus, okay. Ja. Trant hat aufgeholt. Ich fahre zu inkonstant. Ja, da ist Hans Krogi. Ja, bleib doch mal noch mal bitte beim Berti. Schauen wir uns noch mal ein bisschen Berti an, weil der Abstand eben zum Krogi, der ist relativ konstant. Und wir erinnern uns, er ist ja eben in die Bande geknallt und trotzdem jetzt schon wieder dran. Also wir müssen auch bedenken... Nicht in die Bande, in die Pappwerbung. In die Pappwerbung damit rein. Wir haben jetzt ein Drittel des Rennens hinter uns gebracht und du musst erstmal auch jetzt einfach 12 Runden das halten. Ne? Also ein kleiner Fehler bedeutet, zack, ein, zwei Plätze vor. Ja. DRS nochmal für alle. Simon Sellner schreibt in den Chat. Drag Reduction System. Weniger Abtrieb, höhere Geschwindigkeit. Genau, da wird ein Flügel flachgestellt und die Autos quasi noch mehr angepresst an den Boden und dann bessere Ansaugwirkung, besser vorbei. Bam. Ja. Also der Überholbutton im besten Fall. Ja, genau. Und er ist jetzt in diesem Fenster eben tatsächlich auch drin. Der liebe Berti. Ja, könnt ihr Regie mal auf die richtige Berti-Cam schalten? Vielleicht wird da DRS nochmal konkret angezeigt und bei uns nicht. Weil ich denke jetzt mal, dass er so lange wie er bei ihm... Er braucht es nicht mal. Ganz toll gemacht von Berti. Tolles Manöver. Und jetzt werden wir mal auf die Zeiten achten, ob wirklich Krogi in dieser Strecke auch sein Meister hat. Vielleicht hat er auch einen Schaden am Auto. Ja. Das wäre die Sache. Wenn der gezwungene Boxenstopp da noch kommt, ersetzt du vielleicht die Nase, wenn sie kaputt ist, aber das frisst dir doch mal 10 Sekunden mindestens. Ja, Berti kann schon ein bisschen vorbeiziehen tatsächlich. Der ist schon 2 Sekunden fast weg bei Krogi. Ich würde jetzt in die Box fahren gleich. 7 Sekunden, was? Trant, nach der Runde. Guck dir das mal an. Hast du es gehört? Nach der Runde fahre ich in die Box. Oh, da haben wir schon einen Boxenstopp. Und Kuro sprechen sich ab. Ja, das ist Teamtaktik. Ja, das ist sehr gut gemacht. Genau, beide gleichzeitig. Das wäre unter Umständen dumm. Ich weiß nicht, wie das hier im Spiel geregelt ist. Ob das im echten Leben hast du halt nur eine Crew und einen Platz, wo du abgefertigt werden kannst. Und wenn du dann dahinter parken musst, weil das Timing schlecht war, ist das dumm. Was jetzt interessant wäre, ist, ob wir vielleicht den sogenannten Undercut hier sehen. Du siehst nämlich, wenn Kuro jetzt reinfährt, wird er, wenn Vitus nicht das Gleiche macht, die Führung an Vitus verlieren. Aber er kommt mit schnelleren Reifen wieder zurück. Das heißt, er hat möglicherweise schnellere Rundezeiten, besseren Grip erstmal und könnte eventuell die Standzeit wieder ganz gut aufholen. Das wäre natürlich spannend, ob jemand hier diese Taktik wirklich versucht anzuwenden. Ist nicht reingefahren, Kuro. Ja. Interessant. Das kann natürlich auch sein. Oh, aber der Krogi und Lars. Da ist jetzt gerade eine Situation, die wir haben, dass der Krogi. Krogi und Lars. Ach, Berti, du warst das. Das sind Trant und Berti. Also Berti gefällt mir gerade richtig gut. Mhm. Also ich sage jetzt nicht, dass das vielleicht sportlich sauber war, soweit wir das gesehen haben, aber es hat auf jeden Fall dazu geführt. Mach das. Easy.
dass er, glaube ich, wirklich seine Moral hier auf dieser Strecke wiedergefunden hat. Ja, besser mit den Reifen. Tatsächlich. Und zumindest, wenn auch mit ausgefahrenen Ellbogen, sich hier nach vorne boxt. Also Berti könnte der Krogi dieses Rennens sein, weil das hat bei Krogi ja beim letzten Mal so gut funktioniert. Einfach hier Nase stillhalten Füße stillhalten mit der Nase voran. Vielleicht gucken wir uns mal die Boxenstops an. Entschuldigung. Dass wir nur mal wissen, wer jetzt eigentlich schon war und wer jetzt noch muss. Wir checken mal kurz hier. Perfekt, nice. Also, wieder ein Stopp. Ja. Trant, Krogi und Vitus haben schon gestoppt. Und das ist gerade natürlich für Vitus jetzt nicht das Schlechteste. Weil er könnte an diesem möglichen, ich weiß nicht, wie viel man jetzt insgesamt hier einplanen muss, fürs Reinfahren, Wechseln und wieder rausfahren an Zeit. Das wird weniger als 28 Sekunden sein. Das ist gerade sein Abstand, den er auf Kuro hat. Aber Kuro, 8 Runden hat er auf seinen Soften. Und jetzt werden wir mal gucken, wie viel er jetzt flöten geht. Beim Kuro und wo er rauskommt. Kuro wechselt. Offensichtlich gut gewechselt. Oben sehen wir so die absolute Zeit, die er da eben verbringt in der Box. Ich weiß, wie gesagt, nicht, wie viele es insgesamt sind. So in Brasilien, ja, aber so ein bisschen ist das schon. Also dadurch haben wir aber Etienne Gade Führungsrunden. Ja, kommt selten vor. Aber ja, das war jetzt nicht der schlechteste Gedanke. Nee. Also Kuro ist auf den Mediums jetzt drauf, der ist die Softs gefahren die ganze Zeit. Das erklärt vielleicht, warum er auch so schnelle Zeiten dann halten konnte. Frischere Reifen, aber die sind von der Höchstgeschwindigkeit auch noch mal ein bisschen geringer. Okay, ich bin immer ganz scheiße. Wir sind immer ein bisschen zu spät, ja. Genau, also genau, vielleicht, wir können auch gleich der Regie mal wieder ein bisschen überlassen, vielleicht was er machen möchte, wenn wir hier, es ist ein bisschen schwierig durchzuschalten. Er immer könnte Puls der Zeit zu sein, aber ja, es ist schwierig, okay, ich halte mich zurück. Wir bleiben mal bei Kuro jetzt hier, weil der, also Ede muss jetzt noch reinkommen. Ede ist zusammen mit Krane am weitesten raus. Krane ist gerade in der Box gewesen, wie wir es angezeigt bekommen. Das wird sich rächen, wenn Ede nicht bald reinkommt, weil dann wird er mit den Reifen einfach keine guten Zeiten fahren können. Ja, aber er ist mit den gelben Reifen gestartet, ne? Und Krane holt sich jetzt die harten. Ich weiß jetzt nicht, ob er im Qualifying vielleicht alles schon verballert hat, was er an Sätzen hatte. Ja. Ist mir aber nicht ganz... Ich gehe mal zurück zu Trant, weil wir sehen da nahe Abstände. Er und Krogi sind immer noch nah beieinander. Berti immer noch jetzt ein bisschen hinten bei Trant dran. Und Krane ist sehr lange in der Box. Das muss ich mir jetzt doch auch nochmal angucken. Nee, ist doch wieder raus. Das war nur die Anzeige. Also Trant hält sich an Krogi. Ist aber immer noch jetzt knapp 2 Sekunden dahinter. Mhm. Ja, das könnte hier noch spannend werden. Beide waren in der Box, ne? Ja, wir gucken nochmal kurz. Das hier. Das ist Fabian. Danke, Fabian. Ja, alle bis auf Ede haben ihren Zwangsstopp hinter sich. Ja. Und jetzt können wir das natürlich mal so ein bisschen beobachten, auch eben anhand der Zeiten, was das jetzt für Ede bedeutet. Denn, Ich gehe mal zu Kuro. Ich fahr die Box. Ja. Oh, er fährt an die Box. Okay, dann können wir bei Ede einmal bleiben. Dann fährt er rein, verliert damit die Führung, aber gucken wir mal, wo er rauskommt. Dass Kuro vorbeifährt, ist klar. Das wird jetzt interessant. Schafft er es vor Krogi wieder raus? Wir sehen es jetzt auch oben auf der Streckenansicht, wer da alles an ihm vorbeizieht, natürlich in diesem Moment. Aber da ist er schon wieder raus. Tut mir leid, ich habe mich gerammt. Ja. Das war unfair. Trant hat wieder irgendwas Unsportliches getan, entschuldigt sich dafür. Und er kommt jetzt, das wird jetzt spannend hier, der Ferrari ist da auch dann schon. Aber er schafft es vor Krogi, oder? Ja, Oh, du hast hart abgekürzt. Ja, die sind. Auch Ede holt sich jetzt die harten Reifen. Ja, Ede gleich auf hart draufgegangen. Sehr interessant. Also für nicht mal die Hälfte der Rennzeit, die wir noch haben. Wir können aber jetzt mal zu den anderen Duellen rüber. Etienne hat sich auf Platz 3 eingereiht. Harte Reifen als einziger neben Krane hier. Mal gucken, ob er mit den Amps zurechtkommt von den anderen. Ich verstehe gerade nicht, ist Krane schon. Ach so. Krane ist überrundet. Oh, Krane. Ist Krane überrundet? Was ist das denn? Was passiert denn jetzt hier gerade? Warum? Was macht er? Ja doch, der müsste überrundet sein. Sonst wäre er logischerweise da nicht auf der Strecke. Was passiert denn da gerade? Eddie, dann fahr! Ich wundere mich nur ein bisschen, dass seine Zeit mit einer Minute Abstand zum Führenden, und das ist ja innerhalb einer Runde. Ja, eigentlich schon. Gut. Wie auch immer. Gut gemacht, Ranti.
So, also gucken wir mal hier. Krogi, Trant, Berti auch nah dran an Krogi einigermaßen mit 6 Sekunden. Mann. Ja, also bleiben wir noch mal eine Runde bei Krogi hinter Trant her. Vielleicht ist das genau das, was wir jetzt sehen müssen. Denn Krogi, das kann man eben sagen, er hat selber festgestellt, er findet auf dieser Strecke nicht so in seinen Rhythmus. Das hat man beim Qualifying gesehen und jetzt auch im Rennen. Das ist nicht sein Regel. Ja, sehr ungewohnt, weil bei fast allen Strecken, die wir bisher hatten, auch beim, bei der letzten Session, war Krogi eigentlich immer nach ein paar Runden war er hier, on the line. Ne? Mhm. Der wusste, wie es lang geht. Hier irgendwie, irgendwas ist im Getriebe. Jetzt mich durchlassen müssen, Krane. Ja, offensichtlich hat wir in der Kurve kämpfen. Hat er blaue Flaggen vielleicht bekommen? Das könnte sein, ja. Es ist ein bisschen, mir ist es nicht ganz klar, wenn ihr es genauer gesehen habt, warum das eben so war. Ich dachte eigentlich, er hätte durch seinen Boxenstopp sogar an Krane den, aber das kann ja auch nicht sein. Alter, was geht ab? Nee, kann ich sein. Nee, sorry, ich hab dich vorbeigelassen! Ja, ach so, du hast mich ausgebremst, ey! Nein, ich bin extra zur Seite gefahren! Ach, der immer! Das war Idealien, du kannst denn auf der Idealien so hart abbremsen! Oh. Also, gerade sorgt für ordentlich Zunder nochmal. Geht voll auf der Ideallinie hier ein und gut. Sagt, was ist denn noch hinter mir los? Ja, toll, jetzt ist mein Auto im Arsch. Fuck, endlich hat's mal einer. Denk an die Punkte, Eddie. Ja, ich halt die Schnauze. Regt mich einfach auf, der Kran. Das ist genau, das ist der alte Ede. Es ist nicht der volle, konzentrierte Hardcore-Ede. Entschuldigung. Da stößt es auch vor Freude. Das stößt auch vor Freude, genau. Ja, aber das ist nicht schlecht. Ich meine, genau das, was Krogi gerade gesagt hat. Sicher hier uns Platz 3 ab. Er ist auf Platz 5. Ja, ich habe. Und er ist aber mit einer guten Chance hier, der Krogi, der ist hinterm Trant her, ne? Also, ja. Rennspielexperte Trant mit Formel 1 ist er halt, ist was, natürlich was anderes. Ja. Schön. Oh, aber Trant, ja, Trant geht mal. Ich glaube, da ist es zu keiner Berührung oder so gekommen, aber das war natürlich schon reckless von Trant. Absolut, ja, also anderswo hätte er eine Strafe mehr als verdient gehabt jetzt hier. 5 Sekunden mindestens. Ja. Mal gucken, ob er sich jetzt erstmal halten kann, weil Krogi könnte die Chance jetzt nutzen, ein bisschen voranzukommen. Könnte, aber Trant lässt sich jetzt so einfach auch nicht abschütteln an dieser Stelle. Kurze Durchsage natürlich an der Rennspitze, relativ wenig Änderung. DRS, Kuro fährt seine Runden gut runter. Vitus hat jetzt knapp 10 Sekunden Abstand. Also wir haben zwar 4 Runden noch über, aber könnte ein Safety Car noch mal rauskommen? Könnte Vitus vielleicht noch mal das Zünglein an der Waage finden, woran es liegt? Ja. Wird knifflig. Auf jeden Fall. Bisschen leid tut mir der liebe Krane, der da mit einer Strafe... Was auch immer. Also wird sicherlich berechtigt sein. Also die Anzeige war wegen mehrerer Vergehen. Gut, dann ist das natürlich krass. Und auch Lars kann nicht so richtig nach vorne. Also Ferrari spielt auch leider hier im zweiten Rennen jetzt nicht die große Rolle. Sehr gut, bei Trant hört man schon die Flügelschaltung. Klack, klack, immer zwischendurch mal drin. Hat er schon im Blut. Aber ich glaube auch, dass der Spaß hat heute hier. Ja, eindeutig. Ja, es dauert nicht mehr lange und dann erzählt er uns, wie das Rennen war. Ja. Das letzte. Und auch das sei nochmal an dieser Stelle gesagt. Kuro, der sich gerade anschickt, der hat einen komfortablen Vorsprung. Der muss jetzt gar nicht auf Maximum fahren. Im letzten Rennen 0 Punkte, Ausfall. Mhm. Und jetzt gerade holt er vielleicht richtig fette Punkte und natürlich für sich auch den Sieg, den er dann als Selbstbewusstsein einfach braucht. Denn Trant ist gerade nur auf dem 5. Platz. Er macht den Verstappen. Erster Rennen Ausfall und dann, wenn er nicht ausfällt, gewinnt er. Ja. Aber da sieht man, was auch Enormes ausmacht, dass dein Auto einfach nicht überall schlittert wie auf Eis. Ja. Wie im letzten Rennen. Also Ede kann sich tatsächlich auch ganz gut noch halten mit seinen Hearts. Hat ihm jetzt nicht irgendwie Probleme. Kuro fragt, wer ist da vorher? Vielleicht halten wir zu ihm. Er muss nämlich jetzt... Er wird jetzt gleich den Ferrari überholen, weil so locker kann er dann doch nicht hinter ihm fahren. Da ist er, okay. Das ist ja fast schon spannender als das, was wir hatten. Also, das ist die erste Überrundung, die wir ja so richtig sehen. Der Führende ist jetzt so schnell, dass er dem langsam fahrendsten Krane hinterherkommt. Und ich bin gespannt, wie fair selbiger
Er müsste jetzt diese sogenannten blauen Flaggen bekommen. Das bedeutet, lass jemanden hinter dir vorbei. Okay, jetzt dauert noch ein bisschen. Beachtet er das überhaupt? Ja, beachtet er, das ist die Frage. Nur, er muss natürlich auch sein Rennen fahren, also was auch immer dieses Rennen ist, aber fair. Hat er fair gemacht? Hat er fair gemacht oder konnte er mich einfach anlassen? Ich will jetzt auch nicht sagen, dass das zu erwarten gewesen wäre. So, aber Kuro hat die Gefahr überstanden. Das heißt aber, in ein paar Sekunden sollte Vitus auf den Ferrari treffen. Die nächste spannende Da sind wir gerade dabei. Situation meinst du, ne? Ja. Genau, also Vitus hat schon den Ferrari im Blick von Krane. Ja, zumindest ist er abzusehen auf der Strecke. Ich glaube, er hat auch ein bisschen... Er hat gerade so ein bisschen... Achtung, Ferrari, ich komme. Du hörst es schon, der warnt. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Die blauen Flaggen, hast du gesehen? Ja, genau. Don't let him pass. Repeat, don't let him pass. Okay, aber fair gemacht. Ja. Vitus ist auch vorbei. Ja. Da schaltet sich... Ich bin schon im Minus. Da macht das den Kohl nicht keine so Ahnung, warum. Wahnsinnig fett. Also, so richtig spannende Duelle haben wir gerade nicht auf der Strecke. Dafür sind die zeitlichen Abstände dann doch bei allen zu groß. Muss eigentlich mit Medium zwei auf der Strecke. Ja, wenn ich noch eine letzte Runde Crash gelagert. Ja, man weiß es nicht. Dann gehen doch noch mal die Nerven durch, dann flattert das Säcklein noch mal so ein bisschen panisch in der Buchse. Kann alles passieren. Aber du hast eben gesagt, ich möchte es auch noch mal sagen, Edels dritter Platz gerade. Bitte? Ist keine schlechte Leistung. Nee, absolut nicht. Wir sagen, wir können natürlich mal hier ein bisschen Kuro wieder das Spotlight geben. Das hat er sich natürlich mehr als verdient, dafür, dass er relativ wenig in den Rest des Rennens eingegriffen hat. Sein Rennen hat er richtig gut runtergefahren. Ja. Ich sehe relativ weit am Horizont einen Ferrari, aber ich nähere mich. Ja, das ist der zweite Ferrari. Lars fährt Kuro, der Führende, gleich dann rein. Also im Sinne von... Er kommt gefährlich nahe. Mhm. Er ist jetzt aber auch kurz davor, in die letzte Runde einzubiegen. Die letzte der Finishing Lap für Kuro hat jetzt gerade begonnen. Er hat einen sehr guten Abstand. Trotzdem eine gewisse Gefahr, so ein Ferrari vor einem. Ferrari vor mir. Das nächste Mal. Das könnte Lars natürlich einfach die Spaßbremse machen. Irgendwie vielleicht. Es ist schön, dass die auch unter der... Der Ferrari macht da Platz. Ja. Aber das ist das Gute, dass die Fahrer auch sich untereinander anfunken können. Ja. Nächste Kurve, mach Platz, hier kommt der Landvogt. Falls du das Blaue nicht gesehen hast und dir die Strafe egal ist. So in die Richtung, ja. Die letzten Führungskilometer an dieser Stelle. Wenn es so bleiben sollte, du hast natürlich mit dem dritten und vierten Platz für Mercedes zwar jetzt nicht die Top-Platzierung, aber sie sind nah beieinander und kriegen doch einen guten Batzen Punkte, muss man sagen. Dafür sind Kuro und Trant wesentlich verteilter. Ja. Das stimmt schon. Und wie gesagt, die Nullnummer von Kuro im letzten Rennen und auch Trant, der in der letzten Runde ja eben nur den vierten Platz belegt hat, der eben gerade mal und damit beiden aus dem ersten Rennen 12 Punkte nach Interlagos. Und da ist der Sieg, die schwarz-weiß karierte Flagge für Kuro, den Rennsieger. Herzlichen Glückwunsch. Vitus fährt mit knapp 15 Sekunden im Moment hinterher. Also der hat noch abgebaut, leider. Aber er konnte den zweiten Platz, wenn nichts noch passiert, gut halten. Und Ede geht jetzt die Pumpe hier wahrscheinlich. Ja, Krane hat sein Rennen auch schon beendet, weil Überrundungen über Start und Ziel gerade. Ede könnte... Nein, das kriegt er hin. Den dritten Platz. Den dritten Platz hält er. Ja, so viel kann da nicht mehr passieren. Herzlichen Glückwunsch, Herr Gade. Oh. Alter, ey. Krogi? Nicht allzu weit hinterher. Und wir haben tatsächlich, tatsächlich nicht so direkt, aber wir können ja maximal noch mal schauen. Es sind 3 Sekunden knapp zwischen Berti und Trant. Aber das wird nichts mehr. Okay, Berti, Trant auf der 5 und Berti auf der 6. Alter, ey, ich dachte nicht, Kuro ist krass. Kuro kriegst du hier einfach nicht. Aber ey, ich habe so lange an Trant gesessen, ne? Aber einfach keine Chance. Eddie! Fahrer des Tages. Glückwunsch, Glückwunsch. Was ist des Tages? Etienne, du bist Fahrer des Tages, Mann. MVP. Nice, warum?
Naja, du hast einfach solide gefahren. Also bist super gefahren. Also schöner kann man es nicht sagen, genau. Das stimmt. Aber ich bin ja nur Dritter geworden. Wieso ist nicht der Erste? Ja, aber du bist ja nicht als Dritter gestartet, hast viel überholt. Konstant gefahren. Das war super. So, jetzt sehen wir hier nochmal einmal die Siegerehrung. Genau, eine grundsolide Leistung. Aber natürlich. Aber da haben wir natürlich verdient und Kuro nach dem Ausfall im letzten Rennen jetzt mal komplett an der anderen Seite ein Startzielsieg für dich. Wie fühlt es sich an? Oh, das fühlt sich sehr gut an. Bin komplett nass geschwitzt. So ab der Hälfte des Rennens war ich nur so, ey, nicht verkacken. Weil dann guckst du halt auch so ein bisschen auf den Zwischenstand und durch die Abstände und das war immer mal ganz gut. Dann bin ich aber in die Box gefahren, dann kam Eddie vor und dachte mir, ach shit, was ist, wenn ich jetzt in Eddie reinfahre? War sehr nervenaufreibend. Ja, die. Muss man beim Boxenstopp irgendwas machen, außer in die Box zu fahren? Nee. Also, du musst halt dieses Zeitfenster treffen, Eddie. Da kommt ja so, okay, musst in 3 Sekunden perfekterweise X drücken. Je nachdem, wie du das absolvierst, ist der Boxenstopp länger oder kürzer. Genau. Krane und Lars, ihr beiden hattet leider das Pech wieder für euch gepackt und relativ hinten dann nur eure Plätze gesehen. Was war los bei euch? Ja, es liegt vielleicht doch an meiner neuen Brille, ich weiß es nicht genau. Aber ich habe alles gegeben, aber ich bin noch upcoming. Du bist noch upcoming, das wird noch. Ich bin noch upcoming, ich bin ein junger Fahrer und vielleicht werde ich irgendwann noch gut. Und ja, die jungen Wilden halt, ne? Die jungen Wilden, ja. Das werden wir, glaube ich, im großen Finale nochmal sehen, wenn es soweit ist. Hier wird gerade noch gerechnet und die Plätze... Dann zusammengezählt. Ja. Genau, ich bin auch schon. Krane, glaube ich, der drittälteste in dieser Runde. Vitus, war bei dir irgendwas? Du hast ja den Abstand einigermaßen. Vitus, du hast den Abstand einigermaßen halten können bis kurz vor Ende, aber so richtig das Patentrezept nicht gefunden gegen Kuro, oder? Woran lag es? Kannst du das absehen? Kuro bockstark gefahren. Ich bin dann mal zwischendrin rangekommen, dann habe ich gesehen, mein Benzin wird immer weniger und ich war dann schon im Minus, der war rot und dann dachte ich mir, nee, da lasse ich lieber die Finger von. Also dann fahre ich lieber ein bisschen konstant und langsam und komme ins Ziel. Okay, also ein bisschen konservativer, damit du keinen DNF oder so dann hast. Ja. Achso, ich dachte, es war ein Witz. Trant, du kannst natürlich auch gerne mal sagen, das war jetzt das zweite Formel-1-Rennen, ja, in kürzester Zeit. Wie ist das Befinden danach? Das war jetzt ein ganz angenehmes Rennen. Sind ja, glaube ich, ich bin leider wieder Fabian hinten reingefahren, aber da weiß ich die Schuld von mir, Fabian, du bist zu hart gebremst. Doch, sag ich so. Ja. Ansonsten war cool, hat Spaß gemacht. Ich bin ja laut Eddie total scheiße gefahren. Ja, ich drück's halt nicht so nett aus wie der Trant, aber der Inhalt ist der gleiche. Also, Kolle, wie sieht's aus? Ja, wir haben Punkte. Und wenn mich mein Mitrechnen und der Taschenrechner, der mehr geistige Kapazitäten hat als ich für diese Aufgabe, nicht trügt, dann gehen aus diesem Rennen, ja, fangen wir erstmal gemittelte Teamwertung, hat Alpine, also Kuro und Trant mit dem 1. und dem 5. Platz 35 Punkte dazu bekommen. Mhm. Red Bull in Kombination aus Vitus Platz 2 und Berti Platz 6, 26 Punkte. Mercedes kommt auf 27 Punkte, Ferrari auf 10. Das bedeutet, im Gesamtklassement nach 2 Grand Prix haben wir Mercedes mit 64 Punkten vorne, gefolgt von Red Bull mit 59. Boah, es wird spannend. Boah, das wird spannend, ey. Alpine mit 47. Und Ferrari mit 18. Ja, also. Das ist doch spannend. Oh, spannend, ey. Erster, zweiter, alle anderen müssen rausfliegen. Ja. Ganz einfach. Jetzt haben wir 3 Teams können mitmischen. Seid ihr bestechbar, Ferrari? Und es kann ja noch einen mehr als enormen Unterschied geben. Das heißt, die meisten Teams sind noch in Contention für den Gesamtsieg. Ja, auf jeden Fall. Also wir haben es ja gesehen. Erste Runde, Kuro, hast du den Nuller mitgebracht, im zweiten gewonnen. Das ist dann schon nicht ganz unwichtig. Das macht einen riesen Unterschied. Ne? Also, da bedeutet es weiterhin aufmerksam sein, weiterhin konzentriert sein. Ihr schnüffelt mal so ein bisschen durch. Wir machen eine Wir machen einen ganz kleinen Break. Boxenstopp. Oh. So wie man bei RTL immer gesagt hat. Ne? Fingerguns. So sieht es nämlich aus. Dann kommen wir zurück mit dem dritten Rennen, dem großen Preis von Abu Dhabi. Bis gleich. Da
da sind wir wieder zurück. Es geht weiter mit Session 2, dem großen Finale unseres F1 22 Tag Tournaments. Gleich mit der finalen Strecke. Vorher kleiner Hinweis, am 11.11. ist unser nächster Beans Jam. Und wenn ihr euch anmelden wollt, da ist morgen der Anmeldeschluss. Also der 28.10. für die Live-Ausstrahlung gilt das. Wenn ihr als Video schaut, habt ihr es eventuell verpasst. Aber denkt dran, 11.11. der Beans Jam. Das am 11.11. jetzt das Finale. Ja, das große Finale trägt uns nochmal in die Wüste. Wir reisen mit der kompletten Party nach Abu Dhabi, um im dritten von drei Rennen festzustellen, wer kann denn gewinnen. Und gewinnen kann tatsächlich nochmal jeder. Aktuell führt Mercedes mit 64 Punkten, also in der Teamwertung, um die es heute geht, hauchdünn vor Red Bull mit 59, Alpine mit 47. Da ist auch noch alles möglich, vor allem nach diesem starken Comeback von Kuro. Und Ferrari mit 18. Nun, auch da sind Hopfen und Malz noch nicht verloren. Ich meine, der Wechsel, wenn du es bedenkst, Platz 1 und Platz 2 sind 41 Punkte zusammen. 25 plus 16, oder? 18. Ah, 18 sind sogar, also 43. Dann, also wahnsinnig viel. Wahnsinnig viel. Also das und zwei DNFs und schon hast du einmal 43 Punkte Unterschied. Da kann noch alles passieren. Jetzt. Ja, vor allem, man muss ja fairerweise sagen, dass Ferrari auch oftmals an sich selbst scheitert. Sowas wie Parken. Wir haben's, ich will nicht drauf rumreiten, muss es aber einfach im Interesse des Journalismus. Wenn man da so ein bisschen dran arbeitet, ja, an der Moral und vielleicht auch an der Rempeltaktik, dann ist da noch alles drin. Ich glaube fest an unsere beiden Jungs in Feuerrot. Ja, weil deswegen ist Carlos Sainz dann ausgeschieden. Letztes Rennen, seine Schnürsenkel waren offen. Musste kurz nochmal gucken. Ne? Ja. Und hat er nicht richtig eingelenkt. Kann passieren, wenn man gerade in den Start hinter sich gebracht hat. Ja, gut. Qualifying Time. Ja, es ist Qualifying Time. Wir gucken nochmal kurz ins Fahrerlager, ob die Konzentration und auch die Rennplätze eingenommen worden sind. Hey Jungs, habt ihr Bock auf das große Finale? Let's go. Ich habe mir für dieses Rennen vorgenommen, besser zu fahren, als deine Gags gut sind. Das könnte aber ganz schön ambitioniert sein. Du willst die Meisterschaft hier holen. Interessant. Finde ich gut. Kleiner Hinweis, weil gefühlt hatte ich immer den Eindruck, dass es relativ wenige machen, wechselt gern die Reifen im Qualifying. Weil die bauen auch ab sehr stark. Ja. Ich glaube, Krogi hat das gemacht letztes Mal. Aber wenn ihr am Ende keine guten Zeiten fahrt, wechselt die Reifen. Ja. Und auch generell, wenn ihr sie noch habt, die harten sind halt tendenziell die langsamsten Reifen. Genau. Ne? Halten lange, aber sind auch nicht so ihr schnell. Seid hart. Als kleiner Gedanke dazu. Gibt es sonst noch irgendwas, was ihr klären wollt? Untereinander Updates oder habt ihr euch ausgesprochen? Seid alle mit denselben Waffen am Start? Wir machen uns schon bereit, Colin. Wunderbar. Ja. Dann würde ich sagen, das Qualifying startet. Wir sind ready für Runde 3. Und ja, das Qualifying auch im Nachtrennen. Die Strecke wird ja traditionell in der Nacht gefahren. Tatsächlich, ich habe sie kurz trainiert, vor mein Gefühl dafür zu bekommen. Man kann sie auch in hell fahren, tagsüber. Aber ich glaube, das Rennen selber kann ich mir auch gar nicht vorstellen, wenn es nicht dunkel und Flutlicht erleuchtet ist. Ja, genau. Es geht normalerweise ja wirklich, es startet bei Dämmerung sozusagen. Sagt man das Dämmerung? Ja, ne? Ja. Sonnenuntergang. Ja, genau, Dämmerung ist Sonnenaufgang, meine ich. Ne? Sonnenuntergang, würde ich sagen. Ja. Auf jeden Fall, wenn die Sonne untergeht und dann endet es nachts. Nachts. So. Wir werden sehen, genau, das Qualifying läuft. Also die 18 Minuten sind sozusagen gerade angebrochen. Mhm. Und wir aktivieren nochmal unsere... Lass mir doch mal ein paar Minuten. Schalten wir vielleicht mal einmal rum. Ich möchte gerne mal zu irgendwem, der noch steht, schalten, liebe Regie. Aber jetzt sind sie schon alle auf der Strecke. Vielleicht mal kurz ein Ferrari oder so. Ein bisschen geradeaus. Also ich finde, sie ist einfacher als Brasilien. So. Ich kann dich leider nicht hören. Du bist abgehört. Okay. Da wird noch ein bisschen nämlich eingestellt beim Krane. Parc fermé Reglement. Genau. Parc fermé bedeutet, ab dann darfst du nicht mehr im Auto schrauben, sozusagen, oder ganz spezielle Einstellungen machen und musst mit denen dann auch später ins Rennen und also Qualifying im Rennen gehen. Jetzt fährt er nämlich raus und auch Red Bull. Ich meine, warum auch nicht, ne? Krane weiß, dass die Konkurrenz weniger die Zeit sozusagen ist, die es zu schlagen gilt, als vielmehr das Vermeiden von Crashes. Also möglicherweise einfach einen dichten Fahrerpulk vermeiden. Ja. Und das ist das, was du vorhin meintest, das ist der Tunnel da unten. Das sieht da schon gleich ganz anders aus. Ja, da wird auch ordentlich gezuckt am Lenkrad. Ich weiß aber nicht, inwieweit man da jetzt gerade noch durchgeleitet wird. Oder ob sie da wirklich sagen, ich meine, Professionalität. Oh, das ist aber schade. Ja. Ja, okay, da wurde er vielleicht überrascht davon, dass plötzlich die Kontrolle
Ah, das ist sehr interessant, aber Krane fährt tatsächlich wirklich Cockpit hier. Ja. Und das ist natürlich nochmal eine ganz andere Sache. Der Halo, den wir schon seit einigen Jahren haben, der eben sehr, sehr wichtig für die Sichtbarkeit ist. Ich dachte auch im ersten Moment her, das ist doch mitten im Sichtfeld. Ja. Aber die Fahrer gucken tatsächlich eher leicht zur Seite, wenn sie dann in die Kurven gehen. Das kann man schon einigermaßen ausblenden. Das sehen wir hier in der Kamera weniger, weil es ja eine digitale Ansicht ist. Deshalb finde ich schwieriger hier. Ich finde es sehr, sehr schwierig, vor allem wenn natürlich er versucht, Ideallinie und Halo sozusagen auf eine Linie zu bringen. So wie jetzt. Muss ich jetzt hinfahren? Ja, zur Strecke vielleicht auch da. Schalten wir nochmal vielleicht rum zu dem. Wer ist denn gerade vorne? Wer startet jetzt gleich als erstes seine Runde? Ja, Trant fährt. Oh, wir sind ja schon dran. Ganz genau. Ja, Trant und Kuro. Kuro gerade grün im ersten Sektor, also die ersten fahren schon. Ja, damit. Ist natürlich spannend zu sehen. Es könnte sehr gut sein, dass Kuro wieder mal so eine Knallerrunde hinsetzt. Ja. Aber Vitus hat das eben genau das gleiche beim ersten Rennen gemacht. Ja, exakt. Und Trant ist jetzt hier gerade auf der langen Gerade. Das ist eine der beiden DRS-Zonen. Jetzt hier so eine Schikane, in die er reinfährt. Oh, ne, da zuckelt er auch so ein bisschen weg über die Strecke. Ja. Hier jetzt gerade in der zweiten DRS-Zone, in der er gerade sich befindet. Und danach kommt sozusagen der eher kurvige Teil dieser Strecke. Hatte auch ein paar Entschärfungen aber hingenommen. Da gab es noch krassere 90-Grad-Elemente, die teilweise hier schon ein bisschen rausgenommen sind. Aber wenn wir ihn jetzt einfach begleiten, da geht es eben viel so hart rechts, links um die Ecken. Jetzt so U-förmig einmal hier durch das Hotel quasi durch. Also es ist eine moderne Strecke. Sie wurde, glaube ich, 2010 oder so. Oder 9? Ja, ich bin mir gar nicht sicher. Der erste Grand Prix war 2009. 2009 der erste Grand Prix. Und sie wurde auch im Laufe dieser Zeit tatsächlich mehrfach umgebaut eben. Und es ist wohl so, dass die Strecke, die 2001, glaube ich, eine Iteration bekommen hat, auf der auch heute gefahren wird, die ist ungefähr 12 Sekunden schneller als die Strecke von damals. Ja, also mir gefällt die hier besser mit den eher weicheren Kurven, muss ich sagen, weil klar, du kannst natürlich vielleicht ein bisschen mehr an Rennleistung abrufen, wenn du wirklich diese ganz scharfen Kurven hast, da musst du extra aufpassen, aber für den Flow, für das Zuschauen, finde ich die Weichen einfach besser. Kuro hat wirklich auch eine Mörderrunde gerade hier hingelegt, 1:27.991 und Kogi ist schon knapp 1,5 Sekunden weg, bisschen drüber sogar und die anderen sogar nochmal 2 bis 3 Sekunden mehr. Ja. Also der offizielle Quali-Rekord, auch hier habe ich die Zahlen natürlich für euch im Vorfeld recherchiert. Oh, 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 und da gab es einen Crash. Da gab es einen Crash. Da ist gerade... Wer war das? Einer, Ede ist, glaube ich, hat es auseinandergefetzt. Er ist tatsächlich in Krogi reingedasht. Das ist natürlich was. Das kann man sich nicht erlauben. Die liegen beide auf Platz 1. Dann müssen wir Funk sagen, bestätigt. Zwei Rennen. Dann wird das angezeigt, wo man hin muss. Oh, wenn Mann. Zwei offensichtlich beim Überholen passiert. Was fehlt da bei Ede? Da Mann! Ist doch irgendwas. Oh, schaust dir an. Ja. Ich geh jetzt aber auch rein. Ja, der braucht das Tika eigentlich, aber sowas gibt's nicht mehr. Beschreiben vielleicht. Das war das Ersatzauto, was früher noch zur Verfügung gestanden ist. Nach der letzten Kurve rechts. Wie bin ich in die Box gekommen? Die war auf einmal da. Ja, Ede schleppt sich jetzt so ein bisschen über die Strecke. 1,22. 1,09 von Max Verstappen im Jahr 2021 im Qualifying gefahren. Jetzt kommt die. Und er hat auch die schnellste im Rennen gefahren. Runde 1,26, 1,03, 2,21 mit den Boliden von damals. Jetzt fährt er rein. Jetzt gucken wir uns das doch mal ganz kurz an, wie das jetzt eigentlich aussieht. Auch vielleicht sehen wir dieses. Wenn ich jetzt keinen Reifenwechsel mache, dann lässt er auch die alten Schlappen drauf, oder was? Ja. Mhm. Ja. Aber er muss natürlich warten, weil gerade. Ja, das ist ungünstig. Wenn man so direkt nacheinander in die Box fährt, dann. Ja, du hast mehrere Weichen. Ich meine, in diesem Fall ist es ja so, hier wechselst du im Qualifying halt alles in der Box und nicht an der Straße. Genau. Das wird alles erstmal, du wirst aufgeboxt, da reingeholt. Ja. Die Autos werden teilweise bis auf ein Skelett dann runter gebaut wieder, damit man einfach ersetzen, Flügelstellungen anders machen kann. Die Reifen sowieso nochmal wärmt, was ja auch wichtig ist. Ja, ist ganz interessant. Die beiden Ferrari, die sind allerdings noch auf der Strecke. Wenn ich das gerade sehe, genau. Wir haben den Lars. Der ist hier gerade nochmal. Warum auch nicht?
einfach mal ein bisschen die Strecke kennenlernen und vielleicht auch mit abgekauten Schlappen nochmal versuchen, so ein bisschen einfach mal eine Praxis für diese Strecke zu bekommen. Sagen aber Lars, also von den Zeiten her nicht so weit weg jetzt, wenn du den Rest des Feldes dir anguckst. Der Einzige, der ist in Krane, hat noch keine richtig gute Runde hingelegt. Ja, das muss man sagen. Aber eben schauen wir mal. Lars ist nicht so weit weg von der Musik. Du hast es gesagt. Also Können wir Regie mal auf die richtige Lars-Cam schalten? Da sehen wir vielleicht auch die Sektorenzeiten einmal. Weil dann können wir mal sehen, wie gut er sich gegenüber sich selbst schlägt. Ich denke jetzt mal nicht, dass da Purple-Sektoren oder sowas bei rauskommen. Das höchstwahrscheinlich nicht, aber so eine kleine Verbesserung wäre ja im Sinne der Spannung und insgesamt eine wirklich schöne kleine Angelegenheit. Könnt ihr Regie mal auf die richtige Lars-Cam, also Ingame, Kamera schalten? Nicht das hier? Da haben wir es schon. Ja. Okay, ja. Und beides rot, leider. 6-1 und 2. Und jetzt ist er da wirklich in dem Kurvenreichen. Hier muss man dann wirklich auch sauber fahren. Kann man viel wegwerfen dann einfach. Ich dachte, der Alfa Romeo ist gar nicht dabei. Voll der Insider hier, ne? Peter lässt grüßen. So, jetzt die letzte Kurve. Hier ist allerdings auch Tracklimits, sind hier nicht unwichtig. Ne? Also ja. Kann man schon. Gut, also, er hat sich nicht verbessert, er fährt jetzt in die Box hinein und Kuro befindet sich auf seiner Outlap und auch die Mercedes sind schon da. Kuro biegt jetzt gleich, wenn ich es richtig sehe, über, nee, das ist nicht Kuro, das ist Berti. Ja, jetzt, warte mal, nee, ich komme jetzt gerade komplett. Also, wir sind gerade dabei bei Kuro. Kuro zieht rüber und seine gezeitete Runde beginnt gleich. Ja. Genau, ich habe die Punkte und Pfeile gerade falsch gelesen. Genau, alles nochmal. Ist ja doch noch ein bisschen weiter weg. Also gezeitete Runde geht noch nicht los, aber... Ja, gehen wir mal zu Trant gerade, sorry, weil Trant ist natürlich schon auf seiner Runde. Und hatte gerade Angst Ferrari. Krane ist nur auf seiner Outlap, da sollte er ihn sauber vorbeilassen. Ja, aber er kämpft auf der Outlap wie für die Weltmeisterschaft, habe ich das Gefühl. Das ist ja auch eine Sache bei ganz viel Verkehr bei der richtigen Formel 1. Wenn du nicht auf einer gezeiteten Runde bist, dann machst du natürlich Platz für die Leute. Ja du fährst weg von der Ideallinie. Sonst wird es super gefährlicher. Ja, exakt. Und das ist halt eine Geschichte. Die Strafen, sag ich jetzt mal so, sind dann oftmals nicht dementsprechend, was du für einen Nachteil für einen anderen Fahrer bedeuten kannst. Ne? Das ist dann so ein bisschen schwierig. Also, Trant kämpft so ein wenig hier gerade mit der Zeit. Interessant, ob seine Runde hier überhaupt gewertet wird, weil er war deutlich aus den Track-Limits draußen. Ja. Also, sie sind wohl hier nochmal ein bisschen kulanter gerade, was das bedeutet. Es ist natürlich nicht an jeder Stelle so. Die Track-Limits sind vor allem da natürlich wichtig, wo du dir einen signifikanten Vorteil verschaffen könntest. Wenn du einfach freiwillig so irgendwohin ausreitest und super langsam bist, dann ist es da, brauchen wir nicht drüber diskutieren, dann bist du schon schlecht genug, sag ich jetzt mal. Trant kann sich nicht verbessern. Kann sich nicht verbessern. Vitus ist auch auf seiner Outlap gerade. Ja, beobachten wir ihn mal, das finde ich auch sehr interessant. Oh nein, ich hab... Kuro hofft auf eine Verbesserung, die momentan nicht in Sicht ist. Aber Purple Sektor 2, erster Rot, aber zweiter Purple. Das bedeutet also schnellster von allen. Wenn er noch einen Purple im dritten Sektor hinpackt, dann... Es muss ja nicht so viel heißen, dass er Rot hat im ersten Sektor. Vielleicht nur ein paar Hundertstel. Ja, aber ist jetzt gerade, du siehst schon, er ist jetzt eine halbe Sekunde langsamer schon als seine Bestzeit. Ja. Also da ist nicht mehr so wahnsinnig viel zu holen. Rot, Purple, Rot, sehe ich auch recht selten. Ja. Also, Vitus will es natürlich jetzt mal wissen. Ja, aber irgendwas ist da los bei Vitus, weil die Runde dauert 2,5 Minuten gerade. Ja. Wir sehen es jetzt auch gerade bei ihm, Rennen fortsetzen. Wir hatten kurz, ich habe es gerade nur so beim Wechsel halb gesehen. Mhm. Ich glaube auch bei ihm ist... Aber das kennen wir auch aus den TV-Übertragungen, ne? Da gibt es dann ab und zu mal irgendwie Anzeigenprobleme. Aber jetzt sind wir bei Vitus auf seiner hoffentlich schnellen Runde hier. Mal gucken, er verliert schon am Anfang wieder gegenüber. Oh, also irgendwas, schon eine halbe Sekunde hinterher in den ersten Kurven, merkwürdig. Ja. Obwohl, jetzt gewinnt er. Das ist so ein bisschen, also... Zeig mir das Grün. Beim Rausbeschleunigung, nee, da ist also nicht die Schwäche gewesen und damit jetzt entsprechend auch nicht die
große Stärke. Ja, also er kommt auf jeden Fall in leichte Verbesserungen jetzt hier rein. Wir haben es ja auch schon gesagt, hier natürlich im Sinne des Wettbewerbs sind die Autos gleichgeschaltet, nicht wie im echten Leben die Leistung. In dieser aktuellen Saison hatten wir es so, die Red Bulls im Rennen fantastische Pace und konnten auch mit dem Reifenverschleiß das richtig gut halten. Die Ferraris hatten tatsächlich im Qualifying die Nase sehr oft vorne. Ja, genau. Aber eben große Probleme mit dem Reifenverschleiß oftmals. Und auch mit so manch anderen fragwürdigen Teamentscheidungen vielleicht. Oder auch einfach nicht so schlauen Aktionen. It's a Ferrari. Ja. Du kennst das Meme-Bild mit der Clown Ferrari Pitwall, ne, wo alle Clowns-Gesichter haben. Nee, das kenne ich nicht. Das zeige ich dir mal nachher. Ich habe das so oft gesehen. Okay. Ich glaube, ich brauche ein T-Shirt davon. Sehr gut. So, jetzt gucken wir mal. Also das riecht schon nach einer Verbesserung jetzt hier. Aber das wird natürlich nicht reichen. Es wird nicht die 1 sein, aber er verbessert sich dezent. Warum? Jetzt ist er nur noch 8,5 Zehntel dahinter. Mhm. Aber das kann nur ein Schritt auf dem Weg sein und nicht das Ziel. Ja, exakt. Aber deswegen, das ist nicht schlecht. Wenn du dieser komfortable da schmeißt das aber weg. Nee, ist das attraktiv über diese schön gemalten Streifen einfach mal. Oh, und da ist einer ausgeschieden. Lars ist ausgeschieden. Ja. Hat er wieder geparkt. Oder heißt das nicht Lars? Lars, was ist denn passiert? Hol uns mal ab. Lars. Lars! Ich hab aus Versehen Gas gedrückt und wollte es noch gar nicht. Wie, wo denn? Am Zebrastreifen. Im Einwohnermeldeamt, was? Ja, ich wollte eigentlich. Ich spiele momentan so ein bisschen mit dem Gas. Ich glaube, dadurch komme ich ein bisschen besser durch die Rennen, aber jetzt war mein Fuß so ein bisschen zu sehr am Zucken. Oh, hier liegt ein Reifen. Aber wo auf der warst Strecke. Du denn? Also, was ist passiert? Hast du einen Unfall gehabt? Achso, ja, ich bin zu weit aus der Kurve rausgekommen. Ey, diese, ganz ehrlich, ne? Dann mit rechts vorne mit dem Reifen gegen die Bande, bam, und Reifen. Ach so, einfach richtig geschrottet. Alles klar, ja, das werden deine Mechaniker hoffentlich mit einer attraktiven Nachtsession. Aber wenn ich mir die Zeit angucke, dann sieht das dieses Rennen besser aus, Leute. Ja, das stimmt. Fahren wir vorbei. Danke. Ja, Kuro war gerade auch kurz rausgerutscht, also jetzt lässt er auch noch Platz. Ja, ich wollte die Box fahren, ich hab die Box verpasst. Kuro macht einen sehr großzügigen. Also lässt sehr großzügig Platz, das muss man einfach sagen. Ja, er hat gesagt, wenn er die Box verpasst hat, dann soll er den anderen jetzt nicht das Qualifying vermiesen. Er wird ja noch eine Chance mindestens haben. Wir sind bei 4 Minuten knapp. Ja, da fährt man auch mal freiwillig so richtig schön abseits der Strecke, um mal so eine kleine Gelbphase mal kurz. Ne? Also das ist wollen wir mal gucken, was Kramer macht. Die wir kennen. So. Was macht der andere Ferrari da? Ja, der hängt zeitmäßig noch hinten, aber er ist immerhin noch auf der Strecke unterwegs. Ja, er hat 2 Runden auf den Reifen drauf. Also so verschlissen könnte jetzt nicht sein. Aber er hat sich nicht viel verbessert von seiner 1,38. Nee, das muss man leider sagen an dieser Stelle. Und da ist schon wieder gelb. Also ist viel gelb heute mit unterwegs. Ja, wir haben die Reifen wieder auf. Mhm. Er hat keinen Frontflügel. Das erklärt natürlich auch. Ich dachte schon gerade, wird er nur nicht gerendert? Nein, er hat ihn irgendwo liegen lassen. Ja, und wahrscheinlich, ah ja, oh, da steht ein Reifen. Na gut. Okay. Es ist ein Softreifen. Das ist wahrscheinlich der von Lars. Aber, okay. Idealinie? Nee. Ach, nein. Oh, okay. Genau in der Mitte. Nein. Du kannst dich nicht entscheiden, links oder rechts. Oh, er kriegt's gerade noch. Gerade, ey. Fast geschadet der Schikane. Ja. Aber das wird er natürlich jetzt nicht mehr schaffen, weil die stehen jetzt nicht da Gewehrbeifuß. Sondern er muss jetzt rein und repariert und müsste wieder raus. Also, ja, das wird schwierig. Das wird nicht mehr reichen, denke ich mal. Noch eine Outlet hinzukriegen, das würde sehr, sehr knapp werden. Aber wir können mal gucken, natürlich. Wo könnte dieser Reifen jetzt nochmal? Da steht er. Was? Da steht er. Oh, der Schikane möchte was sagen. Okay. Oder hast du nur so gewunken? Leute, mir geht's gut. Dir geht's gut. Ja. Power! Geil. Power! Fährst du noch mal raus, sag mal? Ja, ja. Glaubst du, dann kriegt ihr hin in der Zeit Nasentausch, bla bla und wieder raus? Mhm. Ja, sieht so aus? Muss ich beim Nasentausch irgendwas drücken? Nee, ne? Das weiß ich nicht. Ich hab noch nie die Nase getauscht. Läuft deine Zeit runter? Ja. Jetzt könnte man hier irgendeine Schönheits-OP-Gag einfügen, ne? Eigentlich. Ich hab noch nie Nase. Ich hab an Michael Jackson gedacht. Ja, ich fahre also, Fabian, vorbei, du sollst lieber daran denken, ob du nochmal auf die Strecke kommst jetzt. Ja. Mehr fahren, weniger bleiben. Ja. Also deswegen, so eine normale Runde liegt hier gerade so bei 1,30. Also mit rausfahren und allem Pipapo. Ich hoffe, dass die Mechaniker bei dir rechtzeitig fertig werden, dass du noch deine Outlap hinkriegst. Oder hast du dich schon abgeschrieben? Fallen gerade wieder absurde Gags ein.
Ja. Regie, können wir mal auf Krogi mal draufschalten? Ja, Krogi ist auf einer Flying Lab und ist gar nicht so schlecht unterwegs für sein Delta zumindest. Er hätte noch eine gute Chance. Kuro und Vitus, die beide vorne liegen, sind in der Box. Kuro kommt jetzt gerade raus, aber Krogi ist auf einer keiner so schlechten Runde. Vielleicht kann er sich verbessern. Das sieht sogar ziemlich gut aus. Sehe ich da zweimal Purple? Ja, ja, nee, einmal Purple. Okay. Rot und Purple, aber 1,5 Sekunden weniger. Ja. 1,5 Sekunden weniger am Reifen vorbei. Das ist natürlich jetzt wirklich nicht wegwerfen. Jetzt kommen wirklich so die ganz spannenden Meter. Jetzt noch mal einmal die scharfe Rechtskurve. Richtig reinkommen, Track Limits beachten beim Raus. Oh! Ja, gib die Sekunde. Krogi, komm! Maschine. Ah, aber nur eine 1/2 Sekunde Verbesserung. Mann, das sah, wenn er die Sekunde mehr gehabt hätte. Ja, definitiv. Hätte ich nicht gedacht, das sah wirklich gut aus. Ich weiß nicht, ob dieser Reifen, der auf der Straße steht, überhaupt eine Kollisionsabfrage hat. Ja, ich glaube auch, das ist ein bisschen aus wie ein Fehler. Ne? Du hast schon abgeliefert. Weil es tatsächlich ja nur der Reifen ist, nicht das Rad. Ja, Etienne fährt auch gerade, hat ungefähr die Mitte der Strecke erreicht. Wir können mal gucken kurz, auch was sein Delta ist. Roter Sektor, leider nur ganz knapp im, also nur ganz knapp im Minus, aber leider nicht besser. Aber im Purple Sektor im zweiten von Ede. Purple von Ede. Ja. Dann kriegst du so eine blaue Ideallinie. Das ist nicht schlecht. Der liegt zwar immer noch bei seiner Standardzeit gefühlt, aber ich hoffe, er holt jetzt im letzten Sektor noch ein bisschen was raus. Ja. Weil Karne, das ist die letzte Möglichkeit. Karne schafft es jetzt tatsächlich noch. Es sind noch 10 Sekunden ungefähr jetzt über Start und Ziel, 14 Sekunden. Also alles richtig gemacht. Er hat jetzt noch eine Chance auf eine Verbesserung. Wir gucken kurz, was Ede macht. Und Ede hat es rausgetragen. Oh, das wird natürlich nicht. Das war leider keine Verbesserung. Dann schalten wir nochmal zu Herrn Krane vielleicht. Zu Krane mal. Das ist jetzt die allerletzte Möglichkeit, die er hat. Kann ich über Start raus? Nee, lass, fahr einfach. Mal nicht über Start. Das ist das Lenkrad komplett drumherum. Ne? Das ist voll ein Schlag. Er sieht. Aber er verbessert sich gegenüber seiner letzten Zeit, das kann man an dieser Stelle sagen. Mhm. Ist aber ein weiter Ritt, allein schon 5 Sekunden zu Lars auf Platz 7. Also da muss schon noch deutlich gravierend mehr kommen. Ja, das ist leider wie die Geschichte mit dem Hasen und der Schildkröte. Ja, das ist so, die Schildkröte kommt nicht nächste Woche an, sondern übermorgen. Ungefähr so. Ja, ich dachte, es wäre so ein bisschen wie mit dem Esel, dem Spinnrad und dem Käse. Ja, alles. Schon wieder Löffelmessergebel. Kommt, jetzt schon. Ja, das sieht nicht gut aus. Krane gerade auch auf einer Verschlechterung. Also er kämpft mit seiner eigenen Zeit, aber das wird nicht reicht. Man hört richtig den Lenkradanschlag bei ihm aus. Ne? Es ist super schwierig, auch eine Tendenz abzusehen, weil du weißt nicht, in welchen Parts bei seiner bisher besten Runde war er schlecht oder war er gut. Ja. Das ist die Runde, Fabian. Und hinter ihm ist jetzt immer noch ein Mercedes Ede, immer noch auf der Strecke. Ne? Der hat, Gehen wir doch mal einmal zum Etienne vielleicht noch mal ganz schnell rüber. Ich möchte einfach mal wissen, wo der gerade rumfährt. Ob es da noch eine Chance an der gleichen Stelle? Nee, das wird auch nichts mehr. Ich konnte letzte Kurve nicht. Das wird nichts mehr. Das war's an dieser Stelle. Also Krane nicht groß verbessert. Trant ist in die Box gleich reingefahren, bleibt auf Platz 5. Und ja, Lars ist nicht gezeitet. Damit die Pole an Kuro wieder. Ein weiteres Mal, ne? Das muss man sagen, Krogi und Ede 3 und 4, also die Mercedes, das ist vor allem für die Rechnung spannend, weil wir ja die kombinierte Punktewertung haben, die hier einfließt. Mhm. Und die sind momentan auf dem ersten Platz, mit 5 Punkten Vorsprung aber nur. Und 3 und 4, ich will es jetzt gar nicht durchrechnen, aber das sind gute Voraussetzungen, so eng wie die beieinander sind. Ja, tatsächlich, da bringt es, dass beide Fahrer relativ nah dran sind. Und speziell Ede hat sich ja nochmal im letzten Rennen echt gut hervorgetan. Ja. Das sind gute Chancen. Ja. Aber der Abstand ist gravierend, fast 1 Sekunde auf Vitus, den Zweitplatzierten, dann knapp dahinter Krogi, der sich nochmal richtig verbessern konnte. Ede sah auch richtig prächtig aus zwischenzeitlich. Trant scheint noch so ein bisschen zu hadern. Berti, wir werden sehen, im Rennen oftmals dann stärker als im Qualifying. Ja, das stimmt. Bei Lars kann man es nicht ganz genau sagen, weil er uns einfach nicht die Chance gibt, das vernünftig zu beurteilen. Und beim Krane, ja Fabian, letzter Platz. Du hast aber auch, also aus der Beobachterperspektive zumindest, du hast da auch eine sehr anspruchsvolle Sicht dir gewählt. Ne? Aber kommst du mit der so am besten klar? Also, ich sag's einfach mal. Ich gehe hier lieber gerne unter, aber spiele unter realen Bedingungen. Ich spiele aus Cockpit-Sicht und mit manueller Schaltung.
Und dann möchte ich mal ein ordentliches Monkastier spielen. Und mit Ideallinie und mit Brems. Nein, ist gut. Und ich meine, ja klar, können die ganzen Leute hier schön einen wegfahren mit Automatikgetriebe und allem Pipapo. Ja, alles schön und gut. Aber we keep it real. Ja, wir sind auf der Straße. Durch meine Adern fließt Benzin oder bald Strom. Das respektiere ich. Danke. Ich finde das auch, also es gefällt mir, es wäre eine schöne Siegesrede, aber wenn du meinst, es ist für deine Siegesstrategie auch das Richtige, möchte ich dich daran hindern. Aber trotzdem einmal gefragt, kommst du mit dieser Perspektive denn wirklich gut klar? Ja. Weil zum Zuschauen ist es wirklich so, boah, du verdeckst mit dem Halo die Ideallinie, das sieht schon nicht, also du weißt, ernst gefragt. Du weißt auch, dass du den Halo auch abschalten kannst für die Cockpit-Perspektive, nur für das Sichtbare. Ich sag es einfach mal so, ja? Lewis Hamilton kann auch nicht sich auf sein Auto draufsetzen. Der sitzt drin. Der kann das. Ja, aber das ist so, wenn Latifi so argumentieren würde, würde man sich auch fragen, das ist ja richtig. Aber gut, egal, lass uns damit gar nicht zu länger aufhalten, denn die Session startet gleich. Kuro ein weiteres Mal auf der Pole. Mercedes beide mit 3 und 4 in das sehr aussichtsreichen Position für gute Punkte. Und das könnte jetzt richtig spannend werden beim großen Finale. Unserer zweiten Formel 1 Tag Tournament Session. In wenigen Sekunden geht es los. Boah, Leute, ey. Wir gehen rein. Und der Bessere. Da stehen schon mal ein paar Nasen bereit. Ja. Die Boxengasse weiß Bescheid. Okay. Fahr rechts, bitte. Ich würde es feiern. Nee. Ja. Ey, denkt dran, seid nett am Anfang. Also, ich nehme die Kurve fahren jetzt, Leute. Ja, Berti wurde auch übel mitgespielt, also allen auch, aber Berti hat auch schon viel einstecken müssen. Ja, muss man fairerweise sagen. Danke, Colin. Er hält sich tapfer. Ja. Ich will jetzt keine Namen nennen, aber. So. Also, wir sind auf dem Starting Grid. Fabian. Nochmal einmal alles gehen. Let's go. Jetzt. So. Die Ampel geht aus. Wie gesagt, per Zufall Generator geschaltet, wann sie ausgeht. Die Verzögerung. Oh, das war und lang. Los geht's. Die Mercedes kommen nicht schlecht weg. Ich glaube, Kuro hat einen vernünftigen Start. Aber da. Und eine Berührung zwischen Vitus und Kuro. Ja, aber da hat Vitus auch so viel gewollt. Der hat ja die Kurve innen geschnitten. Ja, ja. Also da bin ich mal gespannt, ob das bestraft wird. Aber, oh, da verlässt er die Strecke. Und da verlässt er die Strecke. Kann aber trotzdem es halten. Hm. Aber keine dramatischen Szenen. Lass uns das bitte mal festhalten an dieser Stelle. Außer vielleicht jetzt Ferrari gegen Red Bull da hinten. Oh, Krane, da ist Krane. Oh, und Fabian ist schon wieder hinten dran. Was kommt denn jetzt für eine Kurve? Ich weiß, er fühlt sich, also, oder anders gesprochen, ich glaube, Lewis Hamilton fühlt sich gerade wie Krane. Ja, wirklich. Platz machen, ich. Oh, ja, da auch eine neue diskutiert Brille. Da hinten dieses, oh, das ist echt. Ich glaube, da ist Schaden. Da hinten, ne? Das sowieso, ich glaube, da ist Schaden bei Vitus, weil der setzt häufiger auf am Unterboden. Ja. Okay, da hinten ist es wirklich noch. Aber auch Lars, ne, der will sich jetzt vom Krogi nicht die Butter vom Brot nehmen. Der will natürlich jetzt mal zeigen, dass er nicht nur gut parken, sondern auch gut fahren kann. Wir gehen mal kurz ein bisschen weiter hinten in die Aufstellung. Ja, da ist nämlich jetzt, guck dir das und an, da Lars, den Lars zieht großen Bogen. Oh, Krogi in Gefahr. Ja. Überholung von Lars. Also ich glaube, er nimmt jetzt Krogi so als gefühlte Ideallinie. Das ist natürlich eine Riesengefahr, gerade jetzt hier in diesen engen Kurven. Vielleicht kann er den Krogi da in einen Fehler drücken, aber hier kann man selber auch ganz schnell ganz viel wegwerfen. Eieieiei. Aber es man sieht, da hat ihn die Boxengasse hat ihn in die Irre geführt. Ja, das ist natürlich ärgerlich. Aber er hätte auch crashen können, das sei an dieser Stelle mal gesagt. Ne? Also er hat die Kurve noch gekickt im wahrsten Sinne. Und Krogi hat gerade den Vitus gepackt. Mhm. Wir sehen übrigens die Boxenstrategie, was hier angezeigt wird. Also wer mit Soft startet, könnte in Runde X, habe ich schon vergessen, auf Medium gehen. Und das darunter haben wir dann nicht mehr gesehen. Okay. Wir gehen dann weiter vorne. Das Feld ist noch relativ eng. Wir sind zwar auch erst in Runde 2, aber es haben sich keine Riesenabstände gebildet. Ja, geh vorbei. Ja. Ich komme. Von links. Okay, wir haben Krogi und Ede. Das ist ein teaminterner Tausch, wie man den sehen möchte. Konzentriert am Ende holen müssen. Das ist auch, würde ich sagen, Chapeau, Ede. Dass er da über sein Ego so springt und wirklich sagt, komm, fahr du vor, du bist einfach schneller. Es ist einfach, denen muss auch klar sein, die müssen einfach ein gemeinsames, gutes Ergebnis halten. Dann wird der Sieg, der erneute Sieg der Meisterschaft, nicht weit weg sein. Da sehen wir die Medium- und Hard-Strategie. Also wer hier mit Rot startet, der sollte ab Runde 6 so ungefähr, wird ja prognostiziert, sollte man dann wechseln. Let's fucking go.
Und Kuro hat jetzt schon anderthalb Sekunden vorne rausgefahren. Also wir gehen mal ein bisschen weiter hinten ins Feld. Und checken mal. Ja. Wir haben Vitus nah dran an Berti jetzt übrigens, wenn ich das mal kurz anhand der unter einer Sekunde oder Abstand. Oder Berti an Vitus. Vitus ist an Ede auch dran. Auch sowohl als auch, das ist echt so eine enge. Und jetzt Vitus wird den Berti, wird den überholen, den Ede. Nein, das hat noch nicht ganz geklappt. Wir gehen einmal zu Vitus. Der ist nämlich jetzt wirklich nah dran, der will es jetzt wissen. Der ist aktiviert und ist jetzt natürlich da. Oh, und da macht Ede den Fehler. Und beide schieben sich raus. Ja, das könnte jetzt Trans und da kommt der. Und Berti jagt sich auf Platz 3. Das ist natürlich sensationell. Scheiße. Was? Da ist jetzt. Oh. Hab ich gerade überholt? Vitus hat die Session verlassen. Oh, ich glaube, das war. Ein Rennabbruch. Ein Online-Rennabbruch. Hä? Ich glaube, es gab gerade ein technisches Online-Problem. Ja. Da ist wohl irgendjemand das Internet weggefetzt. Lars hat die Session verlassen. Ich höre euch alle. Irgendwas passiert. Ja, ich sehe euch. Ich glaube, es gab einen Online-Abbruch gerade. Zumindest wurde oben einmal kurz was eingeblendet. Also ich kann noch fahren, aber also bei mir wird auch keine Zeit angezeigt. Vielleicht bin ich raus. Ich weiß es nicht. Das kann sein. Bei uns wird gerade eine Siegerehrung gezeigt. Ja. Hä? Ja, dann hätte ich gesagt, wir... Oh. Das geht so nicht. Ich glaube, das ist höhere Gewalt und wir müssen wiederholen, oder? Ja, aber wie soll das denn gehen? Nee, Leute! Nee. Im Schach! Ja, pass auf! Verliert auch derjenige, der raus ist, wenn er kein Internet mehr hat. Ich glaube, es gibt die Einstellung, dass wir denselben Grid wieder starten können, direkt mit dem Rennen. Oder wir machen das händisch, ist ja auch okay. Ach man, ich war... Also was jetzt? Ja, wir können doch nicht nach drei Rennrunden irgendwie hier, ohne zu wissen, wer genau. Michael Martin sagt, ein Rennneustart ist okay. Nochmal neu machen, I guess. Okay. Wäre das nicht auch okay? Vitus, machst du die Lobby denn neu auf? Den Start? Ja, aber das ist die Qualifying doch weg, oder? Und dann in der Positionierung weiter zu machen? Ja, es müsste funktionieren, aber ich muss raus. Ja, hier wird gerade Troubleshooting betrieben. Das ist live, meine Damen und Herren. Das kann passieren. Sowas. Also gehen wir raus. Aber wir können es nicht immer verhindern. Also ich gucke mal auch, dass ich hier rausgehe. Ladet mich gerne wieder als Spectator ein. Dann können wir uns das auch anschauen. Ja, das ist natürlich sehr, sehr schade, weil ich glaube, wir waren auf dem Weg für ein sehr, sehr gutes Rennen. Aber das ist jetzt, das ist unser Regenschauer gerade hier. Der Regenschauer, der den Internetrouter kaputt gemacht hat. Wir waren 2 und 3, ey. Ja, also der Admin kann auf jeden Fall händisch aufstellen. Das ist gar kein Problem. Ja. Ich hätte sogar noch einen weiteren Vorschlag, aber ich weiß nicht, ob es cool ist. Der Start war ja verhältnismäßig easy bei allen. Wir können auch sagen, wir machen jetzt einen ganz chilligen Start, reihen uns auf, wie beim Safety Car sozusagen. Okay. Weil Online-Abbruch könntest du auch als Safety Car werten, wenn du willst. Und dann geht's einfach weiter auf Kommando. Also du möchtest einen fairen Start, dass alle jetzt gemütlich losfahren? Wäre zumindest ein fairer Ansatz, so, keine Ahnung. Das muss die Demokratie, glaube ich, entscheiden unter euch Fahrern. Ja, ich wäre absolut dagegen, ich will noch einen richtigen Rennstart. Eigentlich nehme ich auch. Wir waren ja auch mal ein Rennstart, da kann jetzt einer rausfliegen, der eben auf dem zweiten Platz war und das ist dann gerecht, oder wie? Tatsächlich ja. Korrekt. Ja. Ja, also ich sag mal so. Wieso ist das gerecht? Wie kann man denn da drauf sagen? Alle gleiche Voraussetzungen. Was will man machen? Alle gleichen Voraussetzungen. Na, Safety Car halt. Ja, also, gleiche Voraussetzungen sind nur für den gut, der gerade nicht gut gefahren ist. Einmal raus. Komplett. Sollten wir uns das Grid merken? Nee, ist scheiße. Nee, also du kannst die Aufstellung machen, das ist kein Thema. Aber davon müssen wir sie doch wissen. Wir können halt die Grid-Ausstellung so machen. Also jeder weiß doch seine Position, oder? Dass die nicht nach Qualifying geht. Pass mal auf. Keine Antwort vom Host. Ich guck mal kurz hier einmal in den Chat, was ihr so meint. Also meint ihr, wollt ihr noch einen Start sehen? Also, oder wollt ihr ein faires... Das ist eine Suggestivfrage. Wollt ihr einen Start sehen oder wollt ihr... Man will immer einen Start sehen. So, ich guck mal gerade. Ist das fair? Vor allem, lasst die Rennen fahren. Start. Krogis Idee. Idee, Neustart, Safety Car, Neustart. Ich sehe also. Bin ich im Spiel? Boah, da wird jetzt aber richtig reingehackt gerade. Ja, weil das ja vielleicht entscheidend ist. Der Start ist ja so, das passiert ja alles. Ja, das ist doch das Schöne an, das ist das Attraktive an dem Start. Weiß, Mann, wir sind absolut. Nicht durch. Ihr seid die Fahrer. Ihr müsst euch auch ein bisschen in die Zuschauer. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn ein Rennen unter Safety Car beendet wird. Exakt. Oder ach, die Zeit ist abgelaufen, während der Regen noch prasselt. Das wollen wir nicht. Wir wollen doch Action. Ihr wollt doch auch euren sportlichen Ehrgeiz kitzeln. Michael, wir über Car Racing. So sieht das aus hier. Ja, ey, man hätte dieses natürlich jetzt auch eine Entscheidung am grünen Tisch machen können, aber ich glaube, da im Sinne des Sports müssen wir einfach einen neuen Rennstart. Ja. Okay, ich brauche eine Einladung auf jeden Fall. Es ist ja auch auffällig, dass nur ein Team hier rumjammert gerade. Ja.
Es ist auffällig, ja, dass alle anderen nicht rumjammern. Die Leitung, das Telefon glüht, ne? Also ich werde weinend, wenn ich jetzt in der ersten Kurve abgeschossen werde. Ja. Ich fange einfach an zu weinen. Aber du bist einfach rausgeflogen, Kuro? Nö, ja. Also Vitus ist reingefahren. Nein, gerade der Fehler meinte ich. Du bist einfach aus dem Spiel geflogen, oder wie? Bei mir hat's Ding geklappt. Sind wir denn jetzt allein einmal verbindungstechnisch auf dem Weg, dass es jetzt wieder starten könnte? Wir sind unterwegs. Es wird dauern, weil ich die Lobby nochmal komplett einstellen muss. Das ist super. Ja, aber dann würde ich einfach den Stecker bei mir, wenn wir hinten liegen, Krogi. Im Sinne des Entertainments, des Sportsgeist und natürlich auch der Schadenfreude. Nein, nicht Schadenfreude. Also wir wollen ja Racing sehen, ja Action. Ne? Ja. Dafür seid ihr ja milliardenschwer dotierte Spitzensportler. I wish. Auch im echten Leben, wenn es einen Rennabbruch gegeben hat, wird dann nochmal richtig angefangen. Kannst du jetzt echt da wird nicht gesagt, so. Oh, wie war es denn gerade? Lass mal gucken. Nee, richtig. Die Leute haben hier Tickets gekauft. Wir haben 340.000 ZuschauerInnen irgendwie so da draußen. Die kannst du jetzt nicht einfach nach Hause schicken. Aber sonst kannst du ja einen Messias-Vertreter da hinstellen und sagen, wir würden ja nichts. Nein, ist alles gut. Also ich verstehe den Ärger sehr gut. Es ist, also das sei natürlich der Fairness halber gesagt. Man kann nachvollziehen, wenn man so gut fuhr, wie einige gerade, dass das eine blöde Situation ist. Absolut. Es ist aber auch Racing, ne? Sowas kennen wir ja. Ja, das sind so viele bewegliche Teile. Ja. Da müssen leider alle am gleichen Strang ziehen am Ende. Und ich entschuldige mich schon mal davon. Ich habe sehr viele Sachen moderiert in den letzten Tagen. Die Stimme geht langsam weg, habe ich das Gefühl. Ja, aber die gute Laune kommt, habe ich zumindest das Gefühl. Auch bei alkoholfreiem Kaltgetränk. Ja. Medium Kaltgetränk. Tatsächlich mal eine gute Idee. Ich finde es aber auch ganz gut, weil die sollen sich nochmal so ein bisschen aufstacheln, das ist ja auch nicht schlecht, ne? Also man darf sich nicht zu sehr an den Sieg gewöhnen. Und das ist ja auch das Schöne, dass dann auch die Favoriten nochmal ein bisschen Muffensausen bekommen, ne? So ungefähr. Ja, so ist es. Entschuldigung, ich hätte fast übersehen, dass ich den Spectator nicht wieder aktiviere, aber der ist aktiviert. Sehr, sehr, sehr gut. Und wir haben jetzt einfach die Chance nochmal auf den, weil wirklich aus Zuschauersicht muss man das ja sagen. Man kennt das. Wie häufig gibt es dann wirklich in Formel-1-Rennsituationen, dass du denkst, ach komm, wir haben alles richtig gemacht und jetzt kommt meinetwegen ein Unfall, Safety Car und wo du gerade noch top warst, wird alles durcheinander gewirbelt, unfair, das ist doch bescheuert, das passiert anderen natürlich dann ganz genauso. Aber das gehört ja auch dazu, weil es einfach diese Unwägbarkeiten dann gibt und du halt auch damit arbeiten musst, dass du nicht einfach nur denkst, du spielst Schach gegen dich selbst, sondern da sind noch andere Faktoren, die du nicht beeinflussen kannst und die musst du halt ein bisschen mit versuchen einzukalkulieren. Absolut. Und viel davon wird ja auch im Sinne der Sicherheit getragen. Und so sehr nervig ein Safety Car sein kann für die Leute, die dann gerade davon nicht profitieren, du musst sagen, wichtig ist, dass alle gesund ankommen am Ende des Rennens. Ja. Gut, die Wahrscheinlichkeit ist jetzt nicht unbedingt höher geworden, dass alle heute gesund nach Hause, oder sie sind größtenteils zum Glück zu Hause. Vielleicht ist Ede gar nicht gesund reingegangen hier. Man weiß es nicht so ganz genau, aber ich bin jetzt sehr, 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 sehr gespannt, wie die Vorbereitungen laufen. Es sieht schon ganz gut aus, das, was wir hier gerade sehen können. Ich möchte aber auch nicht mit denen tauschen. Weil ich habe eben, als ich vorhin mal gefahren bin, habe ich wirklich gedacht, holla, die Waldfee. Wir sollten wir beide irgendwann mal Ambitionen verspüren. Also ich zumindest für meinen Teil müsste wirklich ordentlich üben. Und wir wissen letzten Mal, wie anstrengend das ist. Also deswegen auch, Respekt auch an die Leistung, die hier gebracht wird. Ja, und dann auch nochmal zu sagen, wie Krane, ich verzichte auf eine vernünftige Perspektive aus dem Cockpit oder ich mache gleich mit manueller Schaltung. Wobei dann man auch eine gute Ausrede hat, warum es nicht läuft. Das hast du jetzt gesagt. Aber ich wollte es nur mal mitgeben, weil ein paar Leute haben sich es bestimmt gedacht. Das haben die paar Leute sich jetzt gedacht. Das mag natürlich sein. Aber gut, ich meine, es ist ambitioniert. Das Schöne ist ja, dass er noch dabei ist und noch nicht eben einfach gesagt hat, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Absolut, ja. Aber wäre natürlich auch einfach ein bisschen, ja, er könnte sich das Leben ja auch leichter machen. Er könnte sich leichter machen. Also zumindest, um zu sagen, dann ist er vielleicht immer noch eine Sekunde hinten, aber nicht mehr sieben. Vielleicht auch nicht. Aber es ist egal. Genau, wenn du anfängst zu üben, gleich unter schweren Voraussetzungen, vielleicht kommt irgendwann dieser Klick, den es macht. Wenn der dann kommt, dann fährt er uns in Grund und Boden. Ja. Das kann natürlich auch sein. Das werden wir sehen. Im Hintergrund ist der Vitus gerade dabei, das alles natürlich aufzustellen, einzustellen und eben dieses Grid wieder herzustellen. Wir sind soweit. Wir sind eigentlich soweit. Ihr habt auch die korrekte Reihenfolge aufgestellt, so wie es richtig ist. Genau, wir haben jetzt Stopp. Eine Sache habe ich komplett verkackt. Und zwar die falsche Strecke. Stimmt, wir sind in Bahrain. Wir wären in Bahrain. Oh, ich finde es eigentlich ganz okay, wenn wir nicht in Abu Dhabi. Herzlich willkommen zum Menschenrechtsverletzungsquartett. Was das Grid angeht, wir haben jetzt Kuro auf der 1, Vitus auf der 2, danach Krogi, danach Eddie, dann Trant, ich und dann Lars und Krane. Mhm.
Können wir alle bestätigen? Jemand, der schreit, das stimmt was nicht? Nein. Ey, alles geil. Gut. Okay. Okay. Ja. Dann gut. Let's go. Top. Lass jetzt oberhart fahren, okay? Okay, let's go. Ja. Das ist natürlich jetzt, weil wir wissen, was, also ist ganz klar. Es ging relativ glimpflich. Ja, eben, ja, ja. Wirklich rum. Das war schön, die sind lang eng beieinander geblieben. Da wurde mal hier und da ein bisschen was, aber so richtig knallhartes Bumpercast-Racing so haben wir nicht gesehen. Genau. Ob sie das jetzt nochmal wiederholen werden? Oder meinst du? Ja, wir hatten zumindest die Berührung zwischen Kuro und Vitus. Ja. Dann ganz vorne dran. Und ich hätte den Eindruck, dass Vitus Auto in Mitleidenschaft gezogen wurde. Ne? Weil er hat schon mehr aufgesetzt. Ja. Also könnte er potenziell davon profitieren. Immerhin im Rest des Feldes, wie du sagst, hast du absolut recht. Da ist nicht so viel passiert. Eventuell sind die jetzt hier, Krogis Vorschlag kommt ja nicht von ungefähr. Ich würde mir vorstellen, die meisten gehen jetzt ein bisschen gesitteter und nicht rein wie die Axt im Wald. Die meisten aber, wir haben ja auch Leute, die eher hinten um die goldene Banane mit. Und die sagen vielleicht, auch ich möchte eine Axt sein. Da hört es dann auf mit dem Hamilton gehen. So ungefähr, ne? Da bin ich ja auf Abräumen. Ja, wir werden sehen. In wenigen Sekunden ist es nämlich dann soweit. Dann startet ein weiteres Mal das große Saisonfinale in Abu Dhabi. Mhm. Ich bin echt gespannt, weil absolut. Unfälle könnten dazu führen, dass wir gleich ein riesen Theater hören auf den Ohren. Nachvollziehbarerweise natürlich auch ein bisschen, wenn man sich dann in einer schlechteren Position wähnt oder unfair nichts davon profitiert, ja, dass man ein zweites Mal an den Rennen geht. Ja. F1 TV hätten wir die E der Audiospur speziell. So, los geht's. Es geht los. Der zweite Start und hoffentlich auch der letzte für heute beginnt jetzt. Oh, da sind sie gezuckt. Ganz leicht. Ja. Und es sieht schon wieder gleich ähnlich aus. Also wobei, der Alpine kommt besser weg. Ja. Viel besser weg als vorher. Die Mercedes haben es leicht. Alles gut. Aber das ist gut. Ede ist auf dem dritten Platz. Ich kann mir vorstellen, dass seine Kritik, die er eben noch geäußert hat, ganz, ganz schnell verstanden. Oh, da ist aber jemand richtig über die. Außer das. Vitus ist sogar auf der 3. Da geht's. Oh, und da Berührung im Mittelfeld. Oh, das ist fünf Autos nebeneinander. Alter Verwalter. Oh, Mann. Oh Mann, aber guck dir das mal an. Ede auf Platz 2. Hey Leute! Hey! Was ist das? Stark, cool. Alter Verwalter, was? Mann! Destruction Derby! Alter Verwalter, Lars, was war Lars? Das denn? Geile Sache. Ey, ich wurde so reingequetscht. Ja! Geil, war ein langes Rennen. Aber Kuro. Es rast während des Safety Cars und kriegt eine Durchfahrtsstrafe, weil das Safety Car rausgekommen ist und er es nicht gemerkt hat. Och Mann! Alter Verwalter, was war das denn? Aber wir haben Stand jetzt nur einen Ausfall, ne? Mhm. Bis jetzt tatsächlich nur einen Ausfall, aber wir haben viel Schaden an Autos, die wir mitgenommen haben. Wir gehen mal ein bisschen zurück in der Übersicht. Also die Frontflügel sind noch dran. Aber Krane auf Platz 5. Krane hat sich tatsächlich auf die 5 gespült hier. Aber ja, wir haben das Safety Car jetzt natürlich draußen. Wir gucken mal, ob der ist. Und Krane schleppt sich in die Box. Nein, er schleppt sich nicht in die Box. Ja, Krane hat 3 Sekunden wegen mehrerer Vergehen draufgehört. Was ist hier Rotes? Bei mir hat die Box gesagt, es droht keine Safety Car Phase, es wird alles weggeräumt. Das ist ätzend, ey. Der Einzige, der relativ schweigsam ist, ist Etienne, ne? Ja, das ist da. Kuro ist Endgegner, heute ist einfach das Safety Car. Ich muss direkt hinterm Safety Car fahren. Es fährt halt Safety Car. Mann, könnte ich einfach hier parken? Ach nee. Ich hab ein Safety Car vor uns. Mann, Krane, ich soll dich überholen. Ich soll dich überholen, Krane. Alter, wie sie mir hinten reinballern. Krane, ich soll dich überholen. Hör auf! Ich soll nicht überholen! Wo waren die Punkte? Fünf Schirren-Kollision mit Krogi für Krane! Oh Mann! Alter! Okay, hinter dem Safety Car auch noch. Also allen Fahrern wird gesagt, was sie jetzt eigentlich tun sollen. Wo sie sich einreihen sollen, ob sie überholen dürfen, sollen, müssen, können. Und hat da der Letzte schon wieder... Fehlt Bernd? Oh, und da ist das Kuro. Und der Brett, guck dir das an. Vier Menschen leben, bremsen sie in der Kurve, um zu gucken. Perfekt. Oh Mann, Kuro.
Kuro, was ist denn da los? Alter. Und Edel führt übrigens gerade im Moment. Kroge, sorry. Das? Es tut mir leid. Was? Das es wird hochgespielt gerade. Es wird gerade hochgespielt. Jetzt wo es auf die Strecke kommt. Das ist das selbe Kacke doch, Leute. Lass mich vor, ihr Schweine. Ohne Witz. Und da parken die in der Kurve wie Gaffer. Was da passiert ist. Alter Verwalter. Okay, und wie also Red Bull, ich glaube nämlich, einem Red Bull fehlt der Frontflügel, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Ja, nee. Ja, Vitus ist an die Box gefahren. Überhol mich. Krane hat eine gelbe Flagge ignoriert, also eine von vielen Strafen. Ja, wir können mal auf die Strafen drauf gucken. Das Safety Car ist ja noch draußen. Ich wollte sagen, da passiert nicht so viel, aber es passiert sehr viel. Bleib hinter Krane, was ist denn hier? Ich soll hier also, okay. Wir gucken die Strafen. 13 Sekunden für Krane insgesamt. Kuro hat eine Durchfahrtsstrafe für diese Safety Car-Verletzung. Das Ding ist, ich würde sie jetzt nehmen, weil er ganz hinten ist. Und besser hinterm Safety Car die Durchfahrtsstrafe nehmen, weil es muss ja viel weniger rankommen dann, als nachher im richtigen Rennen. Ja. Und noch ist es kommt noch nicht rein. Also es gibt noch keine Ansage. Also das wäre wirklich... Ich fahre gleich in die Karre gleich. Mir scheißegal, soweit ist es. Wenn ich Kuro wäre, würde ich genau das tun, was du gerade gesagt hast. Als ganze Gang habt ihr mich aus dem Rennen gekickt. Und guck mal, Vitus hat es genau richtig gemacht, wenn er eh rein musste. Jetzt kann er wieder aufschließen auf das Feld. Und hat eigentlich so gut wie nichts außer die Position verloren. Die könnte sich aber wieder zurückholen. Bleib hinterm Safety Car steht bei dir. Es sei denn, man, das weiß, aber doch, man darf auch hinterm Safety Car die... meine Güte! Ist ja gut. Man darf auch hinterm Safety Car die Durchfahrtsstrafe absolvieren, ne? Ja, einmal gefragt. Also wenn du, hast du gerade gesehen, der Alpin ist abgeflogen. War das war Trant, oder? Nee, es war Kuro. Kuro. Er wurde sogar resettet. Jetzt kommt rein, jetzt braucht er aber auch nicht mehr. So, okay, Berti, also wir bleiben mal bei Trant. Trant ist Zweiter. In der Formation bleiben. Leute, Krane, überhol mich. Krane, ich liebe mich. Diese Runde jetzt schon. Krane darf Vitus überholen. Boah, Alter. Ey, meiner, ich kann kein Gas mehr geben. Nein, wirklich, sag keinen Scheiß. Bei dir steht irgendwas mit Intervall. Eddie, das ist normal. Mein Gott! Das laber nicht. Ich kann nicht überholen. Ja, der Red Bull hat keinen Frontflügel, ne? Eddie, das will ich nicht hören jetzt. Von Berti. Ja, es ist also tatsächlich ein... Oh, Berti. Und er hätte natürlich jetzt reinfahren können. Und er hat es auch nicht gemerkt. Irgendwo ist ein Ferrari doch mal weggedotzt. Hatte ich den Eindruck. Was ist mit mir jetzt schon wieder? Du bist so langsam! Berti, du hast keinen Frontflügel. Oh, jetzt verzögert. Und jetzt gibt er gleich... So, jetzt gibt er Gas. Jetzt gibt er Gas. Ja, er macht doch ein bisschen warm. Und jetzt geht der ganze Spaß jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Und guck dir das mal an. Berti kommt gar nicht aus dem Quark. Nee. Trant ist direkt überholt von Kogi. Ja. Weil mein Flügel rot ist. Eddie, mach einfach, fahr einfach so nach Hause. Ich ist meine Augen, Arsch. Wer weiß das schon. Also wenn du ein paar Mal vier drückst, siehst du. Wer hat schon wieder meinen Namen gesagt? Oh, und Krogi kommt dann dran vorbei. Ochse. Guck dir das an, da wird schon wieder einer. Oh, echt so Kran. Lass dir nichts erzählen, das ist doch super. Lass dir nichts erzählen. Ich hab noch eine fucking Durchfahrtsstrafe. Ja, Kuro, warum hast du die denn nicht beim Safety Car genommen? Let's do it! Krogi, sie wollten den Neustart, sie kriegen einen Neustart. Ja, jetzt noch. Mann. Überhol sauber. Dann gönne ich dir das. Habt ihr eben auch Platz gemacht? Weiß genau. Wenn ich merke, das geht, lass es dir Platz. Fahren wir nur nicht rein. Hallo. Achtung, Krane. Mal sehen, ob sich Krogi nicht den Platz einfordert von Ede, um auf Nummer sicher zu gehen. Das wäre eine Rennstrategie. Das wäre schön, aber ich wage zu bezweifeln, dass das, wenn ich auf Platz 1 läge, dann will ich jetzt auch kein Teamradio bekommen, das mir sagt, Ede Krogi pass for Championship. Ja. Lass gut sein, Vitus. MSC has to win. Get back. Was ist? Guck mal, der da vorne kommt. Ey, da wäre ich in der Safety-Car-Phase wäre ich abgeschossen. Also, dass Berti wirklich auch. Ich glaube, der hat es einfach nicht gemerkt, ne? Mit seinem Frontflügel. Das kann ich mir jetzt nicht erklären. Ede fährt die schnellste Runde. Okay, ich glaube, es bringt nicht viel bei Krane mit dabei zu sein im Moment leider. Ja, vor allem Krane kriegt noch seine 13 Sekunden aufgebunden. Ja. Also das... Und Vitus ist dann neu an der Box. Der war ja gerade vorhin. Ist da wieder was passiert? Heißt das so?
ein Ochse im Wald. Ja, die Nase wird nochmal ersetzt. Der Ochse im Wald. Gegen eine vorhandene, die bereits ist, und eine wird nochmal drüber gelegt. Und er nimmt jetzt rote Reifen. Ob er mit denen durchfahren kann, das werden wir mal sehen. Mann, ey. Ja gut, er hat ein Drittel des Rennens ist vorbei. Ja, 10 Runden. Also eben hieß es in der Erstprognose, in 6 bis 9 Runden wäre das Fenster für die Roten zum Wechseln. Das kann schon noch spannend werden. Also gut, jetzt gehst du einmal durch diesen Tunnel, durch diesen engen. Aber ich glaube, das ist ehrlich gesagt automatisch. Ja, das kannst du einstellen, wenn du willst, aber. Ich würde es eigentlich stark. Ungern eingestellt. Aber okay, ist okay. Ist okay. Also, so. Vorne spulen die Mercedes ihre Runden ab, muss man sagen. Mhm. Gehen mal kurz hoch. Und sehen, ja, sowohl Krogi als auch Ede. Ede hält sich sehr gut. Ich glaube, wir haben sowieso noch gar keine Boxenstopps von denen gesehen, in der Theorie. Was meinst du, Fenster 6 bis 8 oder so? Für die Roten wurde eben so angegeben, 6 bis 9 meine ich, wenn ich mich recht erinnere. Für die Gelben entsprechend ein bisschen später. Aber ich glaube, Gelb, hart, weiß. Oh, Berti ist raus. Scheiße, du hast total Schaden. Berti ist ausgeschieden, shit. Ich glaube, es kommt noch mein Safety Car, glaube ich. Hey, Berti! Da ist er, da ist er. Da ist der Berti. Yes! Da unten ist er. Aber Berti! Ich habe eine Sekunde ran, ich werde dich erstmal nicht angreifen, du hast Bescheid, weißt. Nur wenn ich merke, dass ich arg schneller sein sollte. Berti? Sag, wenn du DLR zünden kannst. Ganz entspannt. Wir gehen mal kurz zum Berti rüber. Ich habe eine mittlere Mischung, du hast eine rote Mischung. Irgendwann bin ich ein bisschen schneller als du. Das wollen wir natürlich einmal. Wieso habe ich denn noch eine Durchfahrtsstrafe? Berti, was ist denn gerade eigentlich passiert? Woher weiß ich, wann ich in die Box muss, Krogi? 7. Runde wahrscheinlich. Berti. Das ist der nächste. Ja, richtig. Ja. Ja, aber die fährst du noch. Die jetzt müssen wir mal gucken, ob das Safety Car noch mal rauskommt wegen Berti, ob das sein muss und ob die jetzt ihren Boxenstopp machen können, die Mercedes. Ja, das ist, da kommt viel Schlechtes zusammen. Wieso hast du 2 Durchfahrtsstrafen? Für was? Für scheiße Fahren. Wie die Ochs im Walde. Wie schön, wie der Kran in sich selbst. Der wird sich noch wundern. Über die wie die Ochs im Walde. Die Axt vom Berg, ne? Ey, dann lass uns beim nächsten Mal einfach Flatout oder so spielen. Oh. Auch geil. Das ist natürlich jetzt. Da ist jemand ernsthaft salty. Ich sag mal, ich kann die Wut gut verstehen. Ich kann die auch richtig verstehen. Ede ist wirklich. Er war sehr, sehr, sehr. Er wurde betrogen von der Rennleitung. Ja, Ede. Ede kann ja die Punkte gleich zurückgeben, wenn er das gerade als Betrug wertet. Das wäre ja ein feiner Zug, oder? Ich meine, wir haben ja noch im Ohr, was er vorhin gesagt hat. Ja. Lass uns einfach wieder zurückgehen zu den Positionen ganz beim ersten Rennen. Das wäre geil, wenn wir das gleich durchgehen. Ja. Wir geben jetzt übrigens zurück zu den Positionen. Der Chat hat entschieden. Ja. Das wäre schön. Aber unabhängig vom ganzen Gescherze, großer Respekt an Ede, dass er das so sauber halten kann. Trant ist gerade noch mal in die Box, der den beiden Mercedes hätte gefährlich werden können. Und Krane hat zwar die Strafen, aber Vierter? Ja. Auch Respekt. Schalt doch bitte noch einmal zum Krogi rüber, weil Krogi ist so nah dran. Ich weiß nicht, ob der jetzt wirklich sagt, ich bin jetzt hier einfach der Wingman, ich möchte Ede genau das gönnen, was er hier gerade reinholt, oder... Ach, bei Krogi können wir das gut vorstellen, wenn es jetzt nicht darum geht. Die beiden sind nicht in Gefahr. Nein, aber Krogi ist Racer. Der hat Benzin im Blut. Der will gewinnen. Der fährt ja auch für sich. Deswegen, ich bin gespannt, ob er da wirklich das so genügsam zu Ende fährt oder sagt, nee, komm, mein Lieber, ich hab Bock, einfach nochmal an dir vorbeizuziehen. Ich glaube, er ist schneller. Ja, das könnte ich mir auch ganz gut vorstellen. Interessant, wir hatten gerade die Anzeige, dass Vitus die schnellste Rennrunde hat. Wir können mal checken, die... Oder ja, halt eine 1,30 ist er gefahren, aber nicht so viel schneller als Ede und Krogi hier. Abstand, wo haben wir denn hier zum Führenden? Aber, na gut, es sind immer noch 35 Sekunden zu Ede. Ja. Und ich meine, guck dir das mal an, was die für einen Abstand haben. Ne? Mhm. Jetzt kommst du in die Box, ne? Ah, sie haben noch nicht gestoppt. Möglicherweise beide. Gehen wir zu Ede einmal hoch. Und checken aus, was er... Etienne hat 3 Sekunden Zeitstrafe wegen mehreren Warnungen gerade bekommen. Jetzt darf man gespannt sein. Mal gucken, ob die Zeitstrafe hier... Nee, die wird... Es wird doch gewechselt. Ja, er hatte, erst mit Soften gestartet, also er hatte noch seine Startschlappen. Aber guck dir den Abstand zu Trant an, ne? Ja, er hat jetzt gelb, er kann jetzt durchfahren. Strafe gekriegt, warum? Oh, das ist ja übel. Warum? Warum? Reicht aber noch. Also für die aber warum? Weiß ich nicht. Eddie, da stand, dass du mehrere Verwarnungen schon bekommen hast. Wir gehen mal kurz zu Trant hinten, ob er vielleicht auf Ede aufstößt gerade. Ja, gut, es sind immer noch 8 Sekunden. Also Ede, trotz des Boxenstopps, der hat sich echt gut... Und der Strafe, die jetzt noch dazu kommt. Wir gucken mal, 3 Sekunden war es, glaube ich.
6 Sekunden. Okay, da kann natürlich Trant jetzt drauf spekulieren, ne? Unter Umständen. Ja, war Trant schon an der Box? Ja. Dachte, Trant war schon an der Box. Beide an der Box. Genau, einzig Krogi war noch nicht an der Box. Und der wird sicherlich gleich auch kommen. Und da wird es natürlich nochmal spannend, wann und auf was er wechselt. Weil der ist, glaube ich, gerade mit Gelben. Der ist mit Gelben gestartet. Ja, wenn wir zu Krogi gehen. Ja, Krogi hat Gelb gerade. Bei Krane braucht man, glaube ich, nicht mehr gucken, wenn die Zeitstrafen dazu kommen. Das sind jetzt an die 20 fast schon dran. Mhm. Ja, du musst nicht, also ich sag mal so, das Endergebnis muss mit dem Taschenrechner ausreichen. Am Ende dieser Runde rein. Ja. Krogi sagt auch gerade an, dass er jetzt in die Box reingeht. Ja. Da müsste er also, jetzt muss er auf Softs wechseln. Ja. Anders geht das nicht. Da wird er die Führung natürlich verlieren. An Ede. Ist einem auf der Strecke, was passiert. Aber am grünen Tisch hat er sie immer noch mit der Zeitstrafe von Ede. Das stimmt. Und da kann natürlich, da braucht man, ja, da ist der Streit natürlich einfach weggeschoben. Wer wird schneller reifen? Dann checken wir mal aus. Da gleich. Weil es ja noch relativ vorne jetzt. Ja, ja, er läuft dann noch die gezeitete. Also es dauert noch ein bisschen, bis er da ankommt. Aber ja, das Rennen gehört den Mercedes. Wenn jemand ihnen streitig werden kann, sind das sie selbst. Ja. Indem sie Fehler machen. Das kann man an dieser Stelle. Ey, es ist so bitter, so früh rauszufliegen, Leute. Das wird nämlich eine Nullnummer für zwei Kontrahenten hier. Ey, und zwei vor allem. So richtig unnötigen Kackschikane, ey. Ja. Fuck off. Ich glaube immer noch, dass Berti nicht auf dem Schirm hatte, dass er wirklich kein Frontflügel mehr hatte. Ja, das verändert das ganze Fahrverhalten natürlich. Absolut. Ne? Ja, also eine Nullnummer bei Red Bull mit Berti, eine Nullnummer mit Lars. Das ist natürlich ungünstig. Für Ferrari insgesamt jetzt weniger, aber wohl natürlich für Red Bull. Wie gesagt, die haben 5 Punkte Abstand nur gehabt. Mhm. Und dieser Ausfall und der aktuell 4. Platz von Vitus, der eben bedeutet, dass hier nochmal 12 Punkte aufs Konto kommen. Puh, das ist nicht viel. So, Krogi kommt jetzt an die Box. Ja, wir können mal sehen, ob er vor Ede noch rauskommt. Es sollte ganz knapp sein, wenn überhaupt. Wenn sie guten Stopp machen. Ja, der war sauber. Da kommt Ede schon auf Start und Ziel, meine ich. Ja, genau. Ja, das wird nicht reichen. Aber das war ja auch am Ende des Tages gar nicht das Ziel. Hinter dir raus. Und eine Zeitstrafe für Vitus. Ja, Ede ist durch. Krogi. Ja, sehr knapp dahinter, wenn dann. Ja. Direkt hinter dir. 2 Sekunden dahinter, aber die 6 Sekunden, die Ede noch hat, müssen wir draufschlagen. Also es ist nicht der Sieg im Moment, wenn sie dabei bleiben. Genau, da müsste Ede dann schon noch ein bisschen was rausfahren. Und ich glaube, das wird ihm der Krogi nicht gönnen. So, was sagen die Strafen? 6 Sekunden Zeitstrafe, ich weiß nicht wieso. Oh. Weil ich zu schnell in die Box, glaube ich, gefahren bin oder so. Krane nur 14 Sekunden, muss man nur sagen. Ja, das ist schade, weil Krane lag ja auch durchaus aussichtsreich. Auf dem 4. Platz habe ich ihn, glaube ich, zwischendurch mal gesehen. Das auf jeden Fall. Und das ist ein bisschen schade dann, dass er jetzt dann doch wieder auf den 6. gekommen ist. Tut mir ein bisschen leid für ihn. Ja, wir gehen mal ein bisschen hinten. Kriege ich kein DRS, ey. Weil du musst 1 Sekunde hinter einem Typen sein. Ja. Ich bin 10 Sekunden hinter einem Typen. Ja. Fehlen noch 9. Dieses Trockene gefällt mir sehr gut. Shit. Wieso? Ich bin mehr als 1 Sekunde. Das reicht doch mehr als genug. Aber die haben sich gerade sehr, sehr weit verteilt auf der Strecke. Wir sehen es ja auch unten auf der Map. Krogi hat sich jetzt auch die Harten geholt. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob er vielleicht alle seine Soften beim Qualifying schon weggeballert hat. Oder ob ich hole ein bisschen auf. Das würde das Einzige sein, was ich mir so vorstellen kann, weil Krogi ist sehr spät dahin gegangen. Und hat er mit Soft gestartet oder Medium? Aber je nachdem, aber Hart ist sehr schwierig. Ja. Er hatte einen Wechsel gehabt, also er ist mit Medium gestartet. Okay, dann hätte er, wenn er wirklich nicht alles verballert hat, dann hätte er auf Softs gehen müssen. Aber schon, ja. Hey, er weiß, dass er den Sieg in der Theorie schon hat. Ja. Wenn Ede das hält und er auch. Jetzt lässt auch Ede noch Krogi vorbei. Also die haben sich gerade abgesprochen. Das war ein klassischer Fall von Team Order. Und jetzt gucken wir mal, wie er da wegfahren kann. Ach, und da kriegt er schon die nächste. Kriegt er die nächste da drauf, ey. Krane, der hat wirklich heute einen schweren Start. Es ist halt schwer für mich hinter dir zu bleiben, weil ich super schnell bin.
Ja, aber ich wollte trotzdem. Na gut. Oh, was lache ich eigentlich? Fokus, Eddie, jetzt. Ja. War ein guter. Ich könnte dich locker überholen, aber mach mal. 3 kommt halt immer näher und ich habe die Zeitstrafe, ne? Könntest du dich wirklich locker überholen? Ja. Ich meine, jetzt schon zweimal habe ich. Ja, aber DLR, die Zeit sagt was anderes. Oh, jetzt habe ich mir den Reifen kaputt gemacht. Alles klar, jetzt ist alles cool für dich. Ich sollte einfach nicht reden. Ja, das ist so ein bisschen. Hast du in die Box, oder was? Wie viele Sekunden hat der EDS noch mal drauf anzeigen? Sechs Sekunden. Ja, das wird nicht mehr gefährlich wahrscheinlich werden. Aber wie gesagt, dann reden wir von 8 Sekunden. Muss auch sagen, Trant ist ja auch noch nicht durch, weil Vitus ist nur 2 Sekunden hinter ihm. Ja, wenn Trant es jetzt mal schaffen würde, aber es sieht eben nicht so aus. Er kann hier nicht so richtig auf dem Eder aufschließen. Ne? Also... Weil alle haben saftige Strafen, nur momentan sieht es eben nicht so aus, dass irgendjemand sich nochmal verbessern, verschlechtern kann. Aber es greift ja auch gerade niemand so an. Ne? Nee. Also, Trant jetzt versuchen würde, nochmal richtig nah ranzukommen, um dann vielleicht doch noch den dritten Platz zu erben. Ja, Trant hat seinen Rhythmus, aber Rhythmus bedeutet hier halten, tatsächlich. Ja. Kuru ist leider auch schon jenseits von Gut und Böse. Ihm haben leider sehr der Rennverlauf hat ihm leider sehr übel mitgespielt. Ja. Ey, wenn ich jetzt noch 12 Runden hätte, ja, dann wäre ich wieder mit im Rennen. Du hast dich 7 Sekunden schon rangekämpft. Krank. Ey, Vitus zieht durch. 7 Runden auf den gelben Schlappen hat er jetzt. Ich weiß nicht wieso, aber ich habe irgendwie 17 Sekunden Strafe. Das wissen wir alle nicht, Fabian. Es ist ehrlich gesagt Karma. Fabian hat doch schon eigentlich genug gelitten. Das sonore Rotieren der Lenkräder. Checken wir doch mal, wie es vorne aussieht. Jede lässt sich tatsächlich ein klein bisschen fallen. Also vielleicht kommt ihm das nicht so entgegen, dass... als Zweiter unterwegs zu sein. Eben noch an Trant drin. Ja, das muss man fairerweise sagen. Und er hat wirklich, verliert er ordentlich. Er hat aber keine weiteren Strafen bekommen, ne? Nee, also immer noch bleibt bei den 6 Sekunden. Könntest du nochmal checken, aber ich meine, es sind nur die 6 bisher. Genau. Ja. Das gleiche wie Vitus, der hat auch gerade eben nochmal vorhin ein paar Strafen gekriegt und Kane ist bei den 17. Kuro hat seine Durchfahrtsstrafe ja zum Glück schon abgelöst. Ja. Aber ja, hätte die wirklich unterm Safety Car gemacht, hätte es tatsächlich nochmal anders aussehen können. Mhm. Okay, ja, Stopp. Alle haben ihren Stopp gehabt, die Strafen sind da. Ja, das ist jetzt so... Ja. Jetzt müssen sie es zu Ende fahren. Jetzt müssen sie es wirklich einfach nur zu Ende fahren. Ja, aber okay, Ede poltert ein wenig noch. Vorbei. Oh, haben wir Überrundung. Das wird nochmal spannend, ganz hinten. Da, die Ferraris. Ferrari. Ich komme jetzt vorbei, danke. Sehr nice von dir. Es ist sehr gut, dass man... Alter, was? Willst du mich verarschen? What the hell? Ich dachte, ich komme vorbei. Ja, aber du bist so... Das gibt es doch nicht. Okay. Oh, shit. Heftig, ey. Bremse. Ja. Das gibt es doch nicht. Das ist doch nicht wahr. Da ist nach der Überrundung ist der offensichtlich Krane ihm hinten noch mal irgendwie. Das kann nicht sein, ey. Er war doch ausgedreht. Er war doch deutlich durch. Gibt es nicht. Es ist jetzt vorne, aber nicht vorne genug, um zu gewinnen. Ja, das ändert eben nichts daran. Es sei denn, er kann das jetzt noch rausfahren. Irgendwie wundersam. 6 Sekunden hat er. So, jetzt kommt Trant auf Krane. Das ist mir schneller. Oh Gott, das nächste Abenteuer. Oh, der Agent des Chaos, sagt der Chat auch. Ich brauch's 5 mehr Runden. Ja gut, da kann... Ja. Okay. Meine Reifen sind dead. Ja, meine auch.
Ja, und ja, das wird leider nicht reichen. Das läge jetzt an Krogi, sozusagen so großzügig sich zurückfallen zu lassen, Ede diese 6 Sekunden Abstand zu schenken. Aber geile Aktion von dir gerade. Das wird er nicht machen. Das wird er nicht machen. Die Spannung nicht schlecht. Aber komm, also die 2,5 Sekunden, Ede kann sich nochmal richtig konzentrieren. Ja. Und da kann er zumindest auf der Strecke das Gefühl des Ersten haben, auch wenn es am grünen Tisch anders ausschaut. Ja. What, was geht ab? Rogi, jetzt lass mir doch den Sieg. Der Sieg hast du ja nicht. Ich müsste dir 6 Sekunden lassen. Ach ja, stimmt. Du hast vollkommen deswegen. Du hast vollkommen recht. Ede, holst dir auf den Platz. Aber ich fahr dir nicht rein. Okay, danke. Oh, schade. Sonst hätte ich dir selbst... jetzt ernsthaft. Ich hab dir die ganze Zeit drüber gegrübelt. Du kennst mich. Ja, ach, guck mal, wie es ist. Es ist übrigens ganz einfach, jemanden vorbeizulassen. Das hat schon ekelhaft, wie gut gelaunt die miteinander umgehen. Ne? Das hat Schumacher Irvine auch erzählt, immer die ganze Zeit. So, wir sind... In der letzten Runde. Die Kiste scheiße an. Ich glaube, die Reifen sind im Arsch. Trant hadert. Ja, Trans-Reifen haben 8 Runden. Ja. In der Theorie sollte das noch gehen, aber Kuros-Reifen sind tot. Au! Was ist das? Komm, Ede, fahr durch! Hol die 6 Sekunden, Ede! Hol die 6 Sekunden, Ede! Was? 3 Sekunden? Was denn? Eddie, lass uns einfach diese Runde nach Hause fahren. Ede, zieh durch! Wir schaffen es doch, ey. Hol dir den Sieg! Was ist das denn für eine überflüssige Spannungskurve? Kuro will natürlich noch mal so an Vitus ran, aber er hat auch die Zeitstrafe, deswegen ist das auch alles so ein bisschen... Es tut mir leid. Nee, das ist kein Problem. Also mal gucken, ob Ede unter den Entschuldigungen sich jetzt die schwarz-weiß karierte Flagge holt. Ich hab's gemerkt. Wir müssen nachher mal in den Replays checken, wer den blauen Panzer geworfen hat. Oh ja. Na gut, es sind 2 Sekunden. Mann. Aber Ede hat die Runde gleich fertig und er fährt dem Sieg entgegen. Schwarz-weiß kariert auf dem Feld und da ist das Feuerwerk. Dein Reifen ist tot. Vitos Reifen, es ist tatsächlich offensichtlich passiert. Können wir nochmal zu Vitos schalten, bitte, ganz schnell? Ja. Stark, stark. Guck's dir an! Guck's dir an! Raue, der prognostiziert 10 Reifen. Der Reifen von Vitus hängt nur noch 10 Runden, hält er nicht aus. Und jetzt ist es nochmal spannend. Die Zeitstrafen müssen wir natürlich im Blick haben. Alter, noch Vierter? Alter, Vater. Mal gucken, was der jetzt, schafft er es, das Ding noch irgendwie über die Startziellinie. Krane kriegt die Zeitstrafe hinten drauf. Mann, ey. Zusätzlich. Und Vitus... Okay, da müssen wir jetzt noch mal ganz kurz gucken, weil ich jetzt gerade nicht weiß. Vitus ist doch der 5. Mann! Ja, es wird zusammengerechnet. Wegen der Zeitstrafe, ne? So, fertig, geh rein. Danke, Game. Danke, verdient, Krogi, verdient. Danke, Game. Danke, Game. Ja, die Nerven behalten bei den Angriffen. Danke, Mann. Die Pirellis ausgerechnet. Unglaublich, hab ich noch nicht erlebt, sowas. Konnte sie nicht lange nutzen, aber... Geil, ey, Hammer! Das war wieder Hammer! Ja, glaube ich, dass das Hammer war, ne? Puro, an deiner Stelle würde ich so hart abkotzen. So unfassbar hart, bin ich ganz ehrlich. Aber Sieger der Herzen. Aber du warst mit Abstand der Schnellste. Mal ganz im Ernst, ich verstehe nicht, also was passiert bei dir immer, sobald ein Safety-Car kommt? Naja, also ich wurde von hinten angedutscht und habe mich dann gedreht und dann war mein Frontflügel kaputt. Dann hatte ich eine erste Durchfahrtsstrafe wegen halt Delta. Okay, peile ich nicht, meine Schuld. Eine zweite Durchfahrtsstrafe, weil gefährliches Fahren. Okay, sorry, hau. Und dann kam ich raus und Vitus war vor mir bei der ersten Durchfahrtsstrafe. Nach der zweiten Durchfahrtsstrafe war er 27 Sekunden vor mir. Ja, das ist ein paar mehr Runden und ich hätte auch... Ey, aber das war ein verfluchtes Rennen. Also am Ende hat ja sogar Vitus Reifen sich komplett links verabschiedet. Ja, also ich hatte einfach keinen Reifen mehr. Also es war wunderbar. Ja, du hast ausgewächst, lieber Vitus. Ja. Denn die Prognose 10 Runden auf den roten, die wurde am Anfang ja schon nicht gegeben. Nee, ja. Aber was soll ich machen? Ich war auch 2-mal in der Box, weil ich Schaden hatte am Frontflügel. Du hast jetzt den 5. Platz bekommen, lieber Vitus. Ist das korrekt? Am Schluss? Schon, ne? Ja, genau. Ja. Vitus ist 5. Und 4. ist damit Kuro geworden. Das ist auch richtig, ne? Mann, was war denn da los? Das müssen wir mal ein bisschen sortieren zumindest. Also, ich verstehe es auch nicht. Ich muss ehrlich sagen, das, was das Safety Car ausgelöst hat, war, dass ich weiß nicht, wer mich in ein Sandwich genommen hat. Ich wurde von links und rechts wie eine Eisenpresse zusammengefercht. Mein Auto überlebt es. Hat nicht mal einen Kratzer. Schön für dein Auto. In der Kurve dötscht mein linkes Rad leicht
die Planke an und ich habe instant einen Totalschaden. Leute, wollt ihr mich verarschen? Was ist das denn? Ich dachte mir aber auch so, der Vorfall, der zum Safety Car geführt hat, ich wurde einfach von hinten richtig schön angeschoben, hab mich einmal gedreht. Also ich dachte halt wirklich, dass als die Sandwich ich zusammengepresst wurde, ich so, okay, Leute, das war's, Totalschaden, ich verabschiede mich schon mal. Aber das habe ich wunderweise überlebt, aber ey, ich versteh's nicht. Ja, ich würde gerne einmal hören, natürlich wollen wir, weil der verdiente Sieg soll auch verdient gefeiert werden, nicht hinten überfallen lassen. Krogi und Ede, also ihr habt euch natürlich gut abgesprochen auf der Strecke. Ede, das hätte fast nicht geklappt am Ende, da hast du Krogi noch mal ein bisschen abgeschossen. Ich möchte erstmal Danke sagen. Der Neustart war die richtige Entscheidung. Ey, ihr beiden habt das noch ganze Zeit angefochten, ey. Man muss auch mal zugeben, wenn man daneben liegt. Und in dem Fall lag ich daneben. Der Neustart war die richtige Entscheidung. Ja. Das möchte ich hiermit zugeben. Dann möchte ich einfach wirklich sagen, Kuro, es tut mir wirklich leid. Ich weiß, wie pisst ich wäre, wenn ich vor dem Neustart Erster wäre und jetzt so reinkäme. Ich fühle das mit dir. Wir haben alle gesehen, wer hier wirklich der beste Fahrer ist. Ich glaube, das steht außer Frage. Ja, das beste Team allerdings. Da möchte ich wirklich einfach auch nochmal sagen, Krogi, du warst echt super, du warst ein super Teammate. Du hast mir auch immer gut zugeredet, du hast mir Tipps gegeben. Es ist eine Freude, mit dir zu fahren. Und ich hoffe, du glaubst mir, dass ich am Ende dich nicht rausballern wollte, weil ich Erster werden wollte, sondern ich hab dich ja noch durchgelassen. Und ich dachte einfach, ich will aber trotzdem natürlich gute Zeiten fahren. Also zünd ich halt diesen DLR. Und VfB. Plötzlich war ich an einer Stoßstange und da war es dann schon zu spät. Ich glaube dir das bis aufs Wort. Was hätte auch keinen Sinn ergeben, wenn du mich bis aufs Wort. Mehr aber auch nicht. Wirklich, wenn du mich vor der Ziellinie rauskicken wolltest und mich selber auch in Gefahr bringst, das wäre auch selten doof. Aber ich muss auch sagen, im Vergleich zum ersten Mal haben wir dieses Mal als Team einfach gewonnen, Eddie. Und das finde ich richtig geil. Und du hast auch wirklich hart performt. Also jetzt klettern wir uns gerade so ein bisschen in den Arsch rein, aber das ist in Ordnung. Das war halt gut. Also hast du gut gemacht. Ja. So. Nehmt euch ein Zimmer, ey. Man muss aber auch fairerweise sagen, ich weiß nicht, es war ein spektakuläres Rennen mit im letzten Moment noch Situationen, mit denen niemand gerechnet hätte. Nee. Stichwort Überholmanöver, aber auch trotzdem Safety Car. Scheint ja wirklich so die größte Herausforderung für euch alle zu sein. Berti, du hattest keinen Frontflügel, hättest unter Safety Car den Easy Peasy wechseln können. Hast du nicht gemacht. Kuro hatte eine Durchfahrtsstrafe, hättest du unter dem Safety Car sehr zeitsensitiv absetzen können. Im ersten Rennen wollte ich das machen und ich bin einmal durchgefahren, es zählte nicht. Dann haben wir eben spekuliert, dann stimmt es. Colin, ich kann trotzdem die Frage ganz einfach beantworten. Das ist einfach Formel 1 Unerfahrenheit bei mir, weil ich war mir dann unsicher, darf ich jetzt bei der Safety Car Phase easy einfach rausfahren und jetzt mein Auto reparieren oder... Also, muss man wirklich sagen, keine Ahnung. Ich dachte halt, ich muss um Teufel komm raus dem Ding hinterherfahren. Darf ich auch noch eine Sache sagen zu meinem Delta-Dingsbums? Also, ich bin am... Es war gelbe Flagge und meine Box sagt mir, es gibt keine Safety-Car-Phase. Alle Teile wurden von der Strecke entfernt. Fahr einfach weiter. Ich, okay, dann baller ich weiter. Ey, Kuro, hier oben ist so ein fettes Banner, was ganz halt sagt. Ja, das stand bei mir. Genauso wie es später bei mir stand, dass ich Krane überholen soll. Und dann sollte ich ihn nicht überholen. Dann sollte ich ihn wieder überholen. Und das war super weird. Okay. Ich stand denn bei Krane die ganze Zeit? Stell dich mitten in die Ideallinie und schieß alle raus? Ja. Krane, genau, das war eine geile Situation, ey. Bitte, was ist da passiert in deinem Kopf? Ich verstehe es nicht. Jetzt wollen wir nicht mehr fahren. Muss ich jetzt nochmal wissen? Ich würde das so gern sehen. Wo ich einfach sage, Krane, ich komme von links, Achtung, ich bin ein bisschen schneller, mach doch Platz. Und du sagst so, alles klar, ich fahre dir voll rein. Nee, so war das nicht. Ich bin dann ausgewichen und ich dachte, okay, du gibst Gas und dann gehst du so einen toten Winkel, wo du halt bist. Und ich dachte, da bist du jetzt gerade. Fährst du einen LKW oder was? Oder da bist du jetzt gerade, ich kann wieder Gas geben. Ja, hat ja super geklappt. Ja. Muss ich schon sagen. Ja. Eine andere Frage hätte ich noch zur Taktik. Habt ihr euch im Vorfeld Gedanken gemacht, welches Reifengemisch ihr auswählt? Ja, klar. Weil ich glaube, es waren nicht alle auf Soft unterwegs. Ja, warum, Krogi, bist du auf Hard gegangen so spät und nicht auf Medium? Ja, im Vorfeld hatte ich mir gesagt, ich nehme lieber Mediums und die Harten, weil ich dann unterm Strich, hatte am Ende harte Reifen. Für drei Runden, wohlgemerkt. Ja, für drei Runden. Ja, aber ich war trotzdem noch schneller als Nummer 1 vor mir. Das war aber wahrscheinlich nicht wegen der Reifen. Ja, aber egal, hat ja funktioniert. Ich schieb noch die Reifen.
Wir haben jede Menge Spaß gehabt. Wir haben spannendes Racing gesehen. Teilweise bis aufs Messer, teilweise gesehen. Wir haben viel Spaß gehabt. Ich würde sagen, wir können damit mal zum Zahlenwerk übergehen. Ja. Denn ihr seid sicherlich ähnlich neugierig wie ich. Ich habe ein bisschen berechnet. Aus dem letzten von drei Rennen geht als Viertplatzierter Ferrari mit einsamen 8 Punkten eingefahren von Fabian Krane nach Hause. Mhm. Lars hat es ja leider nicht geschafft. Ey, ich wurde einfach von allen Leuten verprügelt. Ihr hattet diese Vierer-Situation. Streiten sich auf einer Geraden. Ich will vorbeiziehen und krieg auf einmal alles ab. Das war also... Ja. Die schämen sich hier nicht. Aber es sah auch ein bisschen aus, als ob du so reingezogen bist. Auf der Strecke lernt man fürs Leben. Ja, wir können es leider nicht so richtig schön in den Wiederholungen jetzt nochmal sezieren. Aber das kann man sich ja bei YouTube dann nochmal anschauen. Auf dem dritten Platz, letztendlich auch bedingt durch einen ungünstigen Ausfall, Vitus, der noch 10 Punkte sichern konnte. Das heißt 10 Punkte für Red Bull. Ja, und dadurch wird es insgesamt nochmal richtig spannend, denn Alpine hat 27 Punkte kombiniert geholt, Mercedes mit einem Doppelsieg 43 und das bedeutet auf Platz 4 der dritten Tech Tournament Edition hier bei Rocket Beans TV steht Ferrari mit insgesamt 26 Punkten. Mhm. Geil! Jawohl. Auf dem dritten Platz, und das hat sich jetzt tatsächlich gedreht, gegenüber Rennen 2, haben wir mit 69 Punkten, Entschuldigung, Red Bull. Nice. Das ist eine gute Zahl, oder, Bert? Jawohl. Immerhin. Hammer. Und auf Platz 2 durch die letzte, 74 Punkte für Alpine und 107 für Mercedes. Boah. Mercedes geht auch in der zweiten Session. Titelverteidigung, Konstrukteurs-WM geht wieder runter zu den Schwaben. Wahnsinn. Guck dir das an. Geiles Feuerwerk. Ich habe selten so eine Feierei gesehen. Ja, da geht's richtig ab. Ja, beide natürlich. Vielleicht hatten sie auch dadurch einen Vorteil. Man weiß es nicht, dass sie zu Hause in vertrauter Umgebung waren, während die anderen sich dem... Aber nein, sie haben es auf der Strecke gezeigt. Wirklich toll. Tolle Leistung, Ede. Richtig gut gemacht. Cody auch richtig. Ich krieg noch den Pokal als Overlay. Als animiertes Gift. Oh, schön. Wie geil ist das denn? Echt? Ja, pack's auf die Hand. Pack's auf die Hand. Ja, genau so. Gut, dass wir die Magix Movie Maker Lizenz verlängert haben. Hammer. Die Demo hat auch gereicht. Hammer, komm, gut. Krogi kriegt die auch, da. Ja. Super gut. Trophäenstein. Wir würden natürlich Krogi und Ede gerne hier reinholen, aber wegen der Entfernung geht das nicht so gut. Wir wollen aber natürlich noch nicht den Abend direkt abschließen, sondern haben noch ein bisschen Redebedarf. Ich würde sagen, wir können vielleicht ein oder zwei Leute runterholen. Ja, würde ich sagen. Hast du eine Präferenz? Nee, gar nicht. Wer Bock hat, möge hier kommen, denn wir treffen uns dann gleich ganz gemütlich hier. Nochmal vielen, vielen Dank an euch alle. Macht's unter euch aus. Wir treffen gleich noch ein paar hier auf dem gemütlichen Absacker. Ich höre mich auch nicht mehr so gut. Oh, jetzt wieder. Ja, jetzt hören wir es wieder. Wenn ihr auf den Geschmack gekommen seid, wie gesagt, es gibt eine schöne 50% Rabattaktion bei Steam, Origin, Xbox. Kann man für 50% off bis zum 31. noch Formel 1 2022 erwerben, wenn ihr jetzt Bock bekommen habt, euch selber mal warm zu fahren. Macht wirklich Spaß, kann ich bestätigen. Ja, absolut. Was haben wir hier erlebt? Ey, also der Restart hat alles nochmal durcheinander gewürfelt. Ja. Wir werden gleich mal gucken, wer bei uns noch vorbeikommt und kurz noch seine Gedanken uns feilbietet. Aber das letzte Rennen hatte ja alles. Es hatte Crashes, es hatte Überholmanöver. Crashes bei Überholmanövern mit dabei. Du hattest Führungswechsel ohne Ende. Und es hat nochmal richtig Dramatik reingetan. Und auch ja, großer Beifall für Edes konstante Leistung jetzt. Auf jeden Fall. Ich habe nicht damit gerechnet, gebe ich ganz ehrlich zu. Freut mich aber umso mehr, dass es genauso gelaufen ist. Und es war ja wirklich, die Musik ist noch sehr, sehr laut. Ja, da hast du auch noch so richtig Partymusik auf dem Ohr. Ich habe die Partymusik auf dem Ohr. Ja. Ich bin mitten auf dem Ballermann hier, habe ich das Gefühl. Die gute Laune. Aber jetzt ist sie aus. Jetzt ist sie vorbei, genau. ja, was soll ich sagen? Also, diese Situation, leider mangels Instant Replay oder dass man das ein bisschen. Ja. Wir müssen uns wirklich alle angucken. Da sind sie ja ein Stück weit zu fünft parallel, also so nebeneinander gefahren, dann zu viert und dann kam es zu dieser verhängnisvollen Situation. Ich hab's nicht auf der Schnelle, ich habe nur gesehen, wie ein Ferrari irgendwie so leicht reinzog, aber das. Ja, es ist schwierig. Es sah aus wie so eine Schwadron eher, als ob da irgendwie so Luftkrieg irgendwo ist, ne? Und die alle im Gleitflug ineinander dann datschen. Ja.
Ah, und da haben wir auch schon einen. Da haben wir ja. Kommt ihr hier durch? Sollte ich mich schon mal. Genau, damit können wir. Wir wollen ja noch mal hier die. Boah, meine Kopfhörer. Meine. So meine. Viele Kopfhörer hier. Einen herzlichen, riesigen Applaus an dieser Stelle. Natürlich noch mal für zwei Mitstreiter, zwei Neulinge, die wir noch gar nicht gesehen haben. Wir haben einmal Team Alpin vertreten durch Christian Kurowski. Tut mir leid, ich stinke heftigst. Das ist nicht schlimm, ich rücke einfach ein bisschen weiter weg. Und ja, natürlich der liebe Vitus, der eingesprungen ist und knallhart bei Red Bull um die Punkte gekämpft hat. Vitus, schön, dass du da bist. Ah, ich freue mich sehr. Ihr zwei. Boah, das war anstrengend. Ja. Es war heftig nervenaufreibend. Also es war heftig nervenaufreibend. Ich habe geschwitzt wie schon lange nicht mehr. Aber es war auch sehr witzig. Also es hat wirklich viel Spaß gemacht. Aber wenn dann halt so eine Safety-Car-Phase ist und es rappelt hinten und du drehst dich und du landest in der Mauer, dann werde ich leider kurz ungehalten. Es tut mir leid. Verständlich. Das ist so die Sache auch mit den Strafen natürlich. Ne? Wir haben die niedrigste Nummer eingestellt, aber wird dann auch akkurat bestraft, wenn jemand irgendeinem reinfährt. Und ja, das Safety Car, auf einmal wird es ausgerufen und leider warst du, Koro, immer meist der Leidtragende. Ja, ich meine, klar, also jetzt weiß ich, wo, wenn Delta ist, ne, wie ich fahren soll, da ist halt oben rechts so eine kleine Anzeige. Die habe ich halt ganz am Ende gesehen. Aber ich hatte halt wirklich, also ich dachte so, meine Box sagt mir, ey, es ist alles cool, es ist keine Safety-Car-Phase geplant. Und dann denke ich, okay, dann fahre ich halt einfach weiter. Ja, klar. Und dann war halt, wieder Durchfahrt. Ja, die Box ist nicht unfehlbar, ne? Das kennen wir ja, vielleicht ist das auch ein Realitätsfaktor so ein bisschen, ja. Möglicherweise. Aber einmal, weil das können wir so aus der Zuschauerperspektive, kann man das immer sehr schlecht sagen. Diese ganzen Informationen darüber, was man zu tun hat, etwa hast du dich einzureihen über Runde nochmal. Wenn man euch nur zuhört, könnte man denken, oh, das ist wirklich. Da lässt einen das Spiel im Stich. Man muss nur wissen, wie man gucken muss und hören muss, dann ist das eigentlich schon relativ klar. Ja, wenn man das ein bisschen mehr gespielt hat, dann geht das schon. Aber es war halt auch, im letzten Rennen war das auch super verwirrend, weil dann habe ich mich gedreht. Dann war es Safety Car und dann sollte ich aber irgendwie Kran überholen und dann nicht. Und das. Okay. Ja, es könnte auch damit zu tun haben, wenn du Überrundete in der Safety Car Phase hast. Die dürfen eigentlich nochmal vorne rum, damit sie sich hinten wieder einreihen. Und das macht es noch ein bisschen schwieriger. Genau. Ich glaube, ich sollte nicht mehr so viel sagen jetzt. Ja. Spät am Abend. Vitus, wie war es denn für dich? Ich meine, man muss fairerweise sagen, heute Morgen kam die Nachricht, upsala, der Florentin kann leider nicht dabei sein. Ja. Und du bist spontan reingesprungen. Es hat mir super Spaß gemacht. Wie Kua auch sagt, es war total nervenaufreibend. Ich bin da reingegangen, wir haben dann noch ein bisschen angetestet und da habe ich richtig gut performt und dachte, hey, wir spielen da mit um den Sieg und dann. Fehler gemacht, Safety-Car-Phasen, schlecht überholterweise, wenn dann Krane so ein bisschen unglücklich da auf der Ideallinie fährt und dann fahre ich mir den Frontflügel kaputt. Also, es hat super Spaß gemacht, aber ich bin jetzt auch ordentlich fertig. Also, das ist schon sehr nervenaufreibend. Kannst du denn sagen, Vitus, du hast ja bisher mit Controller gespielt und jetzt hast du das Gefühl, ist das doch eher ein Handicap erstmal, weil du bist ja sehr dran gewöhnt, wie ein Controller mit den Sticks funktioniert. Es ist zwar cool, das Lenkrad, aber ich kann mir die Umstellung sehr, sehr schwer vorstellen. Es ist was ganz anderes. Also beim Controller muss man ein bisschen drauf achten, dass man dann mit dem Daumen richtig schön reindrückt und dann quasi diesen Freilauf vom Knüppel richtig nutzt. Und was mir geholfen hat, war auf jeden Fall die Streckenerfahrung. Also ohne die Streckenerfahrung wäre ich, glaube ich, nicht da so weit vorne dabei gewesen. Das hat mir schon geholfen und das ist einfach eine Übungssache. Ich glaube, wenn man das öfters macht und wenn man da sich dran gewöhnt, dann fährt man da auch gut mit Lenkrad. Aber es war schon eine Umstellung auf jeden Fall. Ja, und bei dir, Kuo, ich meine, du hast ja selber gesagt, racingmäßig bist du ja schon großer Liebhaber und ambitioniert, Formel 1, aber jetzt nicht unbedingt deine Paradedisziplin. Ja, es ist also ich habe immer mal wieder Formel 1 gespielt, auch halt, weil ich halt vielleicht mal einen Teil testen musste, ist halt auch schon länger her. Ich bin halt eher so Forza Motorsport. Da bin ich zu Hause. Ich habe mir gestern so anderthalb Stunden Zeit genommen, weil ich einfach mal jede Strecke ein bisschen fahren wollte und ein bisschen geguckt vom Setting her. Weil ich muss auch noch meinen Game-2-Beitrag für dieses Wochenende fertig machen. Ja, das ist so zeitmäßig immer so ein bisschen tricky gewesen, aber ich fühlte mich eigentlich ganz gut und bin auch eigentlich zufrieden mit meiner Leistung. Das liegt auch nicht an dieser Gruppe heute Abend. Das ist halt ein grundsätzliches Ding, wenn man halt online Rennsimulation fährt. Also ist egal, ob man Forza Horizon spielt, Gran Turismo online. Wenn du mit anderen Menschen fährst, dann ist es halt einfach ein Stück weit chaotischer und
Aber das macht es natürlich für uns auch umso spannender und spaßiger. Spaß hat es einfach mega gemacht, euch zuzuschauen. Und wir müssen sagen, wir hatten hier neben euch natürlich viele Neulinge, noch mal mehr dabei. Und wenn alle in der Runde noch mal für eine dritte zusammenkommen oder noch mehr Teams, ne, dann kommt die Erfahrung auch noch mal mit. Und ich habe wieder viel Spaß gehabt, meine Stimme nicht, aber der Rest meines Körpers hat sich sehr gefreut. Ich hätte gern einfach im letzten Rennen 10 Runden mehr gehabt. Das kann ich verstehen. Dass man da dann sagt, okay, jetzt bist du irgendwie drin, bist du warm und ja, dann gehen einem die Runden aus, wie man so schön sagt. Aber vielleicht beim nächsten Mal. Wäre das was für euch? Würdet ihr sagen, oh ja, sollte es zu so einem denkwürdigen Event ein weiteres Mal kommen? Ey, wenn das was für euch? Wenn das nochmal ist, ey, auf jeden Fall. Ich muss natürlich immer ein bisschen gucken wegen. Ja, da aber ich würde auf jeden Fall gerne nochmal mitmachen. Es war Heidenspaß. Ich glaube, am Ende hat man auch so ein bisschen gesehen, so Streckenerfahrung dann gegen Lenkradskill. Da setzt sich der Skill vor allem, wenn das Rennen ein bisschen länger ist durch, aber war super spaßig und ja. Eventuell schauen wir, dass wir beim nächsten Mal vielleicht virtuelle Safety Car nehmen. Weil ich weiß, dass man es einstellen kann, Also, weil, soweit ich weiß, kann man es ganz ausmachen oder du hast halt, weiß, also wir hatten schon die niedrigste Stufe. Wir hatten ja dann jetzt gerade die letzte, nochmal Safety Car und das war nicht die erste gerade, sondern die zweite gerade. Und das Ding schert so raus, ich musste halt richtig in die Eisen gehen, weil ich das erst gar nicht gesehen habe. Und das ja, das sind wahrscheinlich so die Feinheiten, die dann dem Original so ein bisschen entsprechen, aber die man dann natürlich. Und ich wollte dann so nach vorne ein bisschen Platz lassen und dann bremst das aber auch heftig ab. Und das ist, also Safety Car ist halt einfach der größte Feind gewesen. Es war auch echt. Und dann du versuchst so halbwegs okay zu fahren und dann bremst vor dir übelst eine ab und voll in die Eisen und denkst dir so, Aber ich meine, ich dachte das ja auch beim ersten Rennen, als ich die Durchfahrtsstrafe habe, so, ja, mach ich doch halt während der Safety-Car-Phase. Und dann hat es halt nicht gezählt. Okay. Das hat mir Und dann habe ich aber, gedacht, so, okay, ich hatte halt meinen Boxenstopp schon. Das war nicht schlecht. Ich konnte noch mal ein bisschen was reparieren. Dann habe ich die Durchfahrtsstrafe gemacht und bin halt einfach dann durchgefahren. Ja. Bis ich dann halt wieder abgeschossen wurde. Gut, hat mir aber echt gefallen, dass du dann noch tatsächlich noch mal den Platten hattest in der letzten Runde. Ja. Weil du wirklich so warst, dann war der Beweis jetzt, dass genau, das System so ist drin. Eingedampft. Das System ist drin. Ich habe gedacht, hey, ich probiere es noch mal, was geht. Ich versuche dran einzuholen. Geklappt, Und hab dann ordentlich zurückbekommen vom Reifen. Die zweite Durchfahrtsstrafe im letzten Rennen hätte ich nicht gebraucht. Ich hatte auch irgendwie 6 Sekunden Strafe für Abkürzen. Ich hatte nie eine Verwarnung auf meinem Screen. Mhm. Auf einmal war dann so zu viele Verwarnungen. Ich so. Ja, darüber wird man auch, also wir zumindest können da auch, man sieht es nicht, ist, weil es ist nicht so eingeblendet. Es ist sehr schwierig, je nachdem, ich könnte mir meist vorstellen, Track-Limits werden ja häufiger dann nicht eingehalten oder du wirst mal rausgedrängt oder rutscht da mal raus und das Spiel zählt im Hintergrund mit. Und dann hast du 4-mal, 5-mal gemacht und hast auf einmal, wo kommen diese 3 Sekunden her? Ja, auf jeden Fall, Ihr Lieben, weil vieles auch durch Flaggen angezeigt wird, ne? Also, das haben wir möglicherweise jetzt. Ja, da musst du halt auf der Rennstrecke noch Flaggen achten. Ja, alles gut. Boah. Weil dem Spaß, ich verstehe das total, aber beim nächsten Mal kann man es ja vielleicht noch besser machen. Wir lernen alle noch ein bisschen dazu. Wir müssen Krane mal die blaue Flagge beibringen. Ja, mal gucken, ob Krane mit dieser Strategie, die ihr heute noch ein weiteres Mal etabliert habt, sagt, beim dritten Mal werde ich genauso weitermachen oder. Alle guten Dinge sind 3, glaube ich, ne? Ja. Wir werden sehen. Es war ein Riesenspaß mit euch. Vielen, vielen Dank fürs Mitmachen. Vielen Dank für den Schweiß und Tränen. Wir haben viel Spaß gehabt. Danke für die Einladung. Richtig, richtig spannend. Vielen Dank an euch da draußen. Wie gesagt, auch nochmal vielen Dank an Logitech, denn wir sind mit Racing Wheels gefahren hier. Die haben uns die Setups hier zur Verfügung gestellt, die dem Ganzen nochmal mehr Push geben. Gregor, es war ein großer Spaß. Ich danke wie immer, dass ich hier bei sowas dabei sein darf und ich gebe das dann gerne zurück, weil. Dank an Codemasters. Ja, und danke natürlich mal an Codemasters. Denkt an die 50%-Aktion. Wir haben sie vorhin ja schon einmal noch angesprochen. Genau, und danke an Colin. Ne? Danke, danke an alle. In diesem Sinne würde ich sagen, habt einen schönen Abend. Jetzt kann man mit gutem Gewissen ins Bett gehen, wenn das Adrenalin es denn dann zulässt. Bis zum nächsten Mal. Habt eine gute Zeit und bleibt gesund. Ciao. Tschüss. Ciao.